Lange wurde in Deutschland nicht so viel über Freiheit diskutiert wie in den letzten Monaten mit der Corona-Pandemie. Die einen fühlen sich bevormundet und sprechen vom mündigen Bürger, der sich vom Staat nicht vorschreiben lassen will und muss, was zu tun ist oder nicht in dieser Krise. Und die anderen sagen, nein, es müssen Regeln, es müssen Vorschriften her, sonst würde man die Krankheit nicht in den Griff bekommen. Und all das ist eine Debatte, die weit über Corona hinweggeht. Wie wollen wir in den nächsten Jahren Freiheit definieren? Wie wollen wir miteinander Gesellschaft und Politik gestalten? Und gleichzeitig gibt es viele Feinde der Freiheit, auch mittlerweile im Deutschen Bundestag. Doch was bedeutet Freiheit in dieser Demokratie? Und ist Freiheit eigentlich grenzenlos? Darüber diskutiere ich heute mit dem Chefredakteur der Welt, Ulf Poschardt. Herzlich willkommen. Mit Katja Kipping, ehemalige Parteivorsitzende der Linken und Spitzenkandidatin in Sachsen für die nächste Bundestagswahl. Und mit Boris Palmer, der grüne Politiker, ist Oberbürgermeister in der Stadt Tübingen. Herzlich willkommen. Ich freue mich schon sehr. Wir haben viel Zeit für dieses wichtige Thema. Herr Poschardt, ist Freiheit der wichtigste Wert für den Menschen? Ja. Ich glaube, wir werden durch die Chance, unser Leben frei gestalten zu können, Autor unserer Biografie zu sein, eigentlich zum Menschen. Ich glaube, dass die Idee vom Menschen die ist, dass er sich entscheiden kann, welchen Weg er gehen will. Und das unterscheidet uns, glaube ich, von Tieren, die instinktmäßig Dinge machen, was bei Menschen auch eine wichtige Rolle spielt. Aber wenn ich die menschliche Kultur angucke, dann ist sie eigentlich in ihren schönsten Formen dadurch geprägt, dass Menschen in radikaler Freiheit sich allem zuwenden können. Und unsere Idee als freie Menschen in einer Gesellschaft miteinander leben zu können, ist die größte Herausforderung. Ich glaube, dass wir unfassbar privilegiert sind, in diesem Land, in dieser Gesellschaft so leben zu können in Freiheit. Und die große Gefahr ist, und da hat Katja Kipping mit, auch wenn es nur eine kleine Erfahrung ist, in einer Diktatur geboren zu sein, glaube ich, noch mal eine viel größere Dankbarkeit möglicherweise als jemand, der in der Demokratie geboren ist und groß geworden ist. Also ich verstehe es jeden Tag als ein Privileg, weil wenn man sich für politische Dinge interessiert, dann weiß man, dass Freiheit nichts Selbstverständliches ist. Ich habe das erlebt mit einem Autor wie Denis Yücel, der ein Jahr im Gefängnis war, weil er Meinungsfreiheit ernst genommen hat. Ich erlebe aber auch, und vielleicht sprechen wir da heute darüber, dass diese Selbstverständlichkeit von Freiheit etwas ist, was dazu führt, dass Menschen die Bedingungen von Freiheit nicht mehr richtig verstehen. Und wie Sie richtig gesagt haben, erleben wir im Augenblick unglaubliche Einschränkungen von Freiheit. Teile, die ich nicht nachvollziehen kann und Teile, die ich nachvollziehen kann. Aber ja, für mich macht Freiheit den Menschen aus. Und je freier Menschen sind, umso schöner und besser. Frau Kipping, Sie sind ja angesprochen worden. Würden Sie das, was Herr Poschardt gerade über die Freiheit gesagt hat, mit Ihrer Kindheit und Jugend, als Sie in der DDR geboren und aufgewachsen sind, genauso einschätzen, wie wir es gerade gehört haben? Ich würde mein Verhältnis zur Freiheit mit anderen Worten beschreiben. Ich finde, Freiheit heißt ja auch Freiheit von Willkür anderer. Freiheit von Macht anderer. Und wenn man es in einer Liedstrophe oder in einem Gedicht rüberbringt, so Brecht hat mal gesagt, unter sich keinen Sklaven und über sich keinen Herrn. Ich finde, das ist so ein Ansatzpunkt. Ich selber beschreibe meine eigene Biografie anders, das muss ich sagen. Ich war 11, 12 Jahre, als die Wende kam. Ich bin unglaublich froh und dankbar, dass ich meine Jugend, also überhaupt, dass ich dieses Erlebnis, dass ein Systemwechsel passieren kann und sehr schnell, den vielleicht ein Jahr davor noch niemand vorhergesagt hat, erlebt habe. Aber ich habe mit 22 mal einen Artikel geschrieben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte 11 Jahre glückliche Kindheit und dann 11 Jahre großartige Jugend. Also insofern ist mein Zugang noch mal ein anderer.
Und ich habe jetzt sehr genau zugehört, was Sie, Herr Poschert, über Freiheit gesagt haben. Man muss schon auch immer fragen, wessen Freiheit es ist und was muss man tun, dass die Freiheit nicht nur auf dem Papier besteht. Also weil ich empfinde es heute auch als ein Privileg, dass ich zum Beispiel jede Demonstration, zu der ich fahren möchte, an der ich teilnehmen möchte und meine Meinung kundzutun, ich muss nie fragen, woher bekomme ich das Geld für die Karte dahin. So, ich weiß aus meiner Arbeit als Sozialpolitikerin, dass viele, die direkt in ihrer Lebenswirklichkeit betroffen sind durch politische Entscheidungen, zwar theoretisch die Freiheit haben, überall ihre Meinung kundzutun, real aber gar nicht die Mittel haben. Und das hat immer eine materielle Dimension, auch ein bisschen eine Frage des Zugangs und wie ist man ermutigt worden, sich einzubringen. Deswegen finde ich eins total bedauerlich, wenn wir heute über Freiheit reden, dass es oft so gegeneinander ausgespielt. Du musst dich entscheiden, was ist wichtiger, soziale Gerechtigkeit oder Freiheit. Und ich würde ja sagen, soziale Sicherheit und Freiheit, erst im Zusammenspiel wird es ein richtiges Traumpaar und entfaltet jeweils seine volle Kraft. Darüber reden wir noch, Frau Kipping. Aber mich würde dann doch interessieren, welches Freiheitsrecht ist für Sie unverhandelbar? Das auf körperliche Unversehrtheit. Artikel 2. Herr Palmer, Einstein sagt, an Freiheit im philosophischen Sinne glaube ich keineswegs. Jeder handelt nicht nur unter äußerem Zwang, sondern auch gemäß innerer Notwendigkeit. Hat er recht? Das ist ja das, was Frau Kipping andeutet. Einstein widersprechen wird wahrscheinlich nicht zum Erfolg führen. Also ich denke mal, ja. Aber es ist reizvoll. Ich bitte Sie. Das ist doch jetzt mal eine echte Herausforderung. Fühlen Sie sich doch einfach hier so frei, wenn Sie widersprechen wollen. Denn hier kann man es. Ja, aber ich habe da jetzt kein Bedürfnis zum Widerspruch. Das scheint mir schlüssig. Aber dann ist Freiheit doch nicht grenzenlos. Dann gibt es innere Zwänge. Hat er das gesagt? Naja, grenzenlose Freiheit, das sagt nicht mal Poschert, oder? Selbst Porsche hat irgendwann bei 250 eine Grenze. Irgendwo ist Gott sei Dank nicht bei 250, aber das ist eine andere Diskussion. da ist der Motor warm. Aber nein, die Idee von Freiheit, wenn man sie ernst nimmt, hat natürlich einen sehr radikalen Gestus, der erst auch mal ohne eine soziale Komponente auskommt. Und ich glaube auch nicht, dass dieser radikale Freiheitssinn einer ist, der sich aus einer sozialen Privilegiertheit ableitet. Also Jugendbewegungen in der Nachkriegszeit waren ja oft in der Geschichte der Popkultur die Freiheitsbewegungen von Menschen, die gar nichts hatten. Also R&B, aber auch Rock'n'Roll, dann ganz stark natürlich die Mods und die Beatles, Working Class Hero. Also ich glaube, das Freiheitsstreben hat man oder man hat es nicht. Und das ist erstmal auch ein Freiheitsgefühl, das erstmal nur so da ist und sich für gar nichts rechtfertigen muss. Das ist meine Vorstellung. Ob das dann grenzenlos ist? Nein. Ich glaube, alles hat Grenzen und wir kommen ja sicherlich noch zum Ordoliberalismus in der Sendung. Aber ich glaube, Freiheit als Ideal grenzenlos finde ich wunderschön. Ich finde, jeder Mensch sollte grenzenlos frei sein, möglichst. Ich weiß, dass es nicht einlösbar ist, aber als so ein Ideal finde ich es wunderbar. Also dann sprechen wir von Ihrem Ideal, Herr Palmer. Sie kommen aus einer Partei, die Grünen, das waren mal echte Revoluzzer, das waren Leute, die weit über die Freiheitsgrenzen des Establishment gegangen sind. Erstaunlich, wie man sich verändern kann. Was ist denn eigentlich Ihre Beziehung dann zur Freiheit? Ja, da gibt es zwei biografische Beziehungen. Die eine bestand darin, dass ich meinen Vater öfter im Gefängnis besucht habe. Ja, der war in der Regel wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt oder wegen Beleidigung im Gefängnis. Das waren die beiden Urteilsgründe. Er hat zum Beispiel mal einem Altnazi geschrieben, in Sperndau sind noch Zimmer frei, als Postkarte, 60er Jahre. Das hat für 5 Wochen Gefängnis gereicht damals. Heute unvorstellbar, aber die haben versucht, ihn zu brechen. Heute kommt ja der Nazi nicht ins Gefängnis, so wenn er Rassist ist. Was ich höre, alles, wo die Staatsanwaltschaft alles einstellt, man kann mir den Tod wünschen, die Pest, die Cholera, es ist alles egal, stellt mal alles ein. Mein Vater ist für so harmlose Sachen ins Gefängnis gegangen. Aber die Geschichte dazu geht so, ich glaube 78, ist mein Vater wegen Beleidigung wo gewesen? In Stammheim, da wo die RAF war.
Hochsicherheitstrakt. An Weihnachten war er der Einzige, der nicht zum Gottesdienst durfte, mit der Begründung, es bestehe die Gefahr, dass Palmer predige. Und der Besuch der Familie, und das ist für mich die Erinnerung, wie Freiheit eben genommen werden kann, der wurde erstmal dadurch eine Stunde verzögert, dass meine Mutter versucht hat, ihm einen Brief mit reinzuschmuggeln im BH. Das ist aufgefallen, weil er wurde gefilzt, dann wurden wir alle bis auf die Unterhose ausgezogen, mein noch kleinerer Bruder, ich, also 6, 7 Jahre alt. Und dann hieß es eine Stunde lang, ob wir überhaupt noch sehen dürfen. Und irgendwann kam die Entscheidung, ja, wir dürfen ihn sehen. Und zwar folgende Szenerie. So ein schmaler Gang, vielleicht 1,50 Meter breit, Panzerglasscheibe. Auf der anderen Seite wieder ein schmaler Gang. Wir werden reingeführt. Ein Beamter ist auf der anderen Seite und mein Vater wird auch reingeführt. Und der Besuch, die Erinnerung, die ich habe, ist, ich lege meine Hände an die Panzerglasscheibe. Wir sprechen ein paar Worte, der Beamte schreibt alles mit und mein Vater hält seine Hände auf der anderen Seite auch an die Panzerglasscheibe dran. Und mein Vater war ein extrem freiheitsliebender Mensch. Diese Gefängniszeiten waren das Schlimmste. Und das hat er uns immer und wieder klar gemacht, wie schlimm das für ihn gewesen ist, da wie ein Tiger auf- und abzulaufen. Und das mit der RAF im Hochsicherheitstrakt wegen Beleidigung. Und deswegen bin ich tatsächlich ziemlich allergisch bei Freiheitsentzug. Das sind Geschichten, die prägen einen. Und das kommt dann jetzt, was ist mit meiner Partei los? Das ist eine Sache, die ich wirklich schwer verkrafte. Dass eine Partei, die, so wie Sie sagen, ja mal begründet wurde im Widerstand gegen alles, ja, zur Überwindung der Poschardtschen Establishments der 70er Jahre, der Springerpresse und was wir alles bekämpft haben, ja, ziemlich erfolgreich, weil es ist ja ziemlich marginalisiert, ja, heute muss ja Poschardt um das Überleben kämpfen. So ist es. Was wir gemacht haben, der Kakteen, den Ministerpräsidenten irgendwie auf das Rednerpult stellen, so jede Etikette verletzt, ja, also so eine Partei hält es nicht aus, wenn einer mal sagt, ich bin anderer Meinung. Dann wird da ein Parteitag eröffnet von der Rednerin, die heute im Bundestag sitzt, mit Palmer soll doch einfach mal die Fresse halten. Ja? Wo ich dann denke, was ist mit euch passiert? Was kann jetzt so schlimm sein? Aber was ist denn mit Ihnen passiert, dass Sie so etwas dramatisch darstellen, was Sie selbst über Jahre und Jahrzehnte bei anderen gemacht haben? Also was mich erstaunt, auch an Ihrem jetzigen Beschreiben, dass irgendjemand in der Partei sagt, der Palmer muss raus, mein Gott, Joschka Fischer ist mit Eiern beschmissen worden. Genau. Ich will nur sagen, der hat aber nicht wie Sie jetzt geklagt. Was ist mit meiner Partei? Ich habe doch nicht geklagt. Also ich will nur sagen, aber das gehört doch zu Ihrer Kultur und ich denke auch zur Freiheitskultur. Sie setzen was in den Raum und ein anderer widerspricht Ihnen oder viele widersprechen auch in der eigenen Partei. Sie sind ja noch drinnen. Sie werden sogar gebraucht, vielleicht sogar missbraucht. Vielleicht gehören Sie zu diesem Etikettenschwindel, dass Sie jetzt bei 20% sind, weil es auch Leute wie Sie gibt, die ganz andere bedienen. Wäre eine ganz gute Rolle. Aber ich wollte auch was anderes. Zu Joschka Fischers Zeiten wurde gestritten wie die Kesselflicker. Und das fanden alle gut. Und heute wird erwartet, dass man Sprechregeln einhält. Und wenn man dagegen die Etikette verstoßt, dann sagen die nicht, jetzt streiten wir uns oder wir gründen einen Flügel oder irgendwas. Sondern dann kommt, da muss ich einfach Sarah Wagenknecht recht geben. Dann kommt die Lifestyle-Linke und erklärt dir, du bist ein moralisch minderwertiges Subjekt also, und du sollst bitte schön die Partei verlassen. Sie sind viel jünger als ich, weil sie erinnern sich nicht an die Realos und an die Fundis und was da alles abgegangen ist. Aber Poschardt, wenn wir das hören, ich will das nur kurz noch mal aufgreifen. Das Aushalten, auch des sehr Heftigen, was gerade beschrieben wird, das gehört doch auch zur Freiheit oder nicht? Natürlich. Die Idee von Freiheit ist, dass man Differenz als Bereicherung versteht und nicht als Bedrohung. Und das ist ja eigentlich das Entsetzliche an dem, was gerade in der politischen Kultur passiert, dass wir in sozialen Medien eine Blasenlogik haben, in großen Debatten eine Lagerlogik und dass es immer weniger Orte gibt, an denen eine wirkliche Neugier für jeweils ganz andere Positionen ist. Da ich mich vor dem Moralismus in Deutschland immer schon ein bisschen gefürchtet habe, eigentlich vor allem ihn ein bisschen eklig finde, würde ich sagen, dass ich das unfassbar langweilig finde. Ich habe gar kein moralisches Argument dagegen. Aber ich möchte Boris Palmer verteidigen, wenn Sie ihn da so hart angehen, weil was er mit dieser sehr beeindruckenden Schilderung deutlich gemacht hat, dass es ja frühkindliche oder kindliche Prägungen gibt von Bildern, die bleiben für immer. Und wenn ich mir vorstelle, dass da ein Kind seinen Vater nicht berühren darf,
wegen so einer beschissenen Lappalie und ein Kind, das so erlebt, dass dieses Kind für immer sagt, jede Form von Freiheitseinschränkung ist etwas, was ich im Zweifelsfall ganz existenziell auch angehe. Ich habe ihn jetzt zum ersten Mal richtig verstanden. Wir haben ja schon oft gesprochen, wir haben auch schon oft, ehrlich gesagt, gestritten. Ich erinnere noch an den Taz-Kongress. Aber ich finde das wertvoll, weil ich finde, das merkt man bei Boris Palmer in all dem, was er sagt. Er spricht ein freier Mensch. Und ich finde, das ist etwas lagerübergreifend. Das ist übrigens auch etwas, ohne jetzt die Sendung zu spoilern zu wollen, was ich früh schon an Katja Kipping, obwohl wir bei 97,4% aller politischen Ideen wahrscheinlich unterschiedliche Einschätzungen haben, aber als ich zum ersten Mal ihre Zeitschrift Prager Frühling mir angeguckt habe und mir klar war, wenn man in der Linkspartei ist und man nennt sich nach dem Prager Frühling, sagt man ja ganz viel. Und deswegen glaube ich, dass es die Idee des freien Menschen erstmal etwas ist, was alle politischen Lagerbildungen transzendiert. Und um ein letztes Verbindendes zu sagen, weil ich so sehr an die Idee glaube, ich habe vor 4 Wochen mit dem Vorsitzenden der HDP gesprochen, der sozusagen bei Habermas promoviert hat. Und ich glaube, dass es auch auf der politischen Linken gibt, durchaus Leute, die ein ganz, ganz existenzielles Freiheitsbedürfnis als Teil ihrer politischen Biografie sehen. Und ich finde das erstmal wertvoll, weil es ist nicht die Mehrheit in den politischen Lagern, egal wo sie sind. Also wenn wir über HDP sprechen, kann man ja... Vielleicht erklären wir, was das ist. Genau, ich will kurz erklären, es ist eine Oppositionspartei in der Türkei, die es geschafft hat, dass die Anliegen der Kurden, aber auch die Fragen von Geschlechtergerechtigkeit, sozialen Sachen zusammengehandelt werden und die werden aufs Heftigste bekämpft. Abgeordnete von denen werden wirklich ins Gefängnis gesteckt, nicht nur für ein paar Wochen, sondern teilweise lebenslang. Die hatten viele Bürgermeisterinnen. Es ist auch eine Partei, die wirklich, also die Gleichstellung von Mann und Frau nicht nur plakatiert, sondern selber praktiziert. Und da kann man jetzt mal bei allem, was wir jetzt gleich noch an Kontroverse haben, werden, ich glaube, alle Freiheitsliebenden hierzulande sollten Druck machen, dass die Bundesregierung gegenüber Erdogan deutlich macht, was ihr gegenüber der HDP macht, ist eine demokratische Oppositionspartei, die bei 10% oder sogar mehr lag, dass die jetzt einfach mit Gefängnis erledigt wird, weil ihr sie nicht im Wahlkampf schlagen konnte. Das sagt so viel über das System Erdogan aus. Und das sozusagen, finde ich, da stehen wir alle ein bisschen in der Pflicht, die eher zu stärken. Aber weil mir das Thema so wichtig war, bin ich jetzt auf diese aktuelle Sache eingegangen. Ich wollte aber noch mal zu Ihnen zurückkommen, Herr Palmer, weil irgendwie ging mir das ein Tick zu schnell, diese berührende Geschichte von Ihrem Vater im Gefängnis, den Sie als Jungen besuchen, mit der die Empörung, das Ganze sehr gut nachvollziehbar und dann die mit dem üblichen Gestus derjenigen, die sagen, ich trete hier als Kritiker auf und sage das, was sich sonst niemand getraut zu sagen, obwohl es eigentlich genau das ist, was eigentlich alle hören wollen, was man sagt, wofür man auch ganz gut, also die einen, so mancher verkauft damit Bücher, andere irgendwie macht damit Klickzahlen im manche Netz und so weiter. Manche viele, einige im Feuilleton und so weiter, manche verkaufen damit auch Zeitungen. Und dann, als ob sie das gleichsetzen, dass es dann einen heftigen Gegenwind gibt. Wenn man Dinge sagt, die sozusagen dem, was bisher in der Partei ja auch in einem demokratischen Willensbildungsprozess erarbeitet wurde, dem komplett zuwiderläuft, muss man doch mit Gegenwind rechnen. Das ist doch aber auch nicht so, also weil Parteien ja hierzulande so ein schlechtes Image haben, ist ja der beste und direkteste Weg zum Ruhm für einen Parteipolitiker ist, die eigene Partei schlecht reden. Da lieben dich alle, da kommst du in jede Sendung und so weiter. Und die Öffentlichkeit liebt dich, weil Parteien sind nicht gut angesehen. Aber ich will noch mal eine Lanze für Parteien brechen, weil sie natürlich eine Möglichkeit sind, dass Menschen zusammenkommen und eine gemeinsame Willensbildung machen. Und zur Freiheit gehört ja nicht nur der Einzelne als Individuum, der losgelöst von allen ist, sondern zur Freiheit gehört ja auch die Möglichkeit, sich zusammenzuschließen und gemeinsam sich auf Dinge zu verständigen. Und deswegen, ich meine, ich habe vor 20 Jahren angefangen, damals noch in der PDS, fürs bedingungslose Grundeinkommen mich einzusetzen. Das war damals in meiner Partei überhaupt nicht vorstellbar. Was habe ich da mir alles anhören müssen? Habe ich mich doch trotzdem nicht hingestellt und gesagt, Mensch, das ist jetzt aber fies, wie böse ihr zu mir seid. Sondern ich habe beharrlich dafür geworben und
inzwischen würde ich sagen, ja, vielleicht habe ich inzwischen 50% in der Partei überzeugt. Also ich finde diesen Gestus, sie profitieren doch in ihrer Öffentlichkeit davon, dass sie als linker Politiker, als grüner Politiker die Grünen kritisieren, das ist doch Teil ihrer PR, dadurch kommen sie doch ganz viel Ruhm und Fame. Und dann so empört zu sein, dass es Widerspruch gibt, ja, Entschuldigung, das ist doch Teil des Geschäfts. Meinungsfreiheit heißt doch nicht das Recht, auf widerspruchsfrei seine Meinung sagen zu können. Nee. Das waren jetzt irgendwie 87 Klischees, wo ich denke, oh Leute, echt, das hat so überhaupt gar nichts mit mir zu tun. Ich weiß echt nicht, euer Berliner Raumschiff-Kosmos, das betrifft mich gar nicht. Das sind alles diese langweiligen Schemata. Wenn einer was sagt, hat er bestimmt das Interesse, ins Fernsehen zu kommen oder berühmt zu werden. Einmal, ich muss noch gar nicht darauf interessieren. Ich kann kurz unterbrechen. Ich glaube, also das finde ich jetzt sehr schwierig, von diesem Berliner Raumschiff zu sprechen in dem Zusammenhang. Wie aber das waren alles die Standarddeutungen. Aber Standard, ich meine, das ist ja interessant. Das von grundlegend falsch verstanden. Ich finde auch, das wird Boris Palmer überhaupt nicht gerecht. Aber er verteidigt sich noch selbst. Das schafft er jetzt noch gerade. Ja, ich kann es mal versuchen. Ja, genau. Ich würde es gerne inhaltlich hören. Ja, also, ich habe gerade mit 90 Grünen, die meisten davon aus der Gründergeneration. Weil nicht mein Job ist jetzt, die Grünen zu verteidigen. Ne? Wollte ich nur sagen. Die können sie ruhig kritisieren. Mache ich gerne. Ich rede jetzt aber nicht über Ihre Partei, die kenne ich kaum. Ich rede über meine. Ja, mit 90 Grünen einen Aufruf unterschrieben. Leider druckt den dann halt die Welt ab. Ja, so geht es einem dann. Wo wir gesagt haben, man kann es so übertreiben, dass wir in der Unfreiheit landen, obwohl man Freiheit erreichen möchte. Das haben wir gesagt. Und ich bin dann nicht mehr allein in meiner Partei. Und was die anderen, die meisten davon sind nie in der Talkshow gewesen, genauso erleben wie ich und vor allem Gründungsgrüne, ist, dass dieser Konsens, dass erstmal das Argument zählt, dass wir in der offenen Gesellschaft alle beitragen dürfen, dass es keine Rolle spielt, Rederechte zu verteilen nach Herkunft, nach Hautfarbe, nach Mann, Frau, alt, jung, sondern dass alle sich da einbringen können, dass der verloren geht bei uns in der Partei. Und dass der eben aus dieser Identitätspolitik her in Frage gestellt wird. Dass das, was die Amerikaner mit Affirmative Action mal angefangen haben, der Zuteilung von Rederechten, der Zuteilung von Erwartungshaltungen, von Chancen, entlang konstruierter Identitäten, die es in der Wirklichkeit gar nicht gibt, der Individualisierung des Menschen, der Zuordnung in Gruppen hinein und nach denen muss man sich dann orientieren und richten und als alter weißer Mann, wir beide erst mal schweigen, weil man kann sowieso nicht mehr, nicht betroffen. Das sind alles solche Strukturen, die ich ganz unfrei finde, ganz furchtbar und dann noch mit der Political Correctness vermischt. Und was ich dann erlebe und diese Leute auch ist, wenn man sagt, das finde ich falsch, dann wird einem nicht gesagt, warum. Sondern wird einem letztlich suggeriert, du bist moralisch minderwertiges Subjekt. Du bist kein guter Mensch und mit dir wollen wir uns gar nicht mehr befassen. Geh bitte in die rechte Ecke, geh zur AfD. Da wird nicht mehr argumentiert. Kann auch in die linke Ecke gestellt werden. Aber da wird nur noch aussortiert und nicht mehr argumentiert. Und das finde ich höchst bedenklich. Ist das so jetzt bei den Grünen? Sie haben gerade gesagt, es ärgert Sie, dass es ein Etikett gibt. Ja. Sie haben aber auch Etiketten verteilt. Zum Beispiel, wer nicht Ihre Meinung teilt, ist ein Lifestyle-Linker und macht Identitätspolitik. Ist, würde ich sagen, ein Etikett, was jetzt jemanden wie mich, die Sozialpolitik macht und echt sozusagen hart schuftet in diesem Bereich und um jeden Euro mehr für die Ärmsten kämpft, muss ich sagen, denke ich auch so, Gut. Nur, Sie wissen, weil ich habe zitiert. Ja, aber ich wollte nur sagen, wenn Sie sich über Etiketten beschweren und gleichzeitig so locker vom Hocker mal so die oberflächlichsten nehmen, ist dann die Empörung darüber nicht so nachvollziehbar. Aber wenn ich mal zwischen Linken und Grünen vermitteln darf, das ist ja eh eines meiner wichtigsten Projekte, auch publizistisch. Ich glaube, dass die interessante Herausforderung, also bevor wir in diesen Fight einsteigen, weil ich natürlich auch Sarah Wagenknecht allein für die Formulierung des Links-Illiberalismus sehr dankbar bin, weil ich glaube, es gibt ja keine Linksliberalen mehr, sondern es gibt Linke, die tolerant ihrem eigenen Lebensentwurf gegenüber sind. Und das ist eines der großen Probleme unserer aktuellen Debatten sind. Ich erlebe das auch als bedrückend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fürchte, ich bin auch ein Feindbild für ganz viele. Ich habe auch diese Todesdrohungen, ich habe diese komischen Gewaltandrohungen. Ist ja jeden Tag offen zu studieren, leider. Und ich fühle mich dadurch nicht so angefasst. Also ich finde, das gehört in der Tat zum robusten
demokratischen Prozess. Was ich aber schon bemerkenswert finde, wenn ich mir angucke, was mit Boris Palmer in vielen Debatten passiert, ist, dass er in einer Art und Weise angegangen wird, die eben nicht das, also Labels würde ich sogar mitgehen, ja, dass die verschiedenen Diskutanten sich da wenig schenken. Aber was ich in der Tat interessant finde, ist, dass der Erfolg der Grünen, der aktuelle, auf eine interessante Art und Weise darauf beruht, dass die Partei und jetzt auch bei der Kür ihrer Kanzlerkandidatin das Diskutieren praktisch schon wie die künftige CDU als ein Problem wahrnimmt. Das heißt, die Partei, die Grünen waren vorher eine sehr vielstimmige Partei. Sie haben von den Flügeln gesprochen. Es gab ja auch immer starke Individualisten, die sich für die Parteilinie nicht so interessiert haben. Und ich glaube, dass es in der Tat bei den Grünen ein interessanter Zug ist, dass sie sich so zusammengeschmiedet haben und eigentlich schon so regierungsfähig sein wollen als Oppositionspartei, dass so ein Abweichen außerhalb des selbstgewählten Spektrums als so ein Verstoß gegen so eine künftige Regierungsfähigkeit verstanden wird. Und natürlich ist das schade. Weil stimmt, hat aber wahrscheinlich mit mir nichts zu tun. Ja, ich glaube nicht, dass das damit zusammenhängt. Nee, ich glaube nicht, dass es das damit zusammenhängt. Aber ich glaube, die Reaktion auf Sie und das, was Sie sagen, und oft sagen Sie ja einfach nur Common Sense. Ich würde sagen, sie gehören wie viele anderen auch zu so einer Subkultur der Vernunft. Man sagt so die Dinge, wie man sie richtig findet und schert sich nicht nach den Sprechgeboten und Anregungen und nach diesem immer enger werdenden Korridor von Meinungen, die halt in ihrer Partei angesagt sind. Und das ist die Frage nach den Grünen. Aber ich sehe den Prozess ja auch in anderen Parteien. Ich sehe es ja auch in der Linkspartei in Teilen. Man sieht es ganz stark in der SPD. Deswegen stehen sie jetzt in der aktuellen Umfrage bei 13%. Man sieht es auch bei vielen Medien, ja, um das auch noch mal zu erwähnen. Ja, klar. Also wenn das Thema Freiheit ist, ich behaupte, wir entwickeln ein repressives Meinungsklima. Um es jetzt mal nicht mit Etiketten für anderen zu machen, sondern Zustand zu beschreiben. Absolut, ist auch so. Mit repressives Meinungsklima meine ich, dass die Methode, mit der Debatten entschieden werden sollen, nicht lautet das bessere Argument, ja, mit Friedmann hier das bessere Argument präsentieren und sagen, sehen Sie, ich habe doch recht und Sie haben Unrecht. So würde ich mir Debatten wünschen. Das ist nicht mehr die Methode, die zählt, sondern was zählt ist, kann ich den anderen moralisch diskreditieren? Kann ich ihn aus der Debatte rausnehmen? Kann ich ihn so weit wegschieben, dass er nicht mehr als legitimer Debattenpartner überhaupt in Frage kommt? Dann habe ich die Debatte gewonnen. Und diese Verschiebung des öffentlichen Diskurses, die Leute effektiv dann am Ende dazu zu bringen, dass sie einfach gar nicht mehr teilnehmen an der Debatte. Begriff Mundtot ist blöd, man kann es immer noch sagen, kriegt man Widerspruch. Aber dass die Leute sich rausziehen aus der Demokratie, statt sie reinzuholen, das finde ich erschreckend. Dass meine Partei, die Linke, die SPD, viele Medien dabei mitmachen, das verstehe ich ums Verrecken. Ich habe eine wirkliche Frage aus tiefer Neugier. Ja. Ich höre Ihnen jetzt da wirklich gebannt zu, wie Sie das berichten. Ist aus Ihrer Sicht die Grünen-Partei, so wie sie jetzt aufgestellt ist, eine Partei, in der mehr das Autoritäre als das Offene möglich ist? In einem bestimmten Themenfeld, bei der Identitätspolitik. In anderen Feldern nicht. Man kann mit uns über Sozialpolitik und über Ökologie lustigerweise über alles streiten. Aber zum Beispiel beim Lockdown ist Ihre Partei auch sehr klar und ja, nimmt Ihnen auch übel, was Sie da sagen. Also kann man diagnostizieren, Ulf Poschert hat das ja versucht auch herauszuarbeiten, kann man aus Ihrer Sicht diagnostizieren, dass die Debattenkultur innerhalb der Grünen autoritärer geworden ist, enger geworden ist? Ja, aber da sind die Grünen auch nur Teil des Zeitgeistes. Das mag sein, aber bleiben wir mal. Ja. Ist es nicht einfach nur flacher geworden? Ist es nicht einfach nur eine ziemlich opportunistische, gefällige Soße, die Grünen servieren? Ich glaube, ihr Erfolg hat damit zu tun, dass sie sehr Instagram-tauglich geworden ist. Ich glaube, der Erfolg der Grünen ist weniger die Programmatik. Sie hatten Grün ist das Thema, Nachhaltigkeit, alle Wirtschaftsbosse, jeder Philosoph, alle Soziologen, alle Intellektuellen nachhaltig grün, das ist so. Aber ich glaube, ihr Weg zum Erfolg war, dass sie sich ansehnlich gemacht haben. Sie haben jemanden wie Cem Özdemir raus, übrigens identitätspolitisch sehr interessant, anderer Hintergrund. Und jetzt haben wir eine Annalena
Ingenieurstochter und ein Apothekersohn, die alle beide bombig aussehen und auf Instagram auch sozusagen so ein modernes Letter-Lebensgefühl verkörpern. Und ich glaube weniger, dass es eine ideologische Differenz gibt, als vielmehr, die sind ein säkular-religiöses Angebot, sie sind ein Lifestyle-Angebot. Und diese politischen Fragen sind ja überhaupt nicht die Themen, die die Grünen verhandeln. Die Grünen müssen ihrem Namen nach dafür sorgen, dass wir diesen Transformationsprozess gestalten. Aber auf jemanden wie Boris Palmer zu verzichten, wenn man in Tübingen mal die Radwege sieht und wie dort grüne Politik realpolitisch sinnvoll gemacht wird, das funktioniert dort nämlich, macht ja deutlich, darum geht's gar nicht. Das Spannende ist doch, dass die gar nicht auf ihn verzichten, Herr Poschert. Das ist doch das Spannende. Also als Linke könnte ich mich ja jetzt zurücklehnen bei so viel Grünen-Bashing so zu Beginn eines Wahlkampfjahres. Und nee, ich habe ja Palmer, ich habe kein Grünen-Bashing, sondern ich habe einfach nur gesagt... Kritik der Grünen, das ist ja super. Aber ich dachte, im Sinne des Argumentes und des Vorankommens versuche ich jetzt mal mit einem Argument. Ja. Ich finde, oder manches geht mir zu schnell bei Ihnen beiden, wenn Sie Dinge als Identitätspolitik oder Lifestyle abtun und dann so der Eindruck entsteht, als ob alles, was es gibt an feministischen Kämpfen, an Kämpfen um Geschlechtergleichberechtigung oder auch an antirassistischen Kämpfen, als ob das so total ausgesucht nach dem Motto, was ist heute das Hipste, was ich machen kann. Haben Sie unseren Aufruf kann. Gelesen? Den Aufruf jetzt noch nicht, aber ich habe ja... Ich wollte jetzt mal ganz kurz sagen, warum ich schon finde, dass man aufpassen muss, dass man antirassistische und feministische Kämpfe nicht total demontiert und einfach so als so was abwischt, als ob es da nur um was Ausgewähltes, so Neckiges am Rande geht. Weil ich will noch mal sagen, wir haben ja schon auch mit Phänomenen zu tun, dass eine Umfrage auf europäischer Ebene besagt, jede dritte Frau... sagt, dass sie in ihrem Leben mindestens einmal Opfer von sexueller Gewalt und Übergriffigkeit wird. Das heißt, das ist doch nicht ein Überbauthema, Wohlfühlthema, sondern was gibt es Materielleres als die eigene körperliche Unversehrtheit, wo eine Übergriffigkeit kommt? Oder bei Black Lives Matters, das ist ja nicht die Frage, was hat man sich ausgesucht für eine Identität, sondern es gibt die objektive Beobachtung, dass schwarze Leben stärker bedroht sind durch einige Polizeieinsätze. Und die sind ja entstanden durch eine zutiefst körperliche Verletzbarkeit. Ja, aber darum geht es den Befreiungskämpfen in der Identitätspolitik ja am allerletzten. Wenn ja, ich weiß ja nicht, wer die sind. Jetzt reden wir mal über mich. Okay, sehr gerne. Damit wir nicht allgemein so ein Feindbild machen. Und ich frage mich dann immer, wen meinen Sie? Und ich kann nur sagen, warum ich... neben all meinem sozialpolitischen Engagement sage, es ist wichtig, dass es antirassistische Initiativen gibt und dass es feministische Kämpfe gibt. Volle Zustimmung. Weil es diese Probleme gibt, die sich im Übrigen auch materiell auswirken. Frauen haben im Schnitt weniger Geld und so weiter, tragen noch doppelt so viel unbezahlte Familienarbeit weg, immer nur im Schnitt, was auch eine Ungerechtigkeit ist. Und da muss man ran und deswegen sind die wichtig und es nicht irgendwie Ausdruck einer Marotte. So, und übrigens ist der Freiheitstraum für jemand mit schwarzer Farbe möglicherweise so theoretisch, wie Sie ihn beschrieben haben, aber real deutlich eingeschränkt in der Gesellschaft. Also sich darüber engagiert. Er ist nur härter, härter. Ja. Die Frage ist, ist das härter oder ist das ganz einfach ein Ursprung an in der Gesellschaft ankommen, der permanent in Erklärung, in Rechtfertigung... Jede Form von Aufstieg ist hart. Aber warum muss denn jemand diesen harten Aufstieg haben, weil er eine andere Hautfarbe hat? Emanzipationsprozesse sind unfassbar anstrengend. Ich will davon nichts bagatellisieren. Herr Poschert, warum muss sich der Schwarze anstrengen, um anzukommen, und nicht der Weiße, um zu lernen, dass sich der Schwarze nicht anstrengen muss, nur weil er Schwarze ist? Weil wir noch nicht emanzipiert genug sind, dass es nicht so sein müsste. Und ich freue mich, dass wir auf dem Weg sind. Wir hatten mit Barack Obama in den USA einen schwarzen Präsidenten. Wir haben mit Kamala Harris jetzt eine schwarze Vizepräsidentin. Ich will nur sagen, Frau Kipping, nichts davon, was Sie sagen, will ich bagatellisieren. Und ich würde nur auf eine Differenz hinweisen, die für mich in diesen Debatten ganz viel von dem Modischen, und ich meine nicht Sie, nur dass wir ganz klar sind, ich meine nicht Sie, ich kenne Ihren Ernst, was das Thema betrifft. Es gibt dort aber auch eine interessante Selektion von zum Beispiel feministischen Anliegen, die man ernst nimmt und welche, die man, Stichwort Rolle der Frau im Islam, Stichwort Feministinnen aus dem Iran, Syrien und so weiter. Wir haben Themen, ich habe viele Autoren, wir haben in der Welt am Sonntag eine Kolumnistin, die
beschreibt, was es heißt, sozusagen im arabischen Raum als emanzipierte Frau leben zu wollen. Man sieht bei vielen Morden, übrigens auch in Ostdeutschland, die Ermordung von einem Schwulen durch einen muslimischen Migranten. Man sieht, also wenn die Identitätspolitik so basic humanistisch wäre, hätte ich damit kein Problem. Wenn sie sich aber geriert als ein elitäres, sozusagen linksbourgeoises Projekt, wo Sprachregeln aufgebaut werden, die Menschen aus dem Diskurs rausnehmen, weil sie diese Sprachregeln nicht beherrschen, dann sehe ich sie hochproblematisch. Und natürlich ist jede Form des Rassismus ekelhaft. Natürlich ist jede Gewalt gegen Frauen absolut indiskutabel. In dem, was wir in vielen Debatten erleben, hat es doch damit 0,0 zu tun, okay, sondern das ist ein akademisch-esoterisches Distinktionsbedürfnis. Also, Frau Kipping, ich will mal nachdenklich aufgreifen, was Herr Poschert gerade gesagt hat. Und die meisten Schwulen, die ich in Ostdeutschland kenne, oder Juden oder in dem Fall Muslime, werden von deutschen Nicht-Muslimen angegriffen. Ich will das auch nicht gegeneinander erzählen. Aber dieses Beispiel, Herr Poschert, ist ein Beispiel, das stattfindet. Aber soweit ich weiß, ist ein Großteil derjenigen, die Angst haben müssen vor Gewalt, weil sie einer Gruppe angehören, jedenfalls selbst in der Meinung des CSU-Innenministers Horst Seehofer, getriggert durch rechtsextremistische Deutsche. Beides aber hat was mit Freiheit zu tun. Denn wenn ich Angst habe als Minderheit, ja, wenn ich Angst habe als Minderheit, ist es mit meiner Freiheit, absolut, nicht mehr grenzenlos. Darüber würde ich gerne mit Ihnen noch mal auch die Runde diskutieren. Weil Menschen haben Angst. Aus ganz unterschiedlichen Gründen haben sie Angst. Wie groß ist denn die Angst? Ich weiß, dass die im Osten in manchen Gebieten sehr groß ist. Also ich kenne sowohl von Leuten, die sich entscheiden, sich für irgendwas zu engagieren. Also es gibt ja Kommunalpolitiker, die so sehr bedroht wurden am Ende von rechtsterroristischen Gruppen, dass sie ihre Heimatstadt verlassen haben und damit auch ihr Einkommen erstmal aufgegeben haben. Es gibt natürlich Regionen, wo Queere sozusagen sich eher versteckt halten, ja, wo sie das Gefühl haben, dort können sie das nicht offen zeigen. Es gibt andere Bereiche, wo das zum lebendigen Subkultur dazugehört. In der Tat, das gibt es und das ist ein Problem. Und vielleicht kann man es ja mal so, auch um was zu verstehen, es gibt natürlich, ich würde sagen, dass es gar nicht für die deutschen Linken so ein Problem ist, aber es gibt im angelsächsisch-akademischen Bereich gibt es in der Tat das, was sie vielleicht mit Sprechverboten oder sehr strengen Regeln machen und so weiter. Aber ich würde sagen, vieles, was es hier an sehr vehementen auch Reagieren auf Äußerungen, vielleicht auch manchmal zu zugespitzt und zu unversöhnlich und ohne Milde, ist vielleicht auch ein Ausdruck davon, dass man auf diese Angst, die es da gibt, verweisen möchte und versucht, wir müssen das gesellschaftliche Klima verändern. Also, weil wir erlebt haben, wie eine rassistische Grundstimmung in der Gesellschaft am Ende Einzeltäter dazu eher motiviert, sozusagen dann wirklich Menschen zu töten, dass es die Gegenreaktion darauf ist, dem so entgegenzuwirken. Wir haben ja das gleiche Ziel, das will ich schon einmal betonen. Wir haben das gleiche Ziel. Genau, das würde ich auch gar nicht absprechen. Unser Aufruf sagt nur, die Methoden, mit denen mittlerweile versucht wird, diese Ziele zu erreichen, könnten das Gegenteil bewirken. Ich mache es mal konkret mit Geschichten, die ich erlebt habe. Bei mir beschwert sich eine Migrantin darüber, dass sie diskriminiert und benachteiligt wird, weil sie eine Stelle nicht bekommen hat. Dann gehe ich dem nach, es war beim Regierungspräsidium, das hat sich wirklich so angehört, dass sie die Bedingungen erfüllt und dann wird sie nicht genommen, was soll das? Und am Ende der Geschichte kommt raus, ja, sie hat sich geweigert, die Prüfung abzulegen. Fühlt sie sich aber, wenn sie dann die Stelle nicht kriegt, diskriminiert aufgrund ihrer Herkunft. Und da muss man einfach sagen, nee, Leute, also da gilt für alle das Gleiche. Ja? Also du kannst jetzt nicht kommen und sagen, ich habe auch Migrationshintergrund, dann kann ich auch ohne Prüfung die Stelle bekommen. Also diese Sonderrechte, die da den Leuten zugewiesen werden, die sind wahrlich keine Leistungsanreize, die entwickeln daraus keine Freiheit. Also, welche Sonderrechte werden Leuten zugewiesen? Sie,
sie erwartet, dass sie eine bessere Behandlung bekommt, weil sie ja benachteiligt ist als Mensch mit Migration. Sie muss keine Prüfung mehr ablegen. Das hat sie sehr ernsthaft vorgetragen. Und das ist nicht irgendwie erfunden. Herr Paschat, ist das ein Problem? Das zweite Beispiel, ja, das gibt es immer häufiger. Das ist demotivierend und leistungsfeindlich, was wir da machen, dass wir da Sonderrechte zu. Und das zweite Beispiel, auch ganz aktuell, Corona. Ich erkläre, dass in Tübingen nicht das Tübinger Modell mit unseren Öffnungen und Testungen zu einem relativen schnellen Anstieg der Infektionszahlen geführt hat, sondern ein großer Ausbruch in der Landesflüchtlingsunterkunft in Tübingen. Da sind halt viele, und wenn man einen Ausbruch hat, dann gibt es viele Fälle. Ich will damit, Massenunterkunft. Ja, ist so. Ja. Und ich sage nur, so war es. Es ist einfach nur eine Beschreibung eines Zustandes. Geht die grüne Jugend in Tübingen an die Presse und sagt, wir distanzieren uns von den rassistischen Äußerungen unseres Oberbürgermeisters, der verletzt grüne Grundwerte. Warum? Weil ich ein Problem, das es real gibt, in Zusammenhang gebracht habe mit Asylbewerbern. Wenn sie das machen, kommt sofort diese Rassismusnummer. Und es sind beides Erlebnisse, die einfach stellvertretend für vieles stehen, wo was verrutscht ist. Und diese Methode, die ich da beschreibe, die sollten wir, glaube ich, benennen und so nicht stehen lassen. Weil damit kommen wir nicht der freien Gesellschaft näher, sondern einer, die Rechte zuteilt nach konstruierten Identitäten. Und in der will ich nicht leben, in dieser Gesellschaft. Ist es denn so, dass man, also ich höre das jetzt auch heute und wir reden ja immer darüber, man kann nicht mehr sagen, was man denkt. Doch, man kann. Moment. Sagen alle, was sie denken, dann gibt es Widerspruch, dann sagt man wieder, was man denkt. Ist das eine Realität oder ist das etwas, was konstruiert wird? Also immer wenn ich höre, man kann nicht sagen, was man denkt, denke ich doch, mir übrigens. Man kann es sagen, ja. Also ich kenne es von linksextrem, ja. Ich kenne es von rechtsextrem, ja, ja, ja. Ich kenne es vom Islamismus, ja, ich kenne es von überall. Man sagt doch also alles. Man kann es sagen, aber natürlich gibt es eine, ist die kulturelle Hegemonie in vielen Debatten schon so verteilt, dass man so ein bisschen hartleibiger sein muss. Und da ich ja in meiner Biografie eine schöne Wandlung, also ich bin sozusagen aufgewachsen auf der richtigen Seite und habe das sehr genossen und bin dann im zweiten Bildungsweg zum Liberalen geworden. Und natürlich ist eine Wahrnehmung, wenn man früher bei der Süddeutschen gearbeitet hat und dann bei, jetzt bei der Welt, gibt es natürlich schon sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Auch da, mir fehlt jedes Mühe an Lamoyanz. Es ist ein Gefühl, das ich nicht kenne, sondern einfach immer nur gut gelaunt. Ich finde Konflikte was Wunderbares und je lauter es kracht, umso besser. Und ich finde, Applaus macht dumm und Kritik ist was Gutes. Und wenn man weiß, dass die Leute nur drauf lauern, dass man was Falsches sagt, muss man sich mehr anstrengen. Also für Neoliberalen auch super, weil dann wird man in diesem Wettbewerb gestellt. Gut so. Ich glaube, man kann sagen, was man will, aber um das jetzt mal wertfrei zu formulieren, wenn wir so weitermachen, dann werden wir das erleben, was Barry Weiss bei der New York Times aufgehört, weil sie als jüdische, Klammer auf lesbische Intellektuelle irgendwann so gemerkt hat, dass mit diesem antikolonialistischen Take zu ihr gesagt hat, du Holocaust schon, klar, deine Familie, klar, schlimm, aber don't forget, was macht ihr mit den Palästinensern? So, Bari ist jetzt bei uns seit einem Dreivierteljahr, schreibt unglaublich tolle Texte, übrigens auch gestern wieder zu der Ermordung der Jüdin in Frankreich. Und ihr Take auf diese Identitätspolitik ist ganz klar näher bei Boris Palmer als bei irgendetwas anderes, im Sinne zu sagen, damit wird Geschichte umgeschrieben. Es ist kein humanistischer Sound. Es geht da nicht darum, andere neugierig zu befragen, worum es ihnen geht, sondern es geht um Ausschluss. Es geht um Ausschluss und es geht um Ausblenden von Debatten. Es geht um das Austreten von Debatten. Und ich will nur sagen, auch Barry Weiss, wenn man mit ihr spricht, sie sagt, es ist der Kampf meines Lebens. Ich werde ihn führen. Sie wird ja auch gehört. Sie verschwindet nicht. Aber was sie bei der New York Times erlebt hat, also ich kann nur allen empfehlen, neben dem fantastischen Brief von den 90 Grünen auf Welt.de auch gerne den Text von Barry dort lesen. Ich glaube, wir müssen uns schon klar werden, wenn wir diese amerikanischen Verhältnisse nicht haben wollen, brauchen wir Dialogformen abseits dieser Lagerformationen, unter anderem so eine Sendung, wo man lange reden kann.
Und ich glaube, wir brauchen, aber auch dringend eine Reform des öffentlichen rechtlichen Rundfunks. Das ist sozusagen eine Art Todesstern dieser Art von Ideologie und Einseitigkeit geworden. Wir brauchen eine Aufarbeitung dessen, was in vielen Stiftungen passiert. Stiftungen mit Rassismusmonitor, wo Aktivisten sitzen, deren Ziel ist es ja nicht, Rechtsradikalismus zu bekämpfen, wo wir uns alle drauf verständigen können, sondern wird der Versuch gemacht, die Mitte, die liberale Rechts zu definieren, um sie dann auszuschließen. Wir haben dasselbe in Kulturinstitutionen. Wir haben in den Universitäten viele Professoren, die sich nicht mehr sagen trauen, was sie denken, weil sie Schiss haben vor ASTA-Leuten und irgendwelchen organisierten Truppen, die dann Vorlesungen unmöglich machen. All das wird dazu führen, dass dieses Land gespalten wird, wir erleben das schon. Und am Ende einer Spaltung kommt ja nicht bei was raus, wo man sagt, jetzt hat man dann einen super woken Präsidenten oder eine super woke Kanzlerin, vielleicht klappt das ja in Deutschland mit Frau Baerbock, sondern wir haben im Zweifelsfall dann sowas wie Trump. Das ist das. Trumps Erfolg ist nur durch den Wahnsinn der Ivy League und mit Boko Haram möglich geworden. Ich habe jetzt eine andere Analyse, warum Trump so stark geworden ist, weil die Demokraten komplett die soziale Frage ausgeblendet haben und Teile des Rust Belts komplett sozusagen vielleicht nicht im Blick beides. Hatten. Der Beschäftigte kann auch zusammen, aber weil die Demokraten weil, wenn wir jetzt so viel geredet haben und die Arbeiter aber, sich im Trump mehr wiedergespiegelt haben als in jemanden wie Hillary Clinton, die sozusagen für das Establishment steht, für eine Verlogenheit steht. Auch nicht meine Kandidatin, ich hätte ja den ich weiß, Demokraten Bernie Sanders. Immer Bernie Sanders oder jetzt AOC empfohlen, aber vielleicht dreht man mal. Na, AOC ist ja ein wunderbares Beispiel. Dreht man noch mal über, ja, dass man soziale Fragen zusammen mit Antirassismus sehr gut verknüpfen kann, weil sie hat großartige Initiativen zum Zugang zu Bildung und Gesundheit und so weiter gemacht. Aber noch mal über die Situation hier. Ich sehe das, was Sie beschreiben, als die große Spaltung zwischen zwei Lagern überhaupt nicht. Was ich vielmehr erlebe, ist, dass es jede Menge Kontroversen gibt, die total konträr, zum Beispiel in der Corona-Frage, total konträr zu allen politischen Linien verlaufen. Das ist manchmal total schwer in der Orientierung, aber das macht es doch eher interessant. Ich finde in der Tat, es gibt teilweise eine Verschärfung. Ich denke, das hat sehr viel mit Social Media zu tun und was das für Hemmungen abbaut, dass du nicht mehr der Person gegenüber sitzt, die du dann beschimpfst und mit sonst was für Sachen. Deswegen bekommen wahrscheinlich wir alle auch übelste Beschimpfung, Drohung und so weiter. Ja. Aber ich würde eher sagen, was es gibt, das ist doch nicht eine Meinungsdiktatur, die die anderen mundtot machen. Das habe ich nie gesagt, das Wort habe ich nicht benutzt. Entschuldigung, ja, aber es gibt diesen Vorwurf, der im Raum steht. Nicht von uns hier formuliert, aber in der Öffentlichkeit. Und ich würde sagen, ich beschreibe das anders, was abläuft. Das sind auch Kämpfe um Repräsentanz und Macht. Und die werden von unterschiedlichen Seiten leidenschaftlich geführt. Nicht immer sind dann diejenigen, die sie kritisieren, greifen zu den feinsten Mitteln oder verwenden das klügste Argument. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber wenn man es mal nicht sieht, als da ist eine sozusagen Richtung, die die anderen mundtot machen will, sondern eher sieht, das sind unterschiedliche politische Richtungen, unterschiedliche Interessensgruppen, die einfach Kämpfe um Repräsentanz führen und dabei auch Fehler machen. Es geht aber um die Methode. Die Methode ist doch, es wird vorab festgelegt, was die gute Seite der Macht ist, was die richtigen Werte sind. Und von dieser Entscheidung, die in der Demokratie... Aber müssen Sie jetzt eine Passivformulierung verwenden, sagen Sie doch, wer legt was fest? Ja, also dann nehmen wir die Identitätspolitiker, die legen vorab wer fest... Wer sind die denn? Also in meiner Partei, jetzt nehmen wir ein konkretes Beispiel. Wer? Gut ist es... Wer sagt das? Wer in Ihrer Partei ist ein Identitätspolitiker? Ja, jetzt oder Politikerin. Also, wir müssen es ja mal konkreter passen. Ja, also dann nehmen wir die Kreuzberger Abgeordnete Canan Bayram. Als Beispiel. Das ist eine klassische Identitätspolitikerin. Und in der Bundespolitik? Wer ist die da? Ist in der Bundespolitik. Ja, aber wer ist da noch? Also ja. Ich meine, die ist ja nicht die, die ihn wirklich die Hölle heiß macht. Also unter Sie uns. Wollten ein Beispiel. Ja, aber ich würde gerne auch ein paar. Also ich meine, es muss ja etwas sein, was... Ja, Robert Habeck hat doch auch, angekündigt, dass Boris Palmer die Unterstützung der Partei nicht mehr bekommen soll. Also empfinden die Parteiführung Sie Robert Habeck hat das als jemanden, der in diese Richtung geht? Nee, Robert Habeck hat ein Buch geschrieben, wo er mit sehr vorsichtigen Worten, aber doch klar die Identitätspolitik entlarvt und kritisiert. Er ist keiner. Aber er traut sich auch nicht mehr dagegen aufzutreten. Aber ich höre mir dauernd, er traut sich nicht. Ich meine, ganz im Ernst, also wenn wir alle über Biografien reden. Moment. Zug von Zustimmung. Also, wenn wir alle über Biografien reden. Ich erlebe, seit ich ein Kind in Deutschland bin,
was Repression von Deutschen bei mir bedeutet hat. Herrschende Meinung übrigens. Herrschende Meinung. 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre, als die ehemalige DDR dazukam, das sogenannte antifaschistische Deutschland, als ob in Ostberlin es nicht genauso gebrannt hat wie in Westberlin. Und das war herrschende Meinung. Und wenn jemand mal über das Dritte Reich anders reden wollte, wumm, wie hieß es dann? Du bist ein Verräter, sowas macht man nicht. Ich erinnere mich, als ich Abitur gemacht habe, waren an den Universitäten, Herr Posch, hat die Hölle los. Die Vorlesungen von Professoren und Professorinnen wurden besetzt. Alles wie heute. Und ja, es gibt immer wieder so Phasen, wo das Klima rau wird. Und die einen sagen, wir sind diejenigen, die für die Menschen das Paradies entwickeln. Und ihr seid die Bösen. Was mich die ganze Zeit interessiert, Drohungen, Internet. Hallo, mein ganzes Leben besteht aus Drohungen von Islamisten, von Rechtsextremisten, von Linksextremisten, Teile auch in Ihrer Partei. Nur, das ist alles nicht neu. Das ist alles nicht neu. Was mich interessiert ist, reden wir heute über etwas, was kontinuierlich in Gesellschaften in Umbruchphasen sind. Ich behaupte, wir sind in Umbruchsphasen und wir diskutieren auch ein Thema wie Freiheit. Wir verhandeln das neu. Aber wir sind uns einig darüber, dass wir uns gegen das auflehnen, was Sie gerade beschrieben haben, oder? Also die hier Anwesenden, ja. Ich kenne viele, die sich auch nicht aufgelehnt haben. Ja. Also aber diesen Opportunismus. Ja. Nur, dann muss man eben sich entscheiden. Aber wenn ich jetzt weitergemacht habe, ich wollte das nur erzählen, das ist doch keine Heldengeschichte. Es ist mein Selbstverständnis von Freiheit, dass ich mir nicht diktieren lasse, wie ich bin oder nicht. Aber das wollte ich nur auf den Tisch legen, weil Sie auch unsere New Yorker Kollegin erzählt haben. Den Antizionismus, Israel als den Sündenbock, das sind alles Dinge, die nicht jetzt neu sind. Aber warum sind sie jetzt so? Was macht unsere Gesellschaft illiberaler? Aber ich glaube, nur ganz kurz zu Barry Weiss zu sagen. Das Interessante ist ja, dass sie nicht pauschalisierend argumentiert, sondern sehr konkret. Sie beschreibt einfach als jemand, der gesagt hat, Mensch, in der New York Times Editorials zu schreiben, es war immer mein Traum. Und sie einfach sagt, ich fühle mich hier nicht mehr richtig an. Und wenn dann, ich glaube, das war dann auch so, irgendwann eine E-Mail kommt, ja, du bist ja auch ein Nazi, so gewissermaßen, dann ist so für sie der Punkt gewesen, okay, ich muss hier raus. Und ich finde ihre Frage und natürlich auch mit ihrem biografischen Hintergrund zu sagen, ja, Kinder, das ist nicht nur vollkommen klar, dass es so ein Kontinuum gibt. Es ändert für mich aber auch gar nichts daran, an unserer Verpflichtung, in jeder Form, an jeder Stelle, zu jeder Zeit achtsam sein, dass das, was eine Freiheit oder eine freiheitliche Gesellschaft ausmacht, dass wir dafür sorgen, dass das möglichst intakt bleibt. Und für die es noch nicht intakt ist, möglich wird, sich in so einer Freiheit zu artikulieren. Und also wie gesagt, weder habe ich irgendwie eine Lamoyanz noch eine Heroik, was das betrifft, sondern ich würde nur ganz einfach sagen, die Gesellschaft, von der ich mir wünsche, dass meine Kinder drin aufwachsen, soll eine sprachlich, gedanklich und auch von den kulturellen Debatten her offenere sein, als so, wie ich sie jetzt erlebe. Punkt. Und dann kann jeder für sich sozusagen die Frage stellen, sehe ich es auch so oder nicht? Und wenn andere Leute da nichts vermissen, das ist ihre Freiheit, das so zu tun. Ich finde es in den Debatten im Augenblick schwierig und auch sozusagen das Ritualisierte aneinander abarbeiten wenig hilfreich. Aber in der Tat, sowas gibt es immer in Umbruchssituationen. Wir sehen aber in Amerika, welchen Drift es nehmen kann, wie gefährlich das ist. Wir haben es bei Brexit gesehen. Gab es ja auch so eine Abrisskante. Und wir könnten in Frankreich bald so eine Diskussion haben. Darf ich Sie fragen, Herr Palmer, wir reden ja dauernd über diese Identitätspolitik, die Freiheit erstickt, jedenfalls schwieriger macht. Aber wir können ja auch mal die andere Richtung sehen. Wir haben hier eine Partei des Hasses, die sitzt in allen Landtagen, die sitzt im Bundestag. Ja. Die sagen Dinge, wo ich glaube, wir als Demokraten denken, hallo. Bei denen wird ja diese Reaktion, dieses, wie ich auch finde, völlig richtige Reagieren, diskutieren ja, aber was macht ihr gerade, wird ja nicht so reflexhaft seit Jahren, wenn man nicht sogar sagen kann, Jahrzehnten,
so abgearbeitet. Was sagt uns das denn? Dass, und noch einmal, ich will das auch gar nicht miteinander und gegeneinander formulieren. Ich will nur unser gesellschaftspolitisches Tableau auch noch mal auf einem anderen Scheinwerfer beleuchten. Teilweise in Thüringen oder anderswo, das hat ja mittlerweile richtig politische Machtstrukturveränderungen. In Berlin gibt es Stadträte dieser Partei, die haben sogar Exekutivmöglichkeiten. Diese Bezirke sind manchmal sogar größer als ihre Stadt Tübingen. Was bedeutet das denn? Also ist diese Intoleranz oder Illiberalität, dieses Verschieben von was sagt man, was sagt man nicht, wie sagt man die Dinge, ist das ein Problem? Frankreich wurde angesprochen. Reden wir mal von uns, dass auch da angekommen ist. Ich glaube noch nicht, dass es mir gelungen ist, meinen Punkt zu erklären. Dann versuchen wir. Jetzt versuche ich es mal mit Ihrer Frage, wo ich da die besondere Gefahr sehe. Also ohne Frage, jetzt nehmen wir sie beim Namen, die AfD und ihre Anhänger, hieß es mal vor einer Stunde, sind in weiten Teilen auch eine freiheitsfeindliche Partei. Jedenfalls wollen sie vielen anderen Freiheiten nicht zugestehen. Und das muss man klar benennen. Und was dort auch an offen rassistischen Thesen vertreten wird, an ausländerfeindlichen Thesen, das ist alles völlig inakzeptabel. Warum beschäftige ich mich trotzdem jetzt mehr mit dem, was in meiner eigenen Partei passiert? Weil es irgendwie klar ist, dass die Feinde der Freiheit sind. Und die muss man stellen und benennen. Da darf es auch keinen Rabatt geben und keine Zurückhaltung. Gefährlicher ist es aber für die Gesellschaft, wenn die Verteidiger der Freiheit die Methoden der Feinde der Freiheit übernehmen. Und das ist das, was mich so besorgt. Weil die Methoden sind die gleichen. Es werden Identitäten konstruiert. Im einen Fall sind halt die Bio-Deutschen diejenigen, für die man sich einsetzt. Die anderen müssen raus. Und im anderen Fall übernimmt man genau das gleiche Konstrukt und sagt dann, wir müssen jetzt Rechte zuteilen für People of Color. Man weiß immer gerade gar nicht, welcher Begriff im Moment zulässig ist. Und dann wird nach der gleichen Methode, nämlich nach Identitätszuordnung, wird dann zugeteilt, wo man dazugehört und welche Rechte man hat. Das ist genau der gleiche Mechanismus und der ist halt falsch. Und es wird halt noch schlimmer dadurch, dass an sich richtige Werte, wir sind uns einig im Ziel, ich habe es vorher schon mal gesagt, Frau Kipping, dass die Werte des Grundgesetzes, der Menschlichkeit, dass die durch die falschen Methoden gerade so ins Gegenteil verkehrt werden, dass man Freiheit will und Unfreiheit erreicht, ohne es selber zu merken. Und deswegen bin ich an der Stelle da so intensiv drin, weil ich denke, wenn die bürgerliche Gesellschaft diejenigen, die sie verteidigen sollen, verliert, ohne dass sie das merken, dann gehen die in Universitäten rein und sagen, ihr dürft nicht mehr über Kopftücher diskutieren, dann muss die Frau Schröder sofort zurücktreten, ihr dürft auch niemand mehr einladen. Sie ist an der Universität Goethe da, sie ist nicht zurückgetreten. Aber es wurde gefordert, nur weil sie die Kopftuch... Es wird auch gefordert, dass Ulfoscher vielleicht auch als Chefredakteur... Der Demissier darf nicht mehr sprechen, weil der ist auch schon Rassist und nicht mehr akzeptabel. Also und dann darf die Lisa Eckhardt nicht mehr auftreten. Aber es wird gefordert. Man fordert, dass die nicht mehr auftreten, sondern man will nicht mehr mit ihnen sprechen. Darf ich Sie mal zu einem Perspektivwechsel einladen? Ja, absolut. Ich will nur sagen, das ist der Grund, warum ich mich da so engagiere. Weil ich glaube, dass die Verteidiger der Freiheit die Methoden der Unfreiheit übernehmen. Ich versuche es mal mit einem Perspektivwechsel. Ja. Weil ich habe ja bei Ihnen jetzt die große Kritik der Quoten rausgehört. Der Quoten? Naja, Zuweisungen, das entsprechend Sprechpositionen und so weiter. Und dann dürfen die und so weiter. Der Punkt ist doch, dass bevor es zum Beispiel feministische Aufbäumen gab, es, und zwar ohne, dass es ausgesprochen wurde, ein sehr klares Zuweisen gab, dass sämtliche entscheidende Aufsichtsratposten im Zuge der Rekrutierung von Eliten an andere Eliten weitergegeben wurden, die dem eigenen Bild sehr ähnlich waren. Und das waren wundersamerweise in der Regel Männer. Also dass wir heute den Zustand haben, dass in deutschen Aufsichtsräten mehr Männer mit dem Namen Thomas als irgendwie Frauen sind, das ist doch nicht Ergebnis eines total freiheitlich-liberalen Prozesses, sondern da gibt es ganz subtile, nicht ausgesprochene Sachen. Und das, sozusagen, und das war doch auch eine Form von sozusagen, sanfter, aber sehr wirkungsmächtiger Unterdrückung, dass Frauen gar nicht jahrzehntelang nicht auf die Idee kamen. Ja, aber um so etwas Unsichtbares, den Ballast von Jahrhunderten von Tradition und nicht ausgesprochenen und teilweise im Unterbewusstsein wirkenden Rollenmustern zu durchbrechen, dass es da manchmal etwas braucht, was über das Ziel auch hinausschießt, ist ein Punkt. Und deswegen würde ich gern
über das Thema Aufstieg reden, weil es ja bei Ulf Poschert in seinem Buch zur Mündigkeit so eine starke Rolle spielt, so ein emphatischer Bezug darauf. Ich habe mir ja den Armuts- und Reichtumsbericht sehr gründlich durchgearbeitet, den ganz aktuellen. Und da wird geschaut, wie sieht es denn aus, real, mit der Praxis des Aufstiegs. Es gibt etwas Aufstieg aus der Mitte nach ganz oben. Das ist eine gute Nachricht für alle Kinder aus der oberen Mittelklasse. Es gibt faktisch null Aufstieg aus der Schicht Armut und Prekarität. Und das sieht man auch, wenn wir jetzt sagen, der Bildungsweg, so Wahlfreiheit ist so toll, aus Haushalten mit hohem sozioökonomischen Status, das ist ein bisschen ein bürokratischer Begriff, man könnte sagen, die, deren Eltern einfach also bildungsmäßig sind und viel Geld auf dem Konto haben, gehen 79% aufs Gymnasium. Das sind dreimal mehr als aus armen Haushalten. Das heißt, das ist nicht ein Ergebnis eines freien Prozesses. Deswegen ist dieses Anruf an Machtaufstieg, seid frei. So stelle ich mir Linke vor, ich finde das super. Aber ich stelle mir so Liberalität vor. Ich glaube, das ist auch, wenn es eine SPD gäbe, die noch alle Tassen im Schrank hat, dann würde sie wieder eine Partei des Aufstiegs sein. Und wenn es die aufsteigen von alleine. Ja, wenn es ein Missing Link gibt zwischen Liberalen und Linken, dann ist es diese Idee. Ich würde Ihnen ein Projekt anbieten wollen und ich will darüber auch noch schreiben. Ich habe Uwe Schein kennengelernt oder es war mir ein großes Vergnügen, ihn kennenzulernen. Sein Vater, ich weiß nicht aus welchem Teil der Türkei er nach Deutschland gekommen ist, der stand bei Ford am Fließband in Köln und der wäre nicht aufs Gymnasium gekommen, wenn es nicht irgendein Hans, Hermann, Dieter, wie auch immer er hieß, einen Nachbarn gegeben hätte, der gesagt hat, der Junge ist so aufgeweckt, du gehst aufs Gymnasium. Und der ihn ermutigt hat. Wir wissen, was daraus geworden ist. Urschan, jetzt einer der, was mich sehr freut, einer der 100 reichsten Menschen der Welt, hat den BioNTech-Impfstoff entwickelt. Und wenn es ein Projekt gäbe, wo wir uns ganz viele Debatten ersparen könnten, wäre einfach so sagen, Republik Uhur Shahin, darum geht's. Das, was an Ressourcen, das ist jetzt ein kühler Begriff, aber der ist freundlich gemeint, was es an Möglichkeiten gibt, Menschen, die diese Begabungen haben oder den Ehrgeiz, dass wir Bildungsbiografien ermöglichen müssen, die Menschen die Freiheit gibt, so zu leben wie er, der gesagt hat, ich will gar nicht Geld, ich will einfach, ich liebe Wissenschaft und ich will forschen. Und das ist für mich sozusagen ein Idealfall. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass es diese Geschichte jetzt bei uns gibt. Und ich würde, weil Sie ja auch zu Recht immer sagen, konkret, Sozialpolitik, wo scheitern? Und ich bin mir sicher, Uwe Schalen ist der Glücksfall, dass es diesen Nachbarn gab, vielleicht auf dem Gymnasium einen Lehrer, der gesagt hat, du hast zwar diesen Namen, der im Gymnasium nicht mehr üblich, noch nicht üblich ist, aber wir fördern dich, wir sehen, was du alles kannst. Und wir müssen uns angucken, wo scheitert das? Und wo verlieren wir das, was alles möglich wäre, wenn wir ein Land wären, in dem es mehr Uwe Schalens gibt? Und dann würde ich sagen, ein altes Lieblingsprojekt, die besten Schulen in sozialen Brennpunkten. Ja. Wir bräuchten die besten Lehrer in den Schulen dort, um dort, wo die Wahrscheinlichkeit, dass eine Biografie in Transfersystemen von Generation zu Generation weitergegeben wird, ich würde viel mehr über Bildung sprechen. Es ist ein endloses Versagen, dass keine der Parteien, die das nur als Sonntagsreden im Namen führen, nicht ernst machen mit einer größeren Investition in Bildung, größere Investition schon in der Förderung, Kita, frühkindliche Förderung, Sprachkompetenzen, etc. Da sind wir übrigens auch, Stichwort Migranten und Corona-Erkrankungen. Bildung ist der Schlüssel zur Freiheit. Ohne Bildung keine Freiheit. Und wenn wir uns darauf verständigen, dass wir da mehr investieren als in das mechanische Heben von dann Biografien, wo alles schiefgelaufen ist, dann würde ich sagen, sind wir auf dem richtigen Weg. Ich würde das gern aufgreifen, weil hier sitzt jemand, der eine ähnliche Geschichte hat. Ich bin ein Kind, das mit einem UN-Flüchtlingspass nach Deutschland gekommen ist. Also ich war staatenlos. Ich
komme aus Paris, meine Muttersprache war Französisch, ich komme ins deutsche Gymnasium. Und ich hatte eine Lehrerin, die mich an die Hand genommen hat. Das war Zufall, wie das Beispiel, das Sie erzählen. Ohne dieses Zufall wäre ich jetzt nicht hier. Ich hätte eine ganz andere Lebensbiografie. Und ich sitze in diesem Land und höre mir seit Jahrzehnten auch die Gerechtigkeitsfragen an, auch von der Linken und auch von den Grünen. Und das, was Ulf Poschert da gerade angesprochen hat, das kann man zigfach sehen, aber auch das, was nicht entstanden ist. In beispielsweise Thüringen regieren sie mit Herrn Ramelow. Ich kenne kein Bundesland. Und deswegen kann man das überpolitisch, überparteipolitisch reden, aber es betrifft Sie auch. Ihr regiert in Baden-Württemberg. Ich kenne überhaupt kein Bundesland, wo das, was hier formuliert ist, seit Jahrzehnten in Sonntagsreden Realität geworden ist. Und trotzdem sagen Sie, die Linke ist die Partei für Menschen, die es schwer haben, für Kinder aus solchen Familien. Aber an dem Punkt, die Bildungspolitik ist die größte soziale Ungerechtigkeit, die man Menschen antun kann. Wo ist da ein Lichtblick? Auch bei Ihnen. Also wenn man es jetzt tachlis diskutiert, wo ist es dann? Ich würde gern beschreiben, was ich glaube, wo man ansetzen muss. Hat ja auch Vorteile, nicht mehr Parteivorsitzende zu sein. Ich muss jetzt gar nicht alles verteidigen, aber ich kann ja mal beschreiben, was meiner Meinung nach passieren muss. Darf ich Sie kurz unterbrechen, weil mich das jetzt wirklich triggert? Sie sind doch auch als Parteivorsitzende frei. Jetzt sagen Sie, jetzt, wo ich nicht mehr Parteivorsitzende bin, bin ich freier. Ich will es nur ein bisschen... Das hat auch Vorteile, habe ich gesagt. Aber das ist ja vielleicht etwas, warum viele Leute einfach sagen, wir hören Parteivorsitzende nicht mehr so richtig zu. Ich habe ja vor uns aus gutem Grund geworben für übrigens verschiedene Formen der Organisierung. Weil ich glaube, nichts ist so unfrei wie der absolute Narzissmus, der nur sich selbst sieht. Es gibt unterschiedliche Arten, sich zu organisieren. Die einen gehen in eine Gewerkschaft, andere in Parteien, wieder andere in eine Bürgerinitiative, andere in Kleingartenvereine, es ist egal. Aber Menschen kommen irgendwo zusammen, um ihre Interessen zu vertreten. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, weil schon in der besten Ehe, in der engsten Freundschaft, haben zwei Leute nicht in allen dieselbe Meinung. Wie geht man damit um? Da gibt es drei Möglichkeiten. Entweder man sagt, wir sind zwar zusammen in einer Partei, aber niemand muss wissen, wofür wir stehen. Jeder von uns erzählt alles und es gibt keine gemeinsame Basis. Wird nicht viel Transparenz für die Wähler schaffen. Also die Verkäuferin, wenn die sich orientiert, kann ja nicht 60.000 einzelne Parteimitglieder anhören, um dann den Querschnitt der Meinung zu bilden. Wird nicht funktionieren beim Wahlen so. Dann gibt es das Modell, einer erzählt, was ihm gerade in den Sinn kommt und alle anderen halten die Klappe und nicken, weil diese Person gewählt ist oder so bekannt ist oder. Finde ich nicht ein demokratisches Modell. Und deswegen bin ich eine große Freundin, die sagt, wo Menschen zusammenkommen, das kann in einer Partei, in einer Bürgerinitiative sein, müssen sie sich irgendeinen Prozess geben, wo sie das bestimmen, was ihre gemeinsame Position ist. Und dann kann man auch mal sagen, okay, hier haben wir eine unterschiedliche Meinung. Und ich finde schon, wenn man sich um ein Führungsamt bewirbt, hat man eine Gesamtverantwortung. Und steht irgendwie in einem gewissen, hat eine Loyalitätspflicht gegenüber dem kollektiven Willensbildungsprozess. Sind Sie eine linke Partei? Ja, natürlich. Und warum haben Sie die Bildungsungerechtigkeit dort, wo Sie die Macht haben, wie zum Beispiel in Thüringen, genauso, ich sag mal, misslich schlecht behandelt wie in CDU, SPD oder Grünen Bundesländern? Also das hat ja jetzt nichts mit, wir uniformieren uns zu tun. Das ist ja eine, Sie als Partei, als linke Partei erzählen, es geht um die Gerechtigkeit. Ja, wir können jetzt das Szenario machen und ich zähle Ihnen auf, was wir alles Tolles in den Ländern machen. Zum Beispiel in Berlin haben wir durchgesetzt, dass es ein längeres gemeinsames Lernen gibt. Ich kann nur sagen, das begrüße ich sehr, weil je früher die Kinder sich entscheiden müssen, gehst du auf Gymnasium oder auf die Realschule, umso eher werden diejenigen bevorteilt, die aus dem Elternhaus kommen, wo sie eine starke Unterstützung bekommen. Es war ein Erfolg der Linken, dass man das hier erst nach der 6. Klasse machen muss. Ich wollte genau nicht die parteipolitische Verteidigung, weil wir jetzt ins Argument reingehen. Aber natürlich kann ich auch meine Partei verteidigen, weil ich finde, die haben hier in Berlin das Richtige gemacht. Sie hatten einen starken Kulturkampf zu führen, weil es unglaublich aggressive Verteidigung des Gymnasiums als Eliteprojekt gibt. Dann übrigens von den Koalitionspartnern vor allen Dingen betrieben. Da standen Eltern dahinter, die lobbystark waren, weil sie auch wussten, ihre Zöglinge profitieren vom Gymnasium. Aber da sind sie doch schon im Gymnasium. Ich will eben nicht über Parteipolitik reden. Mir geht es nicht ums Gymnasium. Was hier gerade gesagt wurde, ist Folgendes. Ein Kind kommt aus sozial
benachteiligten Realitäten. Ja, und die frühe Aufspaltung benachteiligt Kinder, die nicht diese Sachen haben. Das Interessante ist, dass ich erlebe... Aber ich wollte eigentlich gerne mal sagen, was man tun muss, um möglichst auszugleichen, was es an unterschiedlichen für die Kinder gibt. Das war mein Punkt. Da haben Sie gesagt, Sie müssen jetzt Thüringen und Berlin verteidigen und wir müssen über Parteipolitik reden. Vielleicht können wir jetzt mal über den Weg geben, für den ich werbe bei allen. Also erstens, die Klassen müssen möglichst klein sein, damit die einzelne Lehrkraft Zeit hat, um zu gucken, welche Kinder brauchen eine besondere Förderung, weil die vielleicht entweder gerade eine vorübergehende Problemphase haben, weil die Eltern sich scheiden oder weil es da zu Hause einfach nicht die Förderung gibt. Je kleiner die Klasse, desto besser kann die Lehrerin ausgleichen. Das Zweite ist, es bräuchte Sozialarbeiter, die noch mal eine andere Dimension bearbeiten, die eine Fachkraft, die nur den Unterrichtsstoff vermittelt, so nicht aufgreifen kann. Und das Dritte ist in der Tat, längeres gemeinsames Lernen ist total hilfreich. Und das Vierte, und jetzt wird es ganz grundsätzlich, es beginnt in der Grundschule. Und die Grundschulen sind natürlich wohnortbezogen. Und wenn die Stadtteile schon nach Einkommensgruppen aufgeteilt sind, hast du die Wahrscheinlichkeit, in Dresden-Prohles, weiß ich, ist der Anteil von Migranten und von Kindern, wo die Eltern auf Sozialleistungen angewiesen sind, besonders hoch. Das liegt nicht an den Schulen, sondern das hat einfach was mit der Mietenpolitik zu tun. Und deswegen beginnt Bildungsgerechtigkeit bei einer anderen Boden- und Mietpolitik. Palmer, ich denke gerade... Da würde ich jetzt gerne so widersprechen. Dann bitte, fangen Sie an mit widersprechen, wir machen dann ich glaube, die Realität sieht interessanterweise anders aus. In ganz bürgerlichen Vierteln Berlins, die gibt es ja auch glücklicherweise, in ganz leistungsstarken Gymnasien haben sie eine Migrantenquote, die hoch ist. Und das sind Migranten, die gesagt haben, ich will, dass es mal die diese Aufstiegsvision haben. Gymnasium. Auf dem Gymnasium. Genau. Ja, Ich will nur sagen, die sind froh, dass sie ganz früh weg sind von den Schulen, aus den Umgebungen, wo ihr Kind, ob sie türkisch, asiatisch, arabisch, jüdischer Herkunft sind, sie sagen, wir wollen unsere Kinder ganz schnell raus und wir wollen die auf so ein Gymnasium bringen. Ich will nur sagen, die organisieren sich selbst. Und der Staat, der glaubt, und da haben wir natürlich einen wirklich ganz tiefen Dissens, der auch kulturell ist. Warum sage ich Uhur Shahin? Weil der amerikanische Traum, dass du es schaffen kannst, ist, du bist selber, egal wo du stehst, deines Glückes Schmied. Und wenn man den Kindern von vornherein sagt, der Staat muss das und das und das ausgleichen, dann nimmst du sozusagen diese komplett Paternalisierung der sozial Schwachen, ist etwas, was eine katastrophale Nebenwirkung hat. Sondern wir brauchen Role Models von Leuten, die sich selbst durchgekämpft haben. Wie willst du mit 10 Jahren dich durchkämpfen, wenn du in der falschen Gegend arbeitest, mit den falschen Eltern? Du brauchst Role Models und du brauchst... Sie haben unbewusst gerade recht gegeben. Ja. Ich habe über die Grundschulen gesprochen und gesagt, das Problem, also die Grundschulen sind wohnortbezogen, was Sinn macht, weil die Schulwege für die kleinen Mäuse nicht unendlich lang sind, sage ich mal als Mutter einer Grundschülerin. Aber wenn die Stadtteile schon so sozial entmischt sind, ist das ein Problem, weil du dann in den Kitas und in den Grundschulen schon sozusagen die einzelnen Gruppen aufgeteilt. Ja, und da, warum wollen die so schnell auf dem Gymnasium weg? Weil offensichtlich in dem Stadtteil das ist. Das heißt, wir müssten anfangen in der Siedlungs- und Bodenpreispolitik, in der Mietpolitik, Das ist ja kein Labor, sondern ich glaube, dass es gibt ja auch Ideen mit Busing und so weiter. Ich bin für eine soziale Durchmischung der einzelnen Stadtteile. Ich bin für Viertel sollen sich so entwickeln, wie es der Markt für sinnvoll hält. Ich glaube aber... der Markt denkt und lenkt und hat immer recht. Auch aber, in der Bildungspolitik? Die Bildung ist der interessante. Deswegen habe ich mein Eingangsstatement, wäre zu sagen, die besten Schulen... in den Brennpunkt-Kiezen. Und dort, wir haben ja diese Beispiele, wie ist die Rüttli-Schule, wo man einmal so eine total gekippte Schule hat gesagt, okay, jetzt setzen wir richtig gute Leute drauf. Und es gibt in Amerika, ich weiß, amerikanische Bildungspolitik, wir sind ja da viel, viel egalitärer als das amerikanische Bildungssystem. Bin ich glücklich darüber, finde ich eine gute Tradition. Aber da gibt es etwas, dass die besten Ivy League-Absolventen ein Jahr machen nicht alle, aber du gehst in eine Schule.
und du gibst was back to the community. Und ich finde den Gedanken, ich finde das Projekt, ich finde übrigens auch eine denkbar große Koalition, am liebsten aus allen demokratischen Parteien zu sagen, lasst uns mal drüber nachdenken, in welchem Viertel ist es besonders eklatant des Scheiterns, und wir machen das zu einem Projekt, um deutlich zu sagen, dass es, um jetzt in meiner tristen neoliberalen Wirklichkeit anzukommen, ein Statussymbol wird, dass Kinder dort auf diese Schulen gehen können. Und es ist möglich mit Kitas, es ist möglich mit Grundschulen und dann auch mit Gymnasien dort. Herr Palmer, wie stehen die Grünen, wie stehen Sie zu dieser Frage? Ich will nur noch mal daran erinnern, weil der rote Faden ist ja Freiheit. Und die Ursprungsäußerung von Ulf Poschardt war, Freiheit ohne Bildung ist nicht das, worüber wir reden. Nun haben wir zwei Diagnosen gehört und Therapie, unterschiedliche Ansätze. Wie ist Ihr Ansatz dazu? Ich will nur noch mal fragen, sind die Grünen noch eine linke Partei? Ja. Ja? Ja. Okay, gut zu wissen. Ja. Na, dann erzählen Sie mal, was Sie so an sozialer Bildungspolitik auf dem Kasten haben in Baden-Württemberg. Ich würde da Frau Kipping beispringen und sagen, das wird langweilig, wenn wir hier Parteiverteidigung spielen. Aber das machten Sie sich jetzt zu leicht. Sie haben die ganze Zeit selbst über Ihre Partei gesprochen, als es Ihnen Spaß gemacht hat. Jetzt müssen Sie umgekehrt sich schon fragen lassen, was ist die Hinterlegung von Ansprüchen. Nicht böse sein. Sie sprachen am Anfang nur über die Grünen. Also sprechen wir jetzt auch mal über die Grünen. Ich bin auch nicht böse. Ich sage nur, das wird langweilig, Parteiprogramme zu verlesen. Ich sage Ihnen jetzt lieber, was mich betrifft und nicht, was die Partei betrifft. Also ich stelle erst mal fest, zwischen Berlin und Tübingen ist da ein himmelweiter Unterschied. Ja? Also in Tübingen gibt es keine schlechten Schulen. Die Zustände, die ihr in Berlin habt, kennen wir nicht. Und wir haben auch diese Parallelgesellschaften und Entmischungen nicht. Das gibt es einfach in Tübingen nicht. Das braucht ein bisschen Politik. Bei uns sind zum Beispiel Asylbewerber dezentral über die ganze Stadt untergebracht worden. Man hat von vornherein klar, wir stellen nicht 300 Asylbewerber irgendwo an den Stadtrand und sagen, das ist die Unterbringung. Das kann ja nie funktionieren. Insoweit muss da schon auch was gemacht werden für die soziale Mischung. Das macht der Markt nicht von alleine, weil manchmal ist der Staat der Entscheider. Aber natürlich ist Tübingen auch eine privilegierte Stadt. Ja. Also Universität, klar, klein, überschaubar, reich. Also will auch gar nicht behaupten, dass ich irgendwie Berlin eine Lösung dafür hätte. Ich muss ehrlicherweise zugeben, für die Situation, die Berlin schon hat, habe ich keine Antwort. Deswegen versuche ich auch nicht, regierender Bürgermeister von Berlin zu werden. Wie man das in den Griff kriegen soll, was Sie beschrieben haben an Problemen und was ich da auch von meinen Freunden in Berlin erzählt bekomme, weiß ich nicht, weil die Realität ist doch ganz offensichtlich die, wenn du selber bildungsinteressiert bist und für deine Kinder was Gutes willst, dann guckst du, dass du möglichst schnell dein Kind rauskriegst aus den schlechten Schulen. Und dann führt es zur Entmischung und dann wohnst du irgendwo vielleicht in Kreuzberg und guckst, dass dein Kind in Charlottenburg in die Schule geht oder in Schöneberg. Habe ich alles erzählt bekommen. Müssen die Politik dafür sorgen, dass die schlechten Schulen besser werden? Also ich finde das Rezept von Poschardt super. Aber ob das geht und wie man die Lehrer da hinkriegt, weil die wollen eigentlich auch nicht unbedingt. Also es ist ein großes Projekt. Da kann man doch Beamtengehalt, leistungsbedingt, kriegt eine Zulage. Ja, kann man doch alles mit wunderbarem Leistungsanreiz machen. Ich würde sagen, das ist eine Herkulesaufgabe. Und ich sehe im Moment nicht, dass da in Berlin sich irgendwas positiv entwickelt. Ich glaube, das wird immer weiter aussortiert, weil die Eltern das ganz natürlich Bedürfnis haben, das Beste für ihre Kinder zu erreichen, während andere Eltern sich in Scheiß dafür interessieren, was Bildung eigentlich für das Leben ihrer Kinder bedeutet. Und das wieder zu korrigieren, das wird eine Riesenaufgabe sein. Das ist nicht nur ein Thema für Berlin. Ich muss jetzt mal als Dresdnerin sprechen, weil ich habe über das Plattenbaugebiet, also mein Wahlkreis ist Dresden, ist meine Heimat, da bin ich aufgewachsen. Dresden kenne ich nur die Innenstadt, da kann ich gar nicht mitreden. In Dresden konnte man das ganz gut sehen, weil es gab ganz viel Schlimmes zu DDR-Zeiten, was wir aufs Heftigste, also weiß ich auch, wenn ich das dann später erlebt hätte, bestimmt aufs Heftigste bekämpft hätte. Aber du hattest nicht so ganz stark die Einteilung der Stadtteile. Also zum Beispiel, was jetzt Plattenbaugebiete, Prohlis und Gorbitz in Dresden, gelten als klassisch sozial benachteiligte Gebiete, weil du besonders hohen Anteil von Menschen auf Sozialleistung und im migrantischen Hintergrund hast. Und das war aber zu DDR-Zeiten war das eher so, also wenn ich da Türklingeln mache, vor Corona, ne, habe ich immer mal sozusagen Haustürbesuche gemacht und gefragt, wo drückt sie der Schuh, habe ich gemerkt, da gibt es so die Leute, die ganz stolz sagen, wir sind Erstbezieher. Am Anfang war man wer, wenn man in so ein Plattenbaugebiet durfte. Und man hat gesehen, wie innerhalb von 30 Jahren das komplett gekippt ist.
Und leider, muss man sagen, gab es in Dresden nicht genügend Wohnraum, auf den die Stadt Zugriff hatte, dass sie das machen konnte. Um mal einen Punkt zu sagen, was ich in Tübingen total richtig finde, die dezentrale Unterbringung ist total wichtig. Dezentrale Unterbringung von Geflüchteten, es erleichtert so sehr die Integration. Und du hast nicht die Situation, dass die Menschen, die eh schon viele Sorgen wegzutragen haben, dann noch das Gefühl haben und jetzt sozusagen... Herr Paschert, ist bei, darf ich noch eins ergänzen also an der Stelle? Das ist das A und O für gelungene Integration, dezentral. Wo wir uns total einig sind, nochmal aus der Praxis. Also wir in Tübingen machen das so, dass wir tatsächlich mit der Bodenpolitik Sozialpolitik betreiben. Wir legen Festpreise fest. Man kann nicht, weil man mehr Geld bietet, das Grundstück bekommen. Und wir machen eine Auswahl nach Konzept. Poschardt wird es gar nicht gefallen, aber wir machen eine Auswahl nach Konzept und wir achten darauf, dass wir die soziale Mischung im Quartier von Anfang an sicherstellen. Wenn man es dem Markt überlässt, führt es immer zur Entmischung. Die Armen in die Randgebiete und die Reichen in die Villengebiete. Und das verhindern wir von Anfang an. Und wir achten darauf bei der Grundstücksvergabe an Baugemeinschaften, dass die soziale Mischung stimmt, dass da Alte und Junge dabei sind, Familien und Singles und Flüchtlinge und Migranten. Weil das ist Stadt. Stadt ist alle... tatsächlich gemischt im Quartier, nutzungsgemischt und sozial gemischt. Stadt ist nicht... Mehr Verständnis Stadt, füreinander. Ja, aber das ist konkrete linke Politik mit praktischer Arbeit aus dem Rathaus. Das, witzig, deswegen, Palmer, deswegen will ich mich auch nicht aus meiner Partei rauswerfen lassen. Ne? Das ist ja auch weil gut so. Ich krieg da jetzt richtig Druck, Gegendruck von dir, Nee, gar nicht. Ich finde es... Meine Lebensrealität... Ich nenne jetzt keine Namen, aber... Wenn man dann in so einem Viertel ist, ist interessant, wenn man da aus dem politischen Betrieb trifft. In was zum Viertel? In einem guten bürgerlichen Viertel, wo dann zum Teil Leute, die für eine auch linke Partei auch Verantwortung tragen. Also mich trifft er nicht, nur um das hier mal transparent zu machen. Nein, das hätte ich ja, sonst hätte ich das ja. Ich will nur sagen, gibt schon eine interessante Spreizung zwischen dem, was man erzählt und was man in Wahlprogrammen und was man dann lebt. Das finde ich ja auch immer ganz wichtig, das einfach mal so erleben zu können. Gerade die grünen Wähler, also die von Kreuzberg, in dem Moment, wir wollen, wir müssen genau diese Durchmischung in den Schulen ist auch wichtig. Mietendeckel. Ich will nur sagen, Ulf, das ist so wichtig. Aber wieso seid ihr jetzt hergezogen? Meine Frau, wirklich, ich wäre in Kreuzberg geblieben mit unseren drei Kindern, aber meine Frau oder der Jochen, der wollte dann unbedingt. Kurzum, diese Nummer, gerade von den Wählern dieser Parteien, die liebe ich. Ja? Und dann sind sie dann alle da, haben natürlich irre schlechtes Gewissen und... das habe ich vorher auch beschrieben, das kenne ich. Das sind Menschen und vor allem, das sind Eltern. Ja, ich bin... total bei Ihnen und ich habe, glaube ich, auch Frau Kipping, ich versuche mit möglichst viel Goodwill, damit wir weiterhin außerhalb der Blasen gemeinsame Wege entdecken können. Also, wenn wir sagen, diese Bildungspolitik, das wäre ein spannendes Projekt und ich finde wirklich, mir fiele bis auf die AfD keine Partei an, die da nicht mitdenken könnte und sagen könnte, das wäre übrigens auch was für einen Bundespräsidenten, wenn er sich für irgendwas erwärmen würde. Das wäre ein Projekt, wo man ganz viele Kirchmann könnte das zu einem großen zivilgesellschaftlichen Projekt machen. Und Bildung ist leider immer nur so ein Lippenbekenntnisthema und viel zu selten. Ich möchte Verena Pauster ausnehmen, die hat tolle Arbeit geleistet mit ihrer Digitalisierungsbemühung der Schulen. Da könnten wir jetzt endlos reden. In der Tat eine soziale Frage. Was machen wir, wenn Kinder kein Tablet haben, wenn Kinder in der Digitalisierung abgehängt werden, wenn Corona und diese absurde Corona-Politik, die wir in Teilen haben, zu einer sozialen Spaltung führen wird, deren Konsequenz das wird mir noch verheerend. So. Die Auswirkungen von Homeschooling so. Ich würde einfach sagen, sozusagen, wenn wir den ganzen Sozialetat, der monströs groß ist in Deutschland, angucken und sagen, was, wenn wir ganz viele Teile davon allokieren in eine wirklich progressive Bildungspolitik, die das Ziel hat, diese Aufstiegsversprechen nicht als ein Lippenbekenntnis, sondern eine reale Möglichkeit zu denken. Und dann würde ich sogar, weil ich Tübingen so schön finde und ich natürlich im Südwesten Deutschlands da auch die ökonomischen Möglichkeiten, natürlich gibt es mit moderner Städteplanung Möglichkeiten,
gemischte Quartiere entstehen zu lassen, die für alle einen Mehrwert bedeuten. Ja. Wir haben das Generationenthema, wo vielleicht jetzt, ich rede jetzt mal in dummen Klischees und Sie verstehen es bitte nicht miss, wo eine alleinstehende, wohlhabende Frau, die keine Kinder hatte, sich freut, wenn sie in ein Viertel ziehen kann, wo sie dann sozusagen vielleicht für eine Familie, wo beide arbeiten und nicht so viel Geld da ist, so eine Rolle. Da gibt es ja wunderbare Architekturmodelle in Skandinavien, in Benelux, wo man sowas baut. Finde ich alles spannend. Nur bei der Plattensiedlung, Plattenbausiedlung, das ist ja so eine Pointe, weil das kommt ja aus dem System, das geglaubt hat, man kann die Wohnungsfrage mit heißem Wasser und den Grundbedürfnissen für die Arbeiter lösen. Und herausgekommen ist diese absolut scheußliche und auch Menschen auch wirklich sozusagen in so Kasten zwängende Unfreiheitsarchitektur. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man so die Illusion hat, man kann es so mechanisch lösen. Nee. Also okay, Moment, das Plattenbaugebiet, also dass ja, die Platte zum sozialen Brennpunkt wurde, ist ein Ergebnis der Nachwendezeit. Und was, also man kann über schöne Gestaltung reden und da, man kann, also du kannst die Platte in der Anlage, ist sozusagen überhaupt nicht das. Ja, aber das ist ein sozialistisches Menschenbild und die Architektur. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist nicht im Sozialismus erfunden worden. Das geht zurück auf die Architektur der Moderne. Ja, aber da die wurden auch in Brasilia und so weiter gemacht. Ja, aber das sieht anders wirklich, aus. Da geht mit Ihnen das Feindbild gerade ein bisschen Nö, durch. Nö, überhaupt kein Feindbild. Ich will nur erinnern, dass Ausdruck wir in der Bundesrepublik West auch in sozialen Brennpunkten, ja, klar. In sozialen Brennpunkten teilweise 10, 12-geschossige Monstren gebaut Horror. Haben. Und dort auch Menschen an den Randgebieten der Stadt in den 60er, 70er, ja, 80er. Ich wollte es nur erinnern. Ja. Ich möchte das jetzt ein Stück pointieren, weil das über die Freiheit ist. Ich möchte wissen von allen dreien, gibt es Freiheit ohne soziale Gerechtigkeit? Und da reden wir jetzt nicht nur über Schulen. Gibt es Freiheit in einer demokratischen Gesellschaft ohne soziale Gerechtigkeit? Und wer mischt sich da ein? Der Staat, der mündige Bürger selbst. Wie gestaltet sich das dann, Herr Poschardt? Glauben Sie daran, dass man das mit wenig, mit mehr Staat macht und Sie beide auch? Was ist das Verhältnis also zwischen diesen Begriffen? Ich glaube, mit sozialer Gerechtigkeit ist einer der Begriffe, mit der so unendlich viel Schindluder getrieben wurde. Ich finde, wir sind ineffizient. Wir verschwenden unfassbare Milliarden für Sozialpolitik und ist ineffizient. Wir haben ein System einer Sozialindustrie geschaffen, die eigentlich am besten damit leben kann, wenn sich die Dinge nicht verbessern. Ich glaube, wenn wir uns mit den unglaublichen Ressourcen, die wir in dieses System, Sozialsystem reinpumpen, verständigen auf ein emanzipatorisches Menschenbild, das nicht Menschen einteilt in Menschen, die man paternalisieren muss und andere, die man für die Umverteilung möglichst stark schröpfen muss, dann glaube ich, könnte da was entstehen. Ich glaube, wir haben nicht ein Geldproblem, sondern wir haben eine Ineffizienz, eine Bürokratie im System, die ich fatal finde. Und meine Idee wäre, darüber nachzudenken, wie es idealerweise mit weniger Mitteln geht, aber erfolgreicher Menschen hilft, wieder Autoren ihrer eigenen Biografie zu werden. Ist soziale Gerechtigkeit nur ein Wort, wie wir es, oder ein Begriff? Oder nehmen Sie diesen Begriff im Zusammenhang mit Freiheit anders wahr? Also erstmal auf die Ursprungsfrage. Es gibt Freiheit ohne soziale Gerechtigkeit, ist gar keine Frage. Freiheit des Tyrannen zum Beispiel. Der nimmt sich einfach die Freiheit, die anderen zu unterjochen. Aber es ist wahrscheinlich die Freiheit, die wir alle hier am Tisch wollen. Also es gibt sie, aber die ist nicht erstrebenswert. Und die soziale Gerechtigkeit würde ich gern auf den Kern dessen zurückbringen, wo ich mir linke Parteien wünsche und wo ich jetzt vorher gesagt habe, da freue ich mich, dass ich einer richtigen Linken gegenüber sitze, wenn ich das Etikett nochmal benutzen darf, und keiner Lifestyle-Linken, die sich den Fragen zuwendet, wie tatsächlich die materiellen Lebensbedingungen der Menschen verteilt sind, wie ihre Möglichkeiten in der Gesellschaft aus ihrer Arbeit dann auch Früchte zu ziehen, wie die verteilt sind. Und da ist für mich soziale Gerechtigkeit im Kern gegeben oder halt auch nicht. Machen Sie es mal konkret. Wir haben es über Bildung gesprochen. Das haben wir schon besprochen. Wie ist das mit dem Lohn? Also gibt es, was für eine Freiheit lebt jemand mit 1312 Euro netto? Ist wenig. Der hat die Freiheit,
die Grundbedürfnisse zu erfüllen, aber dabei ist es dann wahrscheinlich auch geblieben. Mit 1300 Euro. Und sollte das zum Beispiel geändert werden, verändert werden? Ich habe auch vor 10 oder 15 Jahren in meiner Partei diese Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen mit losgetreten. Und ich halte es für eine Perspektive unserer Gesellschaft, vor allem vor dem Hintergrund der ganz großen Revolution, dass die Maschinen immer mehr menschliche Aufgaben übernehmen werden. Die künstliche Intelligenz ist im Kommen. Übrigens einer, darf ich das kurz sagen, der Top 10 Standorte weltweit in der Erforschung der künstlichen Intelligenz. Und wenn man Hararis Bücher gelesen hat, dann wird man, glaube ich, mit dem Gedanken, da könnte was dran sein, dass der Mensch immer weniger materiell aus seiner Existenz herauszieht und dass das immer mehr Maschinen übernehmen. Deswegen die Frage, wie das erwirtschaftet, verteilt werden muss, eine immer bedeutendere für menschliche Gesellschaften werden könnte. Und das bedingungslose Grundeinkommen kann darauf eine gute Antwort sein. Ohne soziale Gerechtigkeit gibt es Freiheit, aber nicht für alle, sondern nur für einige. Und weil so oft der Begriff Autor der eigenen Biografie gefallen ist, möchte ich gerne mal auf eine Autorin und Journalistin verweisen, Anna Meyer. Sie kommt selber, sie hatte liebende Eltern, ist in Hartz IV aufgewachsen, ist dann eine sehr erfolgreiche, wie ich finde, und sehr gut, also mit dem Wort und der Sprache gut toll umgehende Autorin geworden. Und in ihrem Buch Die Elenden beschreibt sie, wie viele kleine Hindernisse einem Mensch wie ihr im Weg gelegt wurden, die andere, deren Eltern Vermögen und Bekanntschaften haben, einfach immer automatisch aus dem Weg geräumt wurden. Und ich finde, es lohnt sich noch mal bei solchen Biografien nachzulesen, weil das ist jetzt nicht so die Durchstatter hier vom Flüchtling zum Milliardär oder irgendwie von BioNTech, sondern sie ist. Aber das finden Sie doch auch gut, oder? Uwe Scheins Biografie. Das ist beeindruckend, aber das ist schon wieder so eine Ausnahmesituation. Und ich finde, bei Anna Meyer kann man so sehr schön nachlesen, welche Probleme und Bausteine es gibt, die man viel mehr Kindern aus dem Weg räumen muss, damit jemand zu einer Freiheit wird und nicht nur gute Autorin, sondern glaube ich auch inzwischen eine Autorin ihrer eigenen Biografie geworden ist. Und sie beschreibt in ihrem Buch aber noch was anderes, und das haben Sie jetzt verschwiegen, Herr Poschert. Sie sagt nämlich, diese Gesellschaft verachtet Langzeiterwerbslose und Hartz IV betroffen und so ein bisschen, wie Sie so reden über diese Sozialhilfe in so Gruppen und so, da merke ich, da kommt jetzt schon auch so ein bisschen abfälliger Blick drauf. Und sie schreibt, wie diese Gesellschaft, ganz kurz, ich will mein Argument zu machen, dann höre ich Ihnen noch ganz viele Minuten zu. Und sie beschreibt, wie die Gesellschaft, die einerseits verachtet und man sieht so gleich braucht, weil das ist ein enormes Disziplinierungsinstrument, damit den Beschäftigten gezeigt wird, es gibt jemanden, denen geht es schlechter, musst du bereit sein, möglichst auf Arbeit die Zähne zusammenzubeißen, niedrigere Löhne, schlechtere Arbeitszeiten in Kauf zu nehmen. Und deswegen sage ich noch mal, man kann nicht das Geld, was für Soziales eingeplant ist, jetzt einfach sagen, das ist viel zu viel, das nehmen wir für was anderes. Ich würde eher sagen, wir brauchen eine Gesellschaft, wo alle erstmal vor Armut geschützt sind, auch damit diejenigen, die eine Arbeit haben, deutlich bessere Kampfbedingungen haben. Weil wir wissen, im Zuge von Hartz IV ist die Bereitschaft, schlechte Löhne und schlechte Arbeitszeiten in Kauf zu nehmen, deutlich gestiegen, haben nicht die Linken gesagt, eine IAB-Studie hat das analysiert. Und um dieses Leben unter dem Damoklesschwert, Arbeit und Hartz IV ist Armut und Hartz IV, das sozusagen, finde ich, ist der Ausdruck von Unfreiheit. Herr Poschert, Grundeinkommen, Ausdruck von Unfreiheit, ist da was dran? Ja, nee. Nicht ich, Grundeinkommen, Hartz IV, Ausdruck von Unfreiheit. Aber hier hatten wir auch die Frage. Nö, ich finde, wir haben einen hohen sozialen Standard, einen sehr hohen Standard. Mit Anna Meyer haben Sie ein sehr gutes Beispiel gewählt, weil mich diese Autorin gebeten hat, für ihr Buch hinten einen Klappentext zu schreiben, weil sie bei meinen Texten immer das Gefühl hatte, dass ich diese Klassenfrage ernst nehme. Übrigens, wenn Sie die Einstiegsszene dieses Buchs, ich finde es wirklich fantastisch. Ich bin total bei Ihnen und ich finde, Sie ist überhaupt, bin ja selten neidisch auf Autorinnen anderer Medienmarken, aber ich finde, sie gehört mit zu den besten Autorinnen der Zeit. Ich finde sie in ihrem Stil, in der Art und Weise, wie sie diese Differenz immer auch markiert. Aber sie steigt damit ein, jetzt wollen wir nicht mehr dieses öde Identitätspolitik-Thema. Das haben wir heute, finde ich, gelöst. Das Thema ist erledigt, das müssen wir nie mehr diskutieren. Bin ich sehr dankbar für diese Runde. Aber sie steigt ja eigentlich ein mit dieser Redaktionskonferenz der Bürgerkinder. Und so die Armen. Und dann kommen so Sprüche von den, das meine ich ja mit dem links-illiberalen Milieu,
voller Verachtung, aber im Glauben, wir sind ja bei den Richtigen. Ich finde, sie markiert, deswegen mag ich das Buch so, genau diese Differenz nochmal zwischen der Klassenfrage und diesem identitätspolitischen Gesäusel um Dinge, die diese Klassenfrage eben auch leise macht. Ich will jetzt gar nicht mehr drauf rumreiten. Wir haben es. Ich will noch mal was zu dem sagen, was Sie gemeint haben, das Damoklesschwert. Die Menschen sind unterschiedlich. Und manchen gelingt mehr als anderen. Und manche sind auch begabter als andere. Und manche sind ehrgeiziger als andere. Manche sind fleißiger als andere. Manche sind kräftiger als andere. Und wenn wir diese Differenz als etwas problematisieren, was ständig irgendwie so nivelliert werden muss oder zumindest so eingefangen werden muss, dass es möglichst breit irgendwie gleich ist, dann verlieren wir unseren Antrieb. Wir sind in Deutschland, was Innovation betrifft, okay, aber nicht wirklich doll. Thema AI, Chinesen und Amerikaner machen es untereinander aus und wir spielen da nur noch eine Rolle. Also eine der großen chinesischen Top-AI-Entwicklerinnen hat das bei uns in einer Konferenz gesagt, there is no such thing as a third place, sind die Amerikaner und die Chinesen. Hartz IV hat dieses Land vom Krankenmann Europas ökonomisch wieder zu einer treibenden Volkswirtschaft in Deutschland gemacht. Alles daran war richtig. Aber die Idee... We couldn't disagree more. Ich weiß, aber deswegen sage ich es ja auch in der Klarheit. Und diese Sozialreformen, obwohl sie am Ende ja absurderweise nicht zu weniger Ausgaben im Sozialetat geführt haben, sondern zu mehr. Das ist ja, es war nur kulturell der Hinweis, dass Sozialpolitik heißt, es ist nicht immer mehr. Und dass es ein Sozialdemokrat mit verdienstvoller Weise mit den Grünen machen musste, da ist ja nicht viel gekürzt worden. Es hat die Dinge auch nicht wesentlich verändert, sondern es hat kulturell deutlich gemacht, es geht nicht. Es hat Spuren auf den Seelen hinterlassen, die verheerend sind. Ja, aber trotzdem, es hat möglicherweise mehr Menschen aktiviert, sich anzustrengen. Für andere wurde es härter. Die soziale Ausdifferenzierung ist etwas, was zu erfolgreichen freien Gesellschaften gehört. Mit all den Härten. Und ich muss einfach sagen, jetzt interessiert mich Ihre Meinung. Frau Kipping, Sie haben das ja in Gang. Ja. Mich interessiert wirklich die Meinung eines Mannes, der sagt, die Grünen sind noch eine linke Partei. Sie hören das alles. Und mir geht durch den Kopf, und wir reden ja nicht nur über Hartz IV, auch ganz aktuell während der Pandemie merken wir, Pfleger und Pflegerinnen verdienen wenig. Wir wissen, jemand, der an der Kasse sitzt, verdient kaum was. Das Thema war Mindestlohn, also diesen Versuch, das auszugleichen. Hat der Staat da eine Verantwortung? Oder ist es etwas, wie Ulf Poschert das beschreibt, die Dinge entwickeln sich und Ungerechtigkeiten gehören auch zu einer freien Gesellschaft. Wir sind ja eine soziale Marktwirtschaft. Wir sind ja keine richtige Marktwirtschaft. Wir sind eine soziale Marktwirtschaft, in der es hohe soziale Standards gibt. Ich rede ja auch nicht irgendeinem amerikanischen System. Ich bin ja sozusagen glücklich und froh über unseren Weg, der ein Mittelweg ist. Aber ich finde schon, was in den vergangenen Jahren alles an sozialen Leistungen noch obendrauf gesetzt wird, finde ich fatal. Herr Palmer, was ist Ihre Meinung dazu? Ich finde, konkret wird es klarer. Herr Friedmann, was glauben Sie, was verdient heute eine Erzieherin im Kindergarten? Sagen Sie es uns. Nee, ich würde gerne wissen, ich habe keine Ahnung, Sie werden es uns sagen. Ja, aber würden Sie mal schätzen? Nein, sagen Sie es uns. Das erlebe ich nämlich auch, weil es gibt so Bilder, die sind weit tradiert. Also die Idee ist, es muss ganz schlimm wenig und schlecht sein. Nein, ich sprach von Pfleger und Pflegerinnen und da wissen wir, was es ist. Und da würde ich jetzt auch gern bleiben. An solchen Beispielen, weil das ist ein Thema, wo wir bei Corona richtig darüber reden. Ja. Auch
auch Politik, auch Ihre Partei haben den Pflegern und Pflegerinnen, auch in den Krankenhäusern, im letzten Jahr zuapplaudiert. Alle haben gesagt, es muss mehr Geld kommen. Also dann bleiben wir mal aber auch dabei. Aber was verdienen Sie denn jetzt? Möchte ich es einfach nur wissen. Und zwar netto. Netto. Ja, netto kann man nicht sagen, wenn man ja. nicht weiß. Dann versuchen Sie es mal. Aber brutto kann man schon sagen. Also da fängt man heute mit 3.000 Euro an. Und man kann auf 4.000 kommen, wenn man dann 15 Jahre dabei ist. Und das ist nicht so schlecht. Weil das muss ja von uns allen irgendwie über Steuergelder am Ende finanziert werden. Also die These, dass die soziale Arbeit, ist ja auch eine soziale Arbeit, dass die so ganz schlecht bezahlt ist, die ist vor 20 Jahren richtiger gewesen als heute. Weil da wurde in den letzten 20 Jahren in Tarifverhandlungen ordentlich draufgelegt. Da wurden Spezialtarifverträge geschaffen. Da hat man in einer Tarifrunde mal auf einen Schlag 10% mehr gezahlt, um da mehr Menschen zu gewinnen für diese Bereiche. Und in Tübingen zum Beispiel wird selbstverständlich 500 Euro über Tarif bezahlt am Uniklinikum, weil man die Leute überhaupt gewinnen will, weil man die herholen muss. In einer relativ teuren Stadt kriegt man die sonst nicht. Also ich glaube nicht, dass die Entlohnung so schlecht ist, wie die öffentliche Debatte darüber suggeriert. Das ist nicht das primär materielle Problem. Richtig ist natürlich aber schon, wenn Sie dann, Stichwort Mietpreise, plötzlich Mieten haben von 2.000 Euro für eine Familie, dann sind 4.000 Euro schon wieder wenig Geld, weil dann müssen Sie ja die Steuern noch bezahlen, dann bleibt Ihnen fast nichts übrig. Also hängt dann wiederum mit anderen Fragen zusammen, den explodierenden Lebenshaltungskosten, die dann tatsächlich dazu führen, dass in Tübingen auch ein Professor sich kein Haus leisten kann. Da würde man jetzt nicht sagen, Professoren sind schlecht bezahlt, sondern wir haben tatsächlich ein Problem, dass Wohnen so teuer geworden ist, dass es zum Luxusgut wird. Da würde ich als Linker sagen, das darf so nicht sein. Da muss der Staat regulieren. Schade, dass das nicht möglich war. Wie soll der Staat regulieren? Mietendeckel? Der Mietendeckel in Berlin war von der Idee her richtig, er war nur von der falschen Institution. Was für ein Eingriff in die Freiheit ist das denn zum Beispiel der Eigentümer? Nein, weil das Gehalt der Pflegekräfte müssen wir aber noch mal reden. Ja, aber nur ganz kurz. Also ich meine, da wird ja jetzt ganz locker gesagt, Mietendeckel. Darüber, das ist ja eine interessante ist, Aussage. Mehr die fehlende gesellschaftliche Anerkennung für diese Berufe als die reine materielle Entlohnung. Ja, es ist aber auch eine materielle. Aber mich interessiert ja, Sie haben das in Bezug gesetzt zum Wohnen und haben relativ nebenbei dann gesagt, da müssen wir einen Mietendeckel haben. Ja, das ist ein Eingriff in zum Beispiel Freiheit. Ja, in Berlin gibt es ja, also ich versuche jetzt mal, wir haben jetzt so viel Konsens gehabt, jetzt versuche ich ein bisschen kantiger zu werden. Also bei Hartz IV hatten wir null Konsens, ja, wollte ich aber davor festhalten. Ja, ja, ich sage ja nur davor, das ist, glaube ich, deutlich geworden. Das will also wir haben in Berlin kein Wohnungsproblem, sondern wir haben auch keine Wohnungsnot, sondern wir haben eine Unfähigkeit dieses Senats, Wohnraum zu schaffen. Also der das ist Tempelhofer aber in Frankfurt, Feld, München, ja. Hamburg. Es kommt genau. immer, es kommt ja, immer es das kommt Tempelhofer Feld, Garten, das es kommt die Tempelhofer Feld, es gibt nicht. Keine Baugenehmigung. Also kurzum, es ist mehr gebaut so, worden. Ja, aber man kann noch viel, viel mehr bauen. Ja, aber die Frage, war es Luxuswohnung? Ja, nö, man kann, ich finde Luxuswohnungen sehr schön und die sind ja auch, meistens machen sie Städte, in Stadtteile, in denen schöne, luxuriöse Häuser gebaut werden, ja nicht unansehnlicher. Naja. Aber Mietendeckel ist natürlich ein Angriff in die Freiheit des Eigentümers. Und die Frage ist, inwieweit das dann Marktwirtschaft ausbremst. Und wie gesagt, es gibt ja Konzepte, genossenschaftliche Baukonzepte. Es gibt ja auch Konzepte, was man auf Dächer noch alles drauf braucht. Es gibt ja x Konzepte. Stattdessen ist der Mietendeckel einer, der dazu führen wird, dass im Zweifelsfall Investoren einen weiten Bogen um diese Stadt machen werden. Also leider ist der Mietendeckel an der Zuständigkeit vor Gericht gescheitert. Das haben FDP und CDU verursacht, auch weil die geklagt haben. Jetzt gibt es einen klaren Auftrag. Das Bundesverfassungsgericht hat ja nicht gesagt, der Mietendeckel an sich in der Sache ist verboten, sondern nur das Land Berlin hat nicht die Gesetzgebungskompetenz. Ergo ist der Bund dafür zuständig. Jetzt muss man im Bund dafür um Mehrheiten streiten. Aber jetzt zu dieser Behauptung, der Mietendeckel wäre ein Eingriff in die Freiheit. Ich würde mal sagen, explodierende Mieten führen, wenn Löhne und Renten stagnieren oder nur ganz leicht steigen, dazu, dass den Menschen mit mittleren Einkommen einfach immer weniger zum Leben bleibt. Das heißt, das ist eine de facto Enteignung der vielen und derjenigen, wo es wirklich eine massive Freiheitsbeschränkung ist,
Weil unterhalten Sie sich mal mit einer Alleinerziehenden, die gerade in ihrem Kiez so ein Netz hat, wo sie das Kind mal hingeben kann und. Dann kommt die Nachricht Sanierung, Mietsteigerung und so weiter. Und sie weiß, ich werde dort nicht wohnen können, ich muss umziehen. Das haut der ihr ganzes Leben, das soziale Netz so nannte, das ist massivster Freiheitseingriff gewesen durch explodierende Mieten. Und deswegen war der Mietendeckel nur ein Versuch, die Enteignung der Mitte entsprechend zu begrenzen. Ja, aber die sind begrenzen. Ja nicht, aber was ist denn der Begriff, was ist denn der Begriff von Eigentum? Es hat eine Enteignung gegeben, weil von dem Geld, dem Arbeit, das war Lohnraub, das Geld, was sich die Leute erarbeitet haben. Naja, Lohnraub ist einfach ein marktwirtschaftliches Preisfindungssystem und dann ist es nicht möglich. Ist ja auch interessant, wer sich da besonders laut beschwert hat. Es waren ja nicht die Milieus, die abgehängt waren, sondern es war eine SPD-Politikerin. Es waren, glaube ich, die Hälfte der Zeitredaktion, die hier in den teuersten Kiezen gerne weiterhin für 9 Euro statt 20 Euro leben wollte. Das verstehe ich auch. Aber das stimmt einfach nicht wahr. Jetzt geht aber mit Ihnen echt mal Ihre Liebe zum Klischee und weil Sie irgendwelche Leute kennen und die dann sozusagen als für alle stellen. Wir haben Mieteninitiativen in Berlin organisiert. Ich habe mit Leuten gesprochen, die von Haustür zu Haustür gegangen sind, zum Beispiel in der Otto-Suhr-Siedlung. Und da ging es nicht um irgendwie Leute, die Sie hier klischeehaft beschreiben, ja, die besser verdienen. Ja, da macht ja deutlich, wie unscharf der Mietendeckel ist. Da ging es um die armen Rentnerinnen, um Leute, die sozusagen zum Beispiel in der Pflege arbeiten oder als Polizist und sich nicht mehr die Wohnung dort leisten können, wo sie ihrer Arbeit nachgehen müssen. Also jetzt hören Sie auf, sich hinter so ein paar Karikaturen zu verstecken. Ne, ich verstecke mich überhaupt nicht danach. Wir können gerne über das andere reden. Aber in der Problembeschreibung hat sie schon recht. Ja. Ja, was heißt das denn, wenn Sie sagen, sie hat recht? Wenn in Städten Menschen mit einem normalen Einkommen als Beamter in A90 dort nicht mehr halten können, sondern verdrängt werden und rausziehen müssen, wenn sie ihr Lebensumfeld verlieren. Ich mache es auch wieder konkret, weil der Bürgermeister hat in der Sprechstunde die ganzen Fälle. Da kommt eine Frau, die ist 70 und sagt, ich habe jetzt verlängert von 65 auf 70, weil ich wusste, wenn ich aufhöre zu arbeiten und nur noch Rente beziehe, kann ich mir meine Wohnung, meine Dreizimmerwohnung in Tübingen nicht mehr leisten. Ich würde mich auch gerne verkleinern auf eine Zweizimmerwohnung, aber die Zweizimmerwohnung ist teurer als meine Dreizimmerwohnung. Weil die jetzt hat mir mein Professor gesagt, er kann mich nicht mehr verlängern, weil alle Möglichkeiten sind ausgeschöpft. Mit 70 muss ich jetzt einfach aufhören. Und was können Sie mir... Können Sie mir irgendwie helfen, dass ich in Tübingen bleiben kann, wo ich jetzt 30 Jahre gelebt habe? Ich konnte ihr nicht helfen. Aber dann hätte man beispielsweise in Tübingen, in Berlin, anstatt Wohnungen, die den Städten gehört, zu verkaufen, an Spekulanten, die behalten. Ich will das jetzt gar nicht parteipolitisch diskutieren. Man hätte in den Jahren als politisch Verantwortliche Sozialwohnungsbau machen können. Also ich will nur die andere Seite. Ja, eine Wohnung in einem der angesagten Innenstadtviertel ist einfach Luxus. Und Luxus ist nicht für alle möglich. Punkt. Ich rede von ganz Tübingen. Aber was bedeutet das denn für die Demokratie? Also wenn man sagen, das bedeutet für die Demokratie, Demokratie heißt Dialog über Schichten hinweg auch. Absolut. Ein Großteil des Alltagsgespräche findet im Kiez und noch auf der Arbeit statt. Das heißt, wenn die Kieze, wenn sozusagen alle Reichen unter sich sind, werden deren Kinder in der Kita niemals das Kind der alleinerziehenden Pflegekraft, niemals das Kind, jemand, der im Hartz IV lebt, kennenlernen. Das heißt, da wachsen ganze Generationen auf, ohne überhaupt von sozialen Problemlagen zu wissen. Kinder spielen auch Fußball oder Kinder machen Sport. Also, ja, das aber ist ein auch bisschen, da sind die Sportvereine, also ich habe es jetzt ein bisschen zu das ist aber eine die Sportvereine kleine, sind schon auch kiezbezogen. Ja, das stimmt also, ja auch. Rolle von Ulf Poschert spielen. Ja, nein, die vermittelnde Rolle. Um Gottes Willen. Nein, weil wir haben jetzt beide Extreme gehört. Die Luxuseigentumswohnung und der soziale Brennpunkt. Wir können es doch ganz einfach und konkret machen. Eine drei- oder vierköpfige Familie hat eine 100 Quadratmeter Wohnung. Das ist der Durchschnittswert, 900 Quadratmeter. Und die kostet kalt 12 Euro. Das ist jetzt echt nicht Spekulation. Mhm. 12 Euro, das ist schon 1200. Im Durchschnitt kosten heute die Nebenkosten 3 Euro, 3,50 Euro. Ein Großteil kassieren die Städte für Müllabfuhr und so weiter. Wir sind also selbst bei 12 Euro. Selbst bei 12 Euro kommen wir auf Brutto, also Warmmiete, 1700, 1800 Euro. Das ist jetzt alles erzählt, ohne dass da der große Spekulant dahinter steht. Jetzt können wir doch nur über zwei Dinge diskutieren. Und das hat jetzt nichts mit Raubrittertum und Spekulanten zu tun. Entweder verdienen die Menschen zu wenig oder sie müssen für Millionen Menschen Wohnungsraum schaffen, der nicht mehr über eine Minimalrendite, auch Renovierung,
die Bankverantwortung unterwegs ist. Ja, und da ist doch ein Problem für Millionen Menschen in allen Großstädten. Man kann Hochhäuser bauen und man kann Dinge, also man kann mehr und besser bauen. Es gibt auch eine Lösung, gemeinnützigen Wohnungsbau zu fördern, dass die Staat dann Geld gibt. Wer hat Ihnen das verboten in den letzten 20 Jahren? Allen die Verantwortung. Haben alle miteinander falsch gemacht. Okay, dann haben wir das geklärt. Würden Sie sagen, hat man falsch gemacht? Naja, also ich will jetzt mal zur Ehrenrettung der linken Wohnungspolitikerin in meiner Bundestagsfraktion sagen, die hat jahrelang immer wieder darauf hingewiesen, dass die Wohnung aus der Sozialbindung rausfing, dass deutlich mehr sozialer Wohnungsbau stattfinden muss. Hat übrigens auch in den Medien keine Sau interessiert. Die hat jedes Jahr ihre Statistiken veröffentlicht. Erst vor ein paar Jahren, weil es so starke leidenschaftliche Proteste gab, sind die da drauf gegangen. Weil man hätte auch schon vor 10 Jahren auf die, ich weiß, das ist keine sympathische Sprecherposition, aber ich muss es einmal sagen, weil wir das so gekämpft haben, hätte man vor 10 Jahren im Bund auf die Linke gehört, wäre es besser. Aber überall, wo man sich beteiligt hat am Verkauf von kommunalen Wohnungen, Riesenfehler. Ich habe mich in meiner Heimatstadt Dresden mit einem Teil damals der Partei richtig zerlegt. Das war eine ganz harte Zeit für mich, weil ich immer gesagt habe, macht nicht mit bei dieser Privatisierung. Ja. Und leider alles, was ich damals prognostiziert habe, was kommen wird, ist passiert. Die städtischen und Wohnungsbaugesellschaften sind ja nun wirklich kein Garant für weder architektonische Qualitäten noch für wirklichen besonders lebenswerten Wohnraum an vielen Ecken und Enden. Also in Tübingen schon. In Tübingen ist doch alles das Paradies. Tübingen ist alles gut. Das ist erstaunlich. Der Oberbürgermeister ist regelmäßig. Viele der Eigentumswohnungen, die innen schick sind, sind außen jetzt echt kein architektonischer Gewinn. Wir müssen wirklich uns nochmal über Architektur streiten. Gerne. Also, dann bin ich sofort dabei. Ich glaube auch, dass der Begriff der Schönheit zur Freiheit dringend dazugehört. Und je schöner die Welt ist, umso schneller sind die Leute. Ja. Also Schönheit muss man sich auch leisten können. Natürlich. Ich bagatellisiere doch nichts von den sozialen Härten. Ich rede nicht nur von sozialen Härten, auch für den Mittelstand. Ja, ja. Du verdienst 3.000 Euro brutto oder 3.500. Ja. Da bist du jetzt nicht ein Sozialfall. Ja, aber Schönheit gibt es auch ohne Luxus. Löhne rauf. Ja, das ist auch da andere Länder besser gemacht. Skandinavischer sozialer Wohnungsbau oder der in Benelux sieht anders aus als der bei uns. Und ich bin mir sicher, in Tübingen sieht er gut aus. Sie wollen nicht das Steuersystem der skandinavischen Länder auch diskutieren. Naja, mittlerweile sind wir ja doch, was die Belastungen betrifft, sozusagen ist man wahrscheinlich mit einem gewissen Einkommen, steht man in Dänemark besser da als hier. Aber ich will nicht, doch was nur die Vermögensbesteuerung anbelangt. Ja, das kommt ja möglicherweise bei einer grün-rot-roten Regierung auf uns zu. Wollen Sie Vermögenssteuer? Stehen Sie dazu, dass die Partei im Programm, dann greifen wir das doch mal auf, Freiheit und soziale Gerechtigkeit, das sagen die Grünen. Das übrigens Steuern haben ja nichts mit Freiheit zu tun. Das ist aber mich interessiert, was Palmer dazu sagt. Also ich meine, Ihre Partei geht in den Wahlkampf und sagt, höhere Einkommenssteuer und wie die Linken, wir wollen eine Vermögenssteuer. Wollen Sie das auch? Ist das ein Stück Freiheit nach dem Motto, das ist ja auch so ein Bild, die starken Schultern tragen die Schwachen? Also von meinem Gerechtigkeitsempfinden her, ja. Ich finde, dass große Vermögen auch mehr beitragen können zur Gemeinschaft. Von der Kenntnis der Struktur des Vermögens in meiner Stadt weiß ich, dass sind so viele kleine und mittelständische Betriebe davon betroffen, dass der gesamtwirtschaftliche Effekt wahrscheinlich negativ ist. Und deswegen rate ich am Ende aus praktischen Überlegungen, weil niemand das bisher erklären konnte, wie man das verfassungsrechtlich so konstruiert, dass die... Sie können ja ans Privatvermögen gehen, dann haben Sie nicht mehr dieses Thema. Sind Sie dafür, dass jemand, der 10 Millionen Cash hat, privat... Das ist halt gerade mit dem Familienunternehmen nicht möglich, das zu trennen. Ja, aber wir reden... Solange dieses Problem nicht gelöst ist... mir ist das zu ernst. Sie nehmen das mit den Familienunternehmen, das hört man übrigens immer, selbst von der Linken. Wie viele Leute haben heute privat 10 Millionen, 5 Millionen geerbt, nicht geerbt, gearbeitet, Vermögenssteuer, ja oder nein? Ihre Partei sagt ja. Was sagen Sie? Meine Partei sagt ja, ich sage vom Herzen her ja und von der Praxis her kenne ich keinen Vorschlag, den ich für funktional... Aber um noch mal eine Lanze, da Sie auch noch gerade überlegen, dafür zu brechen... Beim Vermögen ist die ungerechte Aufteilung viel stärker. Und damit wir nicht nur über die Extreme reden, ist vielleicht als beim Einkommen im Übrigen. 90, also wir haben 10, ja nur klar. Dass die reichste Hälfte besitzt 99,5% des Vermögens. Die untere Hälfte hat faktisch nichts, die ärmsten 10% nur Schulden. So, also jetzt reden wir nicht nur über die ganz Reichen und die ganz Armen, sondern man muss sagen, da gibt es einfach eine extreme Halbierung der Gesellschaft. Und gefährdet das die Freiheit in unserem Land?
Das ist unser Thema. Gefährdet Ihre Beschreibung die Freiheit in der Bundesrepublik Deutschland? Es gibt den einen deutlich mehr Möglichkeiten, sich einzubringen. Und ich würde sagen, wenn wir als Staat nicht viel mehr Maßnahmen ergreifen, um Sachen zu ermöglichen, dann ist Freiheit gefährdet. Und um das zu ermöglichen, brauchen wir Mittel. Ja, aber der Staat. Und da wir diese Mittel nicht von der Mitte holen können, also holen Sie ja über die trotzdem. Einkommenssteuer, muss man ans Vermögen ran. Und kann das auch klar benennen, da kann man uns dann auch kritisieren dafür. Aber wir haben einen Vorschlag gemacht, weil die Krise zum Beispiel, die Corona-Krise, jetzt wird ja unendlich viel Geld für alles Mögliche ausgegeben, die wird ja enorme Kosten haben. Und am Ende des Tages wird sich die künftige Bundesregierung entscheiden müssen, auf wem wälzt sie diese Kosten ab. Und ich kann nur sagen, wenn bei der Bildung gespart wird, wird es Freiheit gefährden. Wenn bei den Ärmsten, bei Sozial gespart wird, wird es dort zu massiver Unfreiheit führen. Wenn bei den Kommunen gespart wird, wird es am Ende den Seniorentreff oder den Jugendclub treffen. Keine schöne Entscheidung, auch eher eine Freiheitseinschränkung. Also ist unser Vorschlag eine einmalige Vermögensabgabe. Es gibt einen Freibetrag, 2 Millionen Privatvermögen, 5 Millionen für Betriebsvermögen. Und alles, was man darüber hat, wird dann mit 10% besteuert, die man aber über 10% überhalb von 2 Millionen, 5 Millionen Freibetrag. Und das Ganze kann aber über 20 Jahre gestaffelt abgezahlt werden. Also eine einmalige Ausgabe. Und zwar nicht aus Neid oder weil man sagt, die sind böse, die das Geld haben, sondern irgendwer muss die Krisenkosten bezahlen. Und wenn ich nicht will, dass es die Beschäftigten, die Ärmsten und die Kommunen nicht bezahlen sollen, dann muss man den Vorschlag machen. Wer das nicht möchte, muss mir sagen, wo er sparen will. Bei Herrn Poschert haben wir es rausgehört, im Sozialen. Der Punkt ist ja, also nichts ist freiheitsfeindlicher als ein übergriffiger Staat. Und wir haben in Deutschland sozusagen sowieso die Neigung, alles, und das hat man in Corona gemerkt, sozusagen den Staat zu verklären. Der Staat regelt alles, der Staat gibt Sicherheit, der Staat verteilt und so weiter. Der Staat regelt deinen Wohnraum, der regelt deine... Also diese Vorstellung vom Staat ist sozusagen so freiheitsfeindlich. Und wenn ich dann höre, dieser gefräßige, ich zahle viel zu viel Steuern. So, Punkt. Und wenn die Idee kommt, da muss man noch was draufsatteln, das ist in einem Ausmaß deprimierend als Gedanke. Aber ich verstehe natürlich, das ist sozusagen die Logik linker Politik. Wer soll denn stattdessen die Krisenkosten bezahlen? Wir alle werden sie irgendwie meistern müssen. So diejenigen, die Spitzensteuersatz... Aber wenn sie nicht mehr Steuern bezahlen wollen, wer dann? Die mittleren Einkommen? Nö, ich glaube ja, dass wir unsere... Ich habe es ja schon mal gesagt. Wir geben ja Unmengen von Steuer. Die Steuer, das Geld sprudelt ja. Wir schwimmen ja im Geld. So, und wir haben es nicht geschafft, mit diesem Geld vernünftig umzugehen. Punkt. Und das Zweite ist, wenn man jetzt an die Vermögen rangeht, dann ist es ja sozusagen ein weiterer Schritt, den Leuten zu signalisieren, egal wie du dich anstrengst und wenn du fleißiger warst als alle anderen und wenn du früher aufgestanden bist. Und wissen Sie, was die Quelle der meisten Hochvermögen ist? Selbst die Hochvermögenden sagen zu 2/3 laut 5. Armuts- und Reichtumsbericht, ihr Vermögen basiert auf Erbschaften und auf Schenkungen. Also das ist nicht so, also es gibt einige wenige Ausnahmen. Sie haben den einen Fall von BioNTech heute genannt. Aber in der Regel Hochvermögen entstehen, weil es eine große Basis gibt an Erbschaften und Verschenkungen. Hohe Erbschaften, und damit man das dann mal einmal durchbringt, dann ist das eben die Leistung, wenn man Nachhaltigkeit will. In der richtigen Familie geboren worden zu sein, ist eine Leistung. Hatte Glück in der Geburtslotterie oder was? Das ist eine Leistung der Familie. Und wenn Sie Kinder haben, wollen Sie ja auch, dass Sie das, was Sie erarbeitet haben, Ihren Kindern weitergeben können. Und dann kann man dann über Familie und Nachhaltigkeit... Aber die Kinder kriegen doch schon die ganze Zeit Herr Palmer, Sie halten sich da gerne zurück. Ich gucke Sie an und denke mir, sonst ist er immer sehr präsent und laut. Wir sind hier bei einer Kernfrage, die Grünen seit Jahren genauso triggert wie die Linke. Ich würde mal gerne hören, was Sie von dieser Position halten. Wir werden als Standort, schon inattraktiv mit unseren Belastungen. Es geht darum, Herr Poschert sagt, wir zahlen bereits schon zu viel, gut verdienen. Wir haben eine Steuerbürokratie, Steuergesetzgebung, mit denen lassen sich das Studio für das ist alles. Wir brauchen jeder Betriebsprüfer spielt über 1 Million Euro ein und wir sparen bei den Betriebsprüfern. Das ist irre. Jeder Betriebsprüfer könnte mehrere Lehrkräfte mit erwirtschaften in seiner Arbeit. Wir brauchen eigentlich keine Steuerberater mehr im Ideal. Und wir Betriebsprüfer, die Steuern einspielen. Wir können die ganze Finanzbürokratie abbauen, dann hätten wir schon zu viel jetzt gewonnen. Jetzt darf Herr Palmer, wie lange er will, die Gegenrede halten.
Mir gefällt die Auseinandersetzung, weil sie die politischen Pole darstellt, wie ich. Oh, na, Moment mal, die aber Grünen reden genauso. Die Reichen sollten besteuert ich werden. Ich darf es lange reden, ich will es sein, weil ich sage, was nein, ich will. Sie versuchen, wieder wegzurutschen. Ich verstehe das nicht. Ich will den Gedanken ausformulieren. Ja? Also, vorneweg, im Unterschied zu diesen Identitätsthemen ist das die Form der politischen Debatte über Klasse, über Verteilung von Einkommen und Vermögen, die ich für richtig halte zwischen rechts und links. Und da sitzen die beiden. Ist das nee, so? Das ist nicht rechts. Ja, schon. Jetzt wir zahlen alle zu viel Steuern. Jetzt sind sie rechts. Was ist das hier für ein Staat, der mich ausraubt? Warum ist er jetzt rechts? Was für eine Eintütung ist das denn plötzlich? Naja, ich würde mal sagen, vielleicht ist er einfach nur marktradikal. Okay, aber in der klassischen Gesäßgeografie, wie die eine links ist, der andere rechts. Das sind die Pole. Aha. Ja, also gut. Wie wollen Sie benannt werden? Marktliberal? Ne, ich würde einfach sagen, das ist eine ganz stinknormale, liberale Position. Also gut. Ich argumentiere also wieder er will eigentlich, das ist die richtige Position, das ist die falsche Position. Nee, habe ich aber auch nicht gesagt. Aber für mich ist es ich argumentiere weder für die Nation noch fürs Volk. Das sind rechte Begriffe. Es ist eine Auseinandersetzung, ich zu die sie eigentlich immer gegeben hat in der Bundesrepublik, wie ich sie richtig finde, wo mal die einen, mal die anderen die Mehrheit haben. Entweder kommt die FDP rein, dann werden die Steuern gesenkt, oder die Linken kommen irgendwann in Regeln. Und die Grünen? Werden die Steuern erhöht. Die Grünen. Die Grünen werden sie auch erhöht. Nee, genau. Die sind noch nie entschieden, würde ich sagen. So, dann werden sie auch erhöht. Wir haben zwar mit Rot-Grün die Steuern gesenkt, wie alle wissen, aber das nächste Mal... Das war so schön. Aber ja, das nächste Mal werden sie erhöht. Das war so ein Fehler. Ich bin deswegen ein bisschen ruhiger, weil ich als Oberbürgermeister jetzt 15 Jahre lang einen Haushalt mit einem Volumen von über 300 Millionen im Jahr verantworte. Und mir jetzt nicht so gern sagen lasse, dass wir halt in der öffentlichen Hand mit dem Geld immer nur Mist machen und da nicht gut mit umgehen. Habe ich auch nicht gesagt. Ja gut, aber die Steuern sind viel zu hoch und was wird mit unserem Geld gemacht? Kann ich Ihnen sagen, jeder Euro wird verantwortlich eingesetzt. Da halte ich meine Hand dafür hin. Ich bin Finanzbürgermeister in meiner Stadt. Ich wüsste nicht einen Euro, der da sinnlos ausgegeben wird. Und da ist ein Gemeinderat mit 40 Leuten und die debattieren tagelang über jeden Euro, wie sie das richtig machen sollen. Es ist immer zu wenig Geld dafür, die öffentlichen Aufgaben. Wir sind drastisch unterfinanziert in Kommunen. Wir können ihre Straßen für den Porsche nicht unterhalten. Die Schulen können wir nicht unterhalten. Na, also wirklich, das sind, dann reden wir über Subventionen. Das sind hunderte von Milliarden Investitionsrückstände bei den kommunalen Liegenschaften über Jahrzehnte aufgesammelt, weil man uns zu kurz gehalten hat. Und deswegen muss ich erst mal sagen, nein, mit weniger Steuergeld wird es nicht gehen. Und die Krisenkosten zu bezahlen, Sie merken, ich bin tatsächlich ein Linker, ja. Das wird auch nicht gehen, dass man das nur der nächsten Generation überlässt. Da müssen die Heutigen sich dran beteiligen. Und was haben wir gemacht? Wir haben letzte Woche den Haushalt beschlossen. Und da habe ich als grüner Oberbürgermeister erstens mal vorgeschlagen, die Gewerbesteuer steigt und zweitens die Grundsteuer steigt. Und das haben wir auch so beschlossen. Und das Argument war Generationengerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit. Wir werden diese Krisenkosten nicht bewältigen können, ohne dass alle, und zwar die, die mehr Geld haben, stärker, sich daran beteiligen, das zu bezahlen. Sie wissen aber, dass die Grundsteuer in die Umlage hineingeht und damit der Mieter und die Mieterin mitbezahlt. Das und stimmt. Ich wollte es nur erwähnen, weil Sie ja Sozialpolitik machen. Sie erhöhen die Grundsteuer und das zahlen die Mieter. Herr Friedmann, ich will dazu sagen, dass mein Gemeinderat selbstverständlich gestern eine Resolution beschlossen hat. Eine Resolution. Trotzdem zahlt der Mieter in Tübingen das was Sie beschlossen haben. Dass der Bundestag bitte nach der nächsten Wahl diese Umlagefähigkeit der Grundsteuer streichen soll. Nur feststellen, Sie sagen hier, Sozialpolitik ist Grundsteuererhöhung, das zahlt der Mieter. Die Hälfte aller Wohnungen sind Eigentumswohnungen, die den Eigentümern gehören. Das heißt, das ist eine reine Vermögensteuer. Und für die andere, für die Mieter, haben wir erneut an den Bund appelliert, streich diese Umlagefähigkeit, weil Sie haben recht. So, das ist ein Problem. Kann man aber lösen. Man muss es einfach Aber Sie haben es nicht gelöst. Erstmal zahlen viele Mieter und Mieterinnen. Ja, ich muss es nur festhalten. Weil wir leider nicht alleine über Bundesgesetze befinden. Ich hätte gern die Freiheit, Bundesgesetze zu ändern. Dann würde vieles besser. Dann müssten Sie auch in die Bundespolitik. Ich will jetzt eins sagen. Erstens, ich bin wirklich... Ich finde, also wir haben jetzt 2 Stunden diskutiert und sind noch nicht in diese Corona-Debatte reingegangen, die uns ja ganz gegenwärtig und mit Freiheit die ganze Zeit beschäftigt. Und ich würde schon ganz gerne darüber auch mit Ihnen reden, weil das ja viel, die Diskussion über Freiheit ist ja gerade in der Corona... Das machen wir. Für Corona gehe ich noch mal kurz raus. Ja, um die Ecke. Ja. Also Frau Kipping, kein Thema hat im gesellschaftspolitischen Alltag eine solche Bedeutung wie dieses Thema Freiheit und erst recht in den letzten Monaten während der Pandemie. Freiheitsrechte wurden eingeschränkt und sie werden eingeschränkt. Und der Bundeslockdown, der jetzt beschlossen worden ist von der Großen Koalition, regt viele auf. Den Parteichefinnen der Linken
Janine Wissler und Susanne Henning-Welso, reicht das aber nicht mal. Vor kurzem haben Sie sich anstelle, ich zitiere, eines belastenden Dauerlockdowns für einen harten Lockdown von mehreren Wochen ausgesprochen. Haben die beiden recht? Noch mehr Freiheitsrechte weg? Die Position der Linken, und da ich die noch mit erarbeitet habe, kann ich die auch gut beschreiben, heißt solidarischer Lockdown. Und wir sagen, dass problematischste und die größte Freiheitseinschränkung ist das Jojo zwischen Lockdown für relativ vieles, dann ein bisschen Öffnung, eigentlich nicht so, dass man wirklich Gewinne machen kann, also die jetzt die Bedingungen für den Einzelhandel, aber es gibt ein bisschen Öffnung, dann steigen die Zahlen, muss man wieder eine Lockerung machen. Und das Ergebnis ist, ich habe heute vor einer Woche mit einer Frau aus der Veranstaltungsbranche geredet, die ist seit 14 Monaten im Dauerlockdown, weil ihre Branche als erstes Messebau eingeschränkt war. Und ich finde in der Tat, man hätte durch Ausnutzen, deswegen habe ich im Sommer, als es draußen noch warm war, der Regierung vorgeschlagen, einen Fahrplan für den Corona-Winter zu machen, wo wir alle technischen Möglichkeiten mit Schnelltests, überall FFP2-Masken und so weiter, Lüftungsanlagen ausnutzen, damit man soziales Leben bei hohem Infektionsschutz ermöglichen kann. Und ich finde, wir hätten mit einem konsequenten, solidarischen Lockdown, wo eben nicht nur im Privaten, in der Kultur und im Einzelhandel es Einschränkungen gibt, sondern auch die Frachtzentren, die Produktionsstätten hätte man ja auch heute noch lieber einmal konsequent für 3 Wochen als ein Dauerlockdown, weil nämlich die Freiheitseinschränkung, übrigens auch die ökonomischen und sozialen Verwerfungen, viel schlimmer sind, dieses ewig lang gezogene. Und deswegen, ja, unser solidarischer Lockdown hat 2 Säulen. Viel stärker den Infektionsschutz auch in der Arbeitswelt durchsetzen, nicht nur im Privaten und beim Einzelhandel. Und das Zweite ist eine klare soziale Abfederung der Folgen. Was ist wichtiger? Das ist ja die Debatte, dieses Dilemma, das diskutiert wird. Gesundheit oder Freiheit? Kann man nicht. Ich glaube, Gesundheit ist für mich auch ein wichtiges Kriterium. Gesundheit ist ein wichtiges Kriterium, um als freier Mensch Freiheit leben zu können. Und ich finde, das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Also ich finde, Freiheit und Verantwortung ist so ein Paar, das nicht auseinander gehört. Und zur Verantwortung gehört ja auch, dass man versucht, seine Gesundheit zu schützen, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt auch Menschen, die brennen praktisch an beiden Enden, die sagen, live fast, die young. Das ist auch eine Form von Freiheit. Aber ich würde mal sagen, natürlich ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit auch eines, das sagt, und wir haben ja ein unfassbar teures und auch da sehr ineffizientes planwirtschaftliches Gesundheitssystem, wo dringend mehr privatisiert werden müsste. Was die Corona-Maßnahmen und die Corona-Einschränkungen betrifft, wir sind das alles mitgegangen, hier auch als Unternehmen. Ich habe in der Phase, als wir den ersten Lockdown hatten, wir hatten 97% im Homeoffice, wir haben einen digitalen Workflow für Zeitungen, Digitales und so weiter, bis auf unseren Fernsehsender, wo es nicht so geht. Wir haben das, glaube ich, vergleichsweise gut bis vorbildlich umgesetzt. Und ich bin da total mitgegangen. Und ich fand auch Augenmaß und Verhältnismäßigkeit gewahrt. Ich habe mich immer gewundert, warum man sich nicht mehr um die Schulen gekümmert hat. Wiederbildung, Sie sehen, das ist ein Thema, was mich wirklich umtreibt. Und mich hat die Regierung und die Politik der Bundesregierung in dem Moment verloren, als das Impfbeschaffungsdesaster losging. Und dieses Impfdesaster geht ja bis heute, diese Impfbürokratie, auch da, ich komme immer mit denselben Themen, das ist übrigens nichts Rechtes, sondern ich glaube, das ist eher ein progressiver Liberalismus, der sich einen leichteren und agileren Staat wünscht. Ich glaube, der hilft den Menschen auch mehr. Und was dann auch wieder passiert ist, wie in so vielen Debatten im Augenblick, und da kommen wir dann doch wieder in dieses eigentlich schon geklärte Feld der Identitätspolitik, dass dieselben Menschen, die einem schon die Freiheitsrechte nehmen wollen, weil man gerne die und die Hobbys hat oder gerne schneller mit dem Auto fährt oder was auch immer,
dass dasselbe verbotsgeile Milieu sich zum Fürsprecher, das sind die, die sagen, also klimaneutral am besten alles sofort und wir schalten alles ab. Und die sagen ja, Freiheit ist schon okay, aber we want you to panic. Und da ist Freiheit praktisch dann nicht mehr möglich. Und wir sprechen ja vielleicht noch über das Urteil. Mhm. Und dann passierten eigentlich zwei Sachen. Also das Versagen der Regierung umfassend. Man hat die Zeit überhaupt nicht genutzt. Das, was Frau Kipping gesagt hat, was man in den Schulen hätte investieren können, was man hätte investieren können, ehrlich gesagt, um die digitale Infrastruktur zumindest für die Schulen so aufzurüsten. Also wir haben mit Plexiglasplatten mit dem Betriebsrat zusammen Ausgaben für unsere Laptops. Wir haben das organisiert. Keine Ahnung, es geht halt in der Privatwirtschaft sehr gut. Daran scheitert sozusagen die öffentliche Hand rituell. Und damit haben wir eine soziale Bildungskatastrophe erzeugt. Ich bin ganz bei Ihnen. Ich sehe die Unterschiede und ich finde sie skandalös. Dass natürlich die Kinder aus Familien, wo die Eltern entweder Bildungsmöglichkeiten haben, plus die Hardware auch, die wichtig ist, plus auch überhaupt in der Lage sind, ihren Kindern bei der Schule zu helfen, also furchtbar. Und dann sind zwei Sachen passiert. Dann wurde nicht über das Impfversagen der Regierung gesprochen, nicht darüber gesprochen, dass man unfähig war mit der EU, so wie es die Briten hinbekommen haben, die Israelis und auch die Amerikaner. Lustigerweise Johnson, Netanyahu und Trump haben das sehr, sehr gut gemacht. Und sondern wir mit der europäischen Bürokratie und der deutschen Bürokratie so ziemlich die lahmsten waren beim Impfen bis heute. Nicht nachvollziehbar, warum in Hamburg 40.000 Impfdosen weggeschmissen werden wollen, weil die Impfbürokratie es nicht vorsieht, dass man einfach schnell reagiert. All das. Aber wirklich katastrophal fand ich dann auch die Debatten um Zero und No-Covid. Und das Menschenbild dieser aktivistischen Naturwissenschaftler und Mediziner, das ist so freiheitsfeindlich. Und die argumentieren irgendwie, wir wollen nur einen harten, brutalen Lockdown, aber danach gibt es Freiheit. Das ist genauso wie in der Klimadiskussion. Diesen Menschen, glaube ich, die haben 0,0 Freiheitsverständnis. Die haben auch gar kein Bedürfnis nach Freiheit, sondern man sieht ein bürgerliches, gebildetes Milieu, das ein Regulierungs- und Kontrollbedürfnis hat, das gespenstisch ist. Und das ist medial legitimiert worden in einer Art und Weise, die ich grotesk finde. Und da können wir dann schon drüber sprechen, als wir unsere ersten Artikel geschrieben haben und es kritisch hinterfragt haben, wir haben ja da ein paar Mal telefoniert, was da los war, was man sich anhören musste, wenn man sagt, wir diskutieren am allerletzten über eine Einschränkung der Grundrechte, die unsere Verfassung garantiert. Lasst uns gerne darüber sprechen, wie wir den Pflegekräften helfen. Ich bin sofort bei Ihnen. Lasst sie besser bezahlen für das. Guckt, was wir anwerben können. Ich war Zivildienstleister, also für die niedrigen Dienste als Zivi, die man machen kann, sozusagen ohne eine größere Ausbildung, wie wir die unterstützen können in diesem brutalen Kampf gegen diese furchtbare Krankheit. Lasst uns mehr Krankenhäuser ausstaffen, damit man das macht. Aber zuletzt führen wir die Diskussion, die Freiheit der Menschen zu nehmen. Und das gab's nicht. Diese Debatte gab's nicht. Merkel, katastrophal, was sie gemacht hat. Katastrophal, was die Große Koalition gemacht hat. Ministerpräsidenten alle versagen fast alle. Und dann komme ich jetzt noch mal Macht. Zum letzten Mal, nachdem er sich hier als so ein schlimmer Umverteiler erwiesen hat, trotzdem, Boris Palmer hat deutlich gemacht, Vorsicht, ich versuche einen eigenen Weg. Mir ist das Freiheitsthema wichtig. Ich versuche einen Weg vernünftiger Öffnung. Wir haben die Testung. Als der erste Artikel von Ihnen bei uns erschien, ich meine, was da los war, muss ich Ihnen ja nicht erzählen. Da hat man so gemerkt, und das ist leider der Befund in Deutschland, Freiheit hat keinen hohen Stellenwert. Und die Leute, die Freiheit verachten, verbotsgeil, gibt es ja Medien, die schreiben jedes Quartal, noch mehr verbieten, 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 verbieten. Und das ist der Weg zum Heil. Dieser säkular-protestantische Horror, der hat sich in voller Wucht ausgebreitet. Und es sitzt bis heute.
Und deswegen bin ich sehr, sehr pessimistisch, wenn wir Corona geschafft haben, was mit Klima kommt, was mit der Sprache kommt, was kulturell kommt. Freiheit ist, und das ist auch interessant, dass es zum ersten Mal eine Jugendkultur gibt, die nicht rebelliert gegen die Regeln der Eltern, die nicht einfach sagt, ich schmeiß alles, was du mir sagst, Vater, Mutter, so, sondern sagt, strengere Regeln. Also sozusagen die Kinder und die Jugendlichen sind sozusagen diejenigen, die den Erwachsenen stärkere und härtere Regeln aufoktroyieren. Das ist schon eine super Situation. Wieder Ulf Poschert, wie er ist, beschreibt Zero Covid als, wie haben Sie es, bürgerliche, sozusagen Wohlfühl, Freiheitsfeinde und so weiter. Vielleicht hängen wir uns nicht an Zero Covid auf, aber ich kann nur sagen, ich habe, und das kann man nachsehen, Live-Chat gemacht mit einer Frau, die in der Notaufnahme war und eingesprungen ist wegen Corona-Personalmangel. Und die mir erzählt hat, wie das in Schwesternzimmern im Pausenraum diskutiert wird, wie die erlebt haben, wie ihre Kollegen dran erkrankt sind und so weiter. Und die sagt, aus ihrer konkreten Erfahrung aus der Notaufnahme und von Erkrankten, an Covid schwer Erkrankten, die dann noch an das Beatmungsgerät mussten, und sagt die, dieser Dauersituation ist, macht die Leute fertig, ist es schlimm, ein Großteil der Kollegen überlegen, wie sie diesen Beruf verlassen können, wie sie sich neu orientieren können. Das wird im Übrigen für alle, die sich nicht die teure Privatklinik oder das teure private Edel im Altersheim leisten können, wenn wir da nicht massiv gegensteuern, ein Riesenproblem werden, weil wir hatten bisher schon Personalmangel bei der Pflege. Nach Covid wird das sich extremst verschärfen, weil so viele so fertig sind. Und das heißt, es geht ja schon, wir müssen uns schon was überlegen, wie man dieses Dauergezogene mit den recht hohen Zahlen, die gerade nur so an der Grenze sind, dass es nicht komplett kollabiert, das kannst du ja nicht auf ewig ziehen. Aber wir waren jetzt doch noch nie in der Nähe vom Kollabieren. Und wir hatten auch eine Kollegin, also in Sachsen, Sabine Radek, in Sachsen gab es, gibt schon, also es gab schon einzelne Krematorien und einzelne Krankenhäuser, die nicht mehr aufnehmen mussten und die verlegen mussten. Oder und Frankreich. Das ja zum Glück, weil wir ja geografisch Glück hatten. Also Gott sei Dank, also das große Pech der Italiener war unser Glück, weil wir das dann gesehen haben und eher reagieren konnten. Und die gesamte Strategie der Bundesregierung hatte ein Ziel, die Überlastung der Intensivstationen zu vermeiden. Das war das Ziel. Das haben sie fast immer geschafft. Der Preis dafür ist ein über inzwischen ein Jahr gezogener, mehr oder weniger Dauerlockdown und Pflegekräfte komplett am Limit. Ja, wir hätten einfach wie die Israelis impfen können, Datenschutz. Ja, wie die Israelis, original. Ja, aber die geben ja BioNTech ihre Patientendaten mit der App. Können wir noch mal Datenschutz. Kurz über das Impfen? Datenschutz ist Ihnen doch auch wichtig. Also Datenschutz ist ein grünes Thema. Nein, der Datenschutz ist mir nicht wichtig. Ist Ihnen nicht wichtig? Nein, der Datenschutz ist einer der übertriebensten bürokratischen Monster in diesem Land, wo ich echt sagen muss, was das alles an Schaden anrichtet. Deswegen kann man bei der KI nicht mehr mithalten, deswegen nicht bei der modernen Medizintechnik, weil wir die ganzen Daten nicht, deswegen nicht impfen. Und das Schlimmste dabei, wegen diesem Datenschutz-Humbug, nicht weil das verboten wäre, sondern weil wir uns einbilden, dass das schlimm wäre, haben wir keine funktionierende Verfolgung der Kontakte. Ja. Es wäre absolut überhaupt kein Problem, technisch null Problem. Mein iPhone weiß, wo ich bin. Das hat immer ein GPS aktiv, weil ich muss ja dauernd meine Standortdaten, wo gehe ich jetzt hin? Und jeder von uns hat es. Ich habe sogar die Suchfunktion Find My iPhone aktiviert. Ich weiß nicht, ob Sie das machen. Aber ich habe das natürlich den Button geklickt, weil das Ding ist für mich ja so wichtig. Wenn ich es verliere, dann will ich am iPad gucken, wo es liegt. Und ich habe es schon ein paar Mal deswegen wiedergefunden. Ich will lassen Sie es zu Ende bringen. Wir hätten die technische Möglichkeit, jeder hat ein Handy und die haben Standortdaten und die haben Bluetooth-Schnittstellen. Und wenn man es wollte, hätte man in einer Woche rausgefunden, wo infizieren wir uns, was sind die Infektionsorte, was sind die Infektionsgründe. In 4 Wochen wäre Corona zu Ende. Taiwan hat es bewiesen, Südkorea hat es bewiesen, die brauchen gar keinen Lockdown. Aber die haben man auch kann, Schnelltests man gemacht. Kann, und ja, natürlich, ja, man muss auch testen. Alles dazu. Man muss auch testen, aber man kann mit moderner Technik Pandemien bekämpfen. Ich finde das und dann sind alle anderen Grundrechte geschützt. Ich muss nur bereit sein, meine Daten, wenn es um Infektionen geht, im Gesundheitsamt zu geben. Wenn ich sie Apple geben kann, da bin ich jetzt echt in Fahrt, so wie er auch. Wenn ich sie Apple geben kann und Google geben kann, die wissen das ganz genau, dann möchte ich verdammt nochmal das Recht haben, den Knopf zu drücken, meine Daten gehen ans Gesundheitsamt, damit diese Grundrechte
Grundrechtseingriffe aufhören. Und dass mir das verboten ist, da bin ich genauso impulsiv jetzt wie Poschardt gerade. War ich impulsiv? Ja, aber schon, das war mal Poschardt. Ich fahre und finde ich auch gut. Da geht es echt Poschardt. Um Freiheit. Wir haben diese ganzen Schäden, diese sozialen Schäden, die wirtschaftlichen Schäden und die Freiheitsschäden alle in Kauf genommen. Die kulturellen Schäden sind ganz brutal. Alle in Kauf genommen, weil wir diesem Datenschutzfetischismus auf den Leim gegangen nicht sind. Nicht nur. Also doch, das hätte ausgereicht. Ich finde das ja, wenn ich das nur ein bisschen vertiefen darf, ich finde das einen interessanten Zugang zum Thema. Aber ich möchte etwas, was Herr Poschardt gesagt hat, aufgreifen für auch alle, die hier am Tisch sind. Ich habe genau zugehört, als er dann auch etwas gesagt hat über die Krankenhäuser, über das gesamte Gesundheitssystem und gesagt hat, es wäre besser, wenn das zum Beispiel privatisiert ist. Zwei Argumente sind in diesen jetzt fast 14 Monaten immer wieder aufgerufen worden. Das eine waren, die Gesundheitsämter dürfen nicht überfordert werden. Auch privatisiert. Da habe ich mich immer gefragt, die Gesundheitsämter sind, also der furchtbare Zustand der Gesundheit. Die sind doch kaputt gespart worden. Moment, ich will es ja nur diskutieren. Sie sind überall kaputt gespart. Die Gesundheitsämter. Deswegen verkaufen und privat organisiert, restrukturieren und digitalisieren. Ich will es nur für unsere Zuhörer, Zuschauerinnen noch mal aufrufen. Dann waren es die Intensivstationen. Da denke ich mir, also weil wir so wenig oder nicht effiziente Gesundheitsorganisation haben, deswegen heißt es, wir müssen so in Lockdown. Die Gesundheitsämter können nicht nachvollziehen. Ich muss ehrlich gestehen, jetzt würde ich jetzt mal enthusiastisch über etwas oder impulsiv reden. Wenn ich am Montag höre, dass die Daten nicht stimmen, weil am Wochenende die Gesundheitsämter das nicht mehr übertragen, nach über einem Jahr, und mich frage, Moment mal, staatliche Daseinsfürsorge, am Wochenende sind die einfach nicht da. Die sind nicht da und deswegen haben wir nicht gute Daten. Da fragt man sich, Gesundheitsämter, das ist doch die Stadt, ne? Nee, das ist der Landkreis. Wo sind die am Wochenende, wenn wir in so einer Krise sind? Wenn ich das also nur noch mal aufgreife, sagt Ulf Poschardt jetzt noch mal, das System ist marode, das Gesundheitssystem, weil es staatlich ist, es sollte privatisiert werden. Ist da was dran? Nee. Nein, überhaupt nicht. Und es ist eine ziemlich einfache Rechnung. Wer immer was aufkauft, das sei es ein Krankenhaus, ein Pflegeheim oder ehemals kommunale Wohnung, macht das ja nicht aus Mildtätigkeit, sondern weil er Profit machen möchte. Der Profit, der abgezogen wird, fehlt einfach an irgendeiner Stelle. Der fehlt dann entweder beim Beschäftigten, beim Patienten, beim Pflegebedürftigen oder beim Mieter. Deswegen nochmal zu den Gesundheitsämtern. Die sind jahrzehntelang, weil es immer hieß, wir brauchen einen schlanken Staat, wir können nicht die Vermögen mehr besteuern, wir können nicht die Gewinne mehr besteuern, musste irgendwo gespart werden. Und Gesundheitsämter, das war doch jahrzehntelang so was Abstraktes. Ich weiß immer, wie unsere Gesundheitspolitiker versucht haben, die Leute dafür zu begeistern. Du hast nicht einen Presseartikel damit hinbekommen, geschweige. Also man musste sich schon sehr anstrengen, das so zu formulieren, dass es die Herzen der Menschen anspricht, weil Gesundheitsämter immer so was Fernes waren. Erst durch die Krise ist deutlich geworden, Mensch, dass wir die brauchen, und weil sie sich jetzt so darüber beschwert haben, dass die am Wochenende nicht arbeiten. Also nach allem, was ich gehört habe, ich kann jetzt nicht für jedes Gesundheitsamt sprechen, aber nach allem, was ich gehört habe, das ist in der Orga und in der technischen Umsetzung gibt es total viele Fehler. Und da müsste man vieles einfach bundesweit, sag ich mal, besser organisieren. Und Digitalisierung, vollkommen klar. Aber die Mitarbeiter dort haben echt am Limit gearbeitet. Gerade in den Phasen, wo es so hohe Inzidenzzahlen gab und die nicht hinterhergekommen sind. Also die haben nicht da gesessen, Däumchen gedreht. Nein, aber man hätte aufrüsten müssen. Dann hätte der Staat, die Landkreise, mich interessiert das nämlich. Ja. Wir haben Milliarden ausgegeben. Für viele Dinge, zu Recht oder zu Unrecht. Aber dann hätte man doch Milliarden auch verwenden müssen oder hunderte Millionen, um diese Gesundheitsämter, die unterbesetzt waren, mit Leuten aufzurüsten. Nee. Das ist ja über ein Jahr her. Dasselbe ist mit diesen Krankenhaus- und Intensivbetten. Heißt das im Umkehrschluss, hätten wir 5000 Intensivbetten mehr, hätten wir jetzt keinen Lockdown? Nein, das Problem sind nicht die Betten, du brauchst Personal. Und das kriegst du nicht von heute auf morgen aus dem Boden gestampft. Zumal ja, je höher die Arbeitsbelastung ist, umso mehr wurden selber krank, beziehungsweise konnten auch nicht mehr. Also du kannst ja nicht innerhalb eines Jahres tausende ausgebildete Fachkräfte. Und deswegen machen wir ja so sehr Druck, dass deren Gehälter deutlich steigen, weil du musst jetzt die Weichen stellen, dass dieser Beruf so attraktiv wird, dass deutlich mehr junge Menschen sich dafür entscheiden, weil du die eben nicht auf Fingerschnips sofort
Aber jetzt will ich mal hören, warum das nicht möglich ist. Das will ich jetzt gerade erzählen. Also ich habe keine Kreisklinik, das ist eine Universitätsklinik, da kann ich nicht mitreden. Aber vom Gesundheitsamt kann ich sehr sagen, wo das Problem liegt. Und deswegen nochmal ganz konkret ist der Vorteil der kommunalen Praxis. Das klingt erstmal total einleuchtend, aber die Wirklichkeit ist wirklich anders. Wir haben einhäusige Verwaltungen. So ein Landkreis ist eine Behörde bei uns. Kleiner Landkreis, 700 Leute, großer Landkreis können auch 2000 sein. Und was hat unser Landrat gemacht, als die Corona-Krise kam? Der hat das Gesundheitsamt, das 5 Leute hatte, weil mehr braucht man unter normalen Bedingungen nicht für die Aufgaben des Gesundheitsamtes, auf 100 Leute aufgestockt. Der holt die aus allen anderen Abteilungen, setzt die darüber und sagt, jetzt ist Krise, jetzt machen wir das. Und mit den 100 Leuten kriegt man das aber auch nicht richtig bewältigt. Woran liegt es? Verzwanzigfacht. Es ist kein Geldproblem. Das liegt daran, dass wir überbürokratisiert und unterdigitalisiert sind. Weil die Methode, ja, die Methode, die diese 100 Absolut. Leute einsetzen, ist, die rufen an. Ja. Dann fragen die, wen haben sie denn getroffen die letzten 7 Tage und so. Unter normalen Bedingungen wird es schwierig. Wen haben Sie im Bus getroffen? Wen haben Sie im Restaurant getroffen? Wen sonst wo bei der Arbeit? Das wissen Sie erstmal gar nicht. Manche kennen Sie den Namen gar nicht. Dann erforscht man das Gedächtnis der Leute. Dann in Pandemiezeiten sagen die vielleicht gar nicht, dass sie auf einer Party waren, weil die wollen ja nicht die Kollegen alle mit reinreiten. Und mit dem Zeug sind die dann den ganzen Tag beschäftigt, dann sollen sie das auswerten, dann wird es 3-mal übertragen, dann kommt es aufs Fax, dann wird es vom Test wird ein Fax hergeschickt, dann wird der Name übertragen und dann geht es, wenn die fertig sind, zu mir in die Stadtverwaltung, wo wieder eine Einheit ist, die Quarantäneanordnungen auch wieder neu eintippt. Mit dieser Methode kann man die Pandemie nicht bekämpfen. Und deswegen, das Problem ist die fehlende Digitalisierung. Aber Herr Poschert, da muss ich wirklich fragen, weil wir reden das jetzt in der Pandemie. Also wer in ein Impfzentrum geht, erlebt Bürokratisierung ohne Ende. Sie haben Israel angesprochen, Sie haben Amerika angesprochen. Ja. Du gehst zu einem Drive-In, du zeigst deinen Ausweis, du wirst geimpft hier. Ganz kurz, Marokko. Unser in Marokko lebender Korrespondent Alfred Hackensberger. Du, war super. Also Bayer. Und dann habe ich gesagt, ja, wie war es denn? iPhone, schicken dir das, hast eine Nummer. Wir reden Marokko, ja, also wir reden so von Ländern, die wirklich nicht privilegiert oder besonders wohlhabend sind, aber wir sind mittlerweile, was das betrifft, ich finde es ja auch gar nicht schlimm, auch da keine Lamoyanz, sondern BWLer würden sagen, super Entwicklungsmöglichkeiten, ja, und so würde ich es sehen. Und was Boris Palmer gesagt hat, bin ich total dabei, überbürokratisiert sind wir in allen Bereichen, katastrophal. Bürokratie ist eines der größten Probleme. Das ist wie Bildung übrigens. War nicht Edmund Stoiber mal 3 Jahre lang in jeder Talkshow, so praktisch der Karl Lauterbach der Entbürokratisierung, war dann bei der EU und hat immer nur Entbürokratie. Herausgekommen ist nichts. Wir haben in Bayern gibt es die Bürokratie bis heute. Bayern ist sozusagen, da funktioniert halt alles, so wie in Tübingen, aber es ist trotzdem überbürokratisiert. So niedrig waren die Zahlen so, nicht. Aber das hat andere Gründe. Aber die Inzidenzen sind auch nicht viel besser. Nein, ich mache doch nur einen Spaß. Also, ich will nur sagen, beide Punkte total richtig. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen es nicht privatisieren, was ich nicht verstehe, ich glaube, wenn wir uns auch da gemeinsam sagen, wir wollen das deutsche Verwaltungssystem effizient, schlank, digital und entbürokratisch machen. Ich glaube, sie die heben Aufgabe unendliche für die kommenden Kosten, 10 Jahre. Unendliche Kosten. Ja. Sie heben eine Dynamik, die wir nicht haben. Ich finde es nach wie vor absurd, dass man in fast allen europäischen Ländern, wenn man einen Reisepass beantragt, irgendwo 3-mal hingehen muss, anstatt alles durchzuklicken, ist alles möglich. Und ganz kurz, Privatwirtschaft könnte sowas innerhalb kürzester Zeit einfach hinstellen. Und ich frage mich, wie lange wir noch warten wollen. Jetzt hat ja der unverbesserliche Ralf Brinkhaus gesagt, wir brauchen eine Revolution der deutschen Verwaltung. Bin ich gespannt, wenn die Revolution von Ralf Brinkhaus kommt, wie die dann aussieht. Aber das ist doch, liegt so auf der Hand. Aber noch mal um das Thema Freiheit. All diese Sachen haben wir nicht thematisiert, sondern was war denn der Sound mit dem das Scheitern in der Krise? Ihr seid schuld. Die Fotos der jungen Leute in den Parks, der Deutsche, der auf dem Balkon steht und Leute fotografiert und so weiter. So, ja, ich will es nur sagen, dieser Sound, der auch von der Politik, auch von solchen Leuten wie Drosten, die sozusagen, da wurde
eigentlich der Bürger, ihr seid schuld. Anstatt zu sagen, die Regierung ist schuld. Da ist auch was mit den Intellektuellen und vielen Medien passiert, dass man eine CDU-geführte Bundesregierung verteidigt und lieber auf die Bürger, die eigentlich die Unterstützung von Intellektuellen für ihre Grundrechte bräuchten, dass man auf die eingeprügelt hat. Das ist kulturell ein solcher Bruch und ein solcher Skandal. Ich hoffe, es war nicht so impulsiv, aber das doch, macht mich. Vielleicht das sollte macht in mich Deutschland wirklich, auch streiten das macht mit Emotionen. Ja, das macht mich tief traurig. Aber die Aussage, dass die Privatwirtschaft das alles so besser hinbekommen würde, kann nicht stimmen. Da muss man nur mal sich anschauen, wie sehr Amazon, Privatwirtschaft mit hohen Gewinnen, die gerade wirklich viel Geld hätten, weil sie ihre Gewinne enorm gesteigert haben in der Krisenzeit, wie sehr die beim Infektionsschutz in ihren Sortierzentren schlampen. Es gibt immer wieder Masseninfektionen in einzelnen Standorten. Jetzt haben sie herausgebracht, dass es einen Standort gibt, wo die Leute nicht mehr FFP2-Masken tragen dürfen. Skandalös. Weil man das nicht. Bin ich ja, ganz bei Ihnen. Ich will nur sagen, also Privatwirtschaft wird das alles besser hinbekommen. Würde ich total Privatwirtschaft widersprechen. Heißt ja nur, aber ja, es gibt solche und solche. Ja, da muss man halt die richtigen nehmen. Naja, aber man kann nicht sagen, Privatwirtschaft macht alles toll und dann gibt es sozusagen ja die lebenden besser Beispiele dafür. Ich will noch mal über einen Punkt reden und zwar nicht unter dem, also ich finde auch gerade Leute, die sich im Freien treffen, das wissen wir jetzt, die Ansteckungsgefahr im Freien ist Faktor 10 und noch mehr geringer. Also das ist, waren wirklich die falschen Bilder und falschen Schuldzuweisungen. Es gibt aber auch etwas und damit müssen wir irgendwie noch einen Umgang finden und der wurde bisher nicht gefunden. Es gibt einzelne Kreise und einzelne Milieus, wo es zum guten Ton gehörte, gegen alle Corona-Maßnahmen zu verstoßen. Und dass man im Einzelnen mal, weil man die Nase voll hat oder so. Also ne, wer frei von Sünde ist, wer für den ersten Stein, das ist überhaupt nicht mehr ein Punkt. Aber es gab, das kann ich aus Sachsen sagen, querdenkerdominierte Kreise, gibt es auch in Thüringen, wo das zum guten Ton gehört, wenn jemand mit einer Maske reinkommt, wird er beschimpft. Ey, hör auf, dich hier wie ein Opfer zu verhalten. Ja, das ist ja so, vertrottelt einfach. Naja, aber man kann das nicht so verniedlichen, vertrotteln, sondern das ist dort dominant, dass Leute, die dann sich schützen wollen, dem total rede ich nicht das Wort. Das nee, ist das klar. Wollte ich ja gar nicht sagen. Ich will das nur als eine Problembeschreibung machen, dass sämtliche Regeln, auf die wir uns irgendwie verständigen, sei es über ein Bundesgesetz, sei es über eine kluge Anweisung von der Kommune und, komplett konterkariert werden, weil es sozusagen so eine Kulturen gibt, die das offensiv entgegenwirken. Damit will ich jetzt wahrlich nicht das Handeln der Regierung entschuldigen. Ganz im Gegenteil, ich finde, die hat sehr viel falsch gemacht. Aber dafür brauchst du irgendwie noch einen Umgang, weil auch dort derjenige, der sich an die Regeln halten will oder eine Maske tragen will, schon faktisch nicht mehr die Freiheit hat. Ja, das weil geht gar nicht. Aber ich will es schon ins Politische noch mal nehmen, Herr Palmer. Weil wir beobachten das ja nicht nur jetzt im Privaten, dass in Sachsen auch anderswo jemand sagt, ich bin ein Revolutionär, weil ich die Maske nicht trage, sondern wir erleben das wöchentlich auf Demonstrationen. Also wir sagen, die Demonstrationsfreiheit selbst in dieser Zeit ist zu gewährleisten. Ja. Und dann richtig. Kommen, ich nenne das jetzt mal diese Querdenker-Demos mit zigtausenden Menschen, die gegen alle Auflagen verstoßen. Gegen alle Auflagen verstoßen. Und die das, was Frau Kipping im Privaten beschrieben hat, im öffentlichen Raum darstellen. Und da fragt man sich doch neben all diesen Freiheiten auch, wie ist die wehrhafte Demokratie? Müsste man diese Demonstrationen, sie werden auch von den Gerichten dann erlaubt, aber wenn man offenkundig sieht, dass der Stinkefinger gezeigt wird von diesen Demonstranten, muss man diese Demonstrationen dann auflösen? Ist ja, ja auch passiert. Es sind ja ein paar nicht genehmigt worden. Aber das Demonstrationsrecht ist eines der großen Freiheitsrechte in der liberalen Demokratie. Ich finde gut, dass wir das so hoch ansetzen. Ich finde nur auch da, ein bisschen Kulturkritik darf man ja machen. Witzig, Querdenker-Demo schlimm. Noch mehr Demonstranten beim Mietdeckel, als er einkassiert wurde an einem Abend. Null Corona-konform, aber da dann nicht so schlimm. Und ich glaube, dass das, was Frau Kipping, ich habe die Bilder auch, ich weiß nicht, in welcher Stadt das war, so eine Altbau, wo die da schreiend durchgelaufen sind und danach, es war irgendein Kreis, kann es Thüringen gewesen sein? Und danach gingen die Infektionszahlen wirklich, die sind so abends, war das eine Montagsdemonstration sogar? Und dann hat man das gesehen. Also nur ganz kurz, da, nur damit wir, das meine ich überhaupt das weiß nicht. Ich wollte das nur mal als Problem ich sage, zur Freiheit gehört die Verantwortung und natürlich gehört dazu, dass man vernünftig ist.
Ich kann ja mal sagen, wie ich mit dieser Querdenker-Demo umgegangen bin, weil wir haben ja, mein Büro ist ja auch das erste Mal, die so aufgerufen haben zum Sturm auf den Bundestag, war ja alles drumherum blockiert. Und dann war mir die Frage, fährt man als Abgeordneter irgendwie mit dem Fahrdienst dran vorbei? Ich habe mich dann bewusst entschieden, das war, als das alles blockiert war drumherum. Ich setze mir eine Maske auf, nehme zwei aus meinem Team mit und gehe da durch. So, wenn die mich aufhalten wollen, dass ich im Bundestag will, dass ich als gewählte Abgeordnete nicht durchkomme, hätten wir ein Problem und dann hätte ich das auch wissen wollen. So, und wer mich ansprechen will, kann das machen. So, und habe mich danach halt hingestellt und habe nochmal erklärt, warum ich sowohl die Kritik, also die Regierungspolitik kritisiere, wie halt im schärfsten Opposition zu Querdenken stehe. So, weil ich wollte die nicht in so eine Rolle bringen, die sind hier voll die Rebellen und alle anderen müssen sich vor denen verstecken. Weil damit hatte ich auch irgendwie ein blödes Gefühl. Das war dann meine Entscheidung im Umgang damit in dieser Situation. Aber weil sie jetzt so getan haben, als ob wir total unterscheiden bei den Demonstrationen. Mein Einspruch ist schon an jede Demonstration. Und die müssen auch möglich sein, auch unter Corona-Bedingungen. Aber das Masken tragen zum Beispiel, rausgegeben wird als von den Organisatoren, dass das möglichst praktiziert wird. Und es ist für mich ein Unterschied, ob bei einer Demonstration aufgefordert wird, die Maske runterzunehmen oder ob sie getragen wird. Das gut, dass die Antifa und der Schwarze Block natürlich im Vorteil, weil die immer Maske getragen haben. Da gehört das sozusagen zum Style dazu. Ich würde das mal gern ernst noch mal vertiefen. Der Verfassungsschutz beobachtet ja nun auch bundesweit Personen wie Gruppen, die Sie beschrieben haben, wo Sie sagen, das ist nicht Freiheit, sondern Missbrauch von Freiheit. Die Querdenkerbewegung. Finden Sie das richtig, dass der Verfassungsschutz die beobachtet? Die Freiheit dieser Gesellschaft zu schützen? Ehrlich gesagt, erwarte ich mir davon keinen Erkenntnisgewinn. Also da kann man einfach im Internet recherchieren, was diese Gruppen sind und so weiter. Deswegen ist das für mich, ich finde es wichtig, dass die Leute begreifen, was es damit auf sich hat. Die Beobachtung durch den Verfassungsschutz, ich finde ja nicht, dass der wirklich die Verfassung schützt. Wir haben ja einen sehr kritischen Blick auf den Geheimdienst. Ja, Sie deswegen wollen ihn doch sogar abschaffen. Ja, als erstes demokratisieren oder halt sozusagen die Arbeit. Sie fordern die Abschaffung, soweit ich informiert bin. Ja, ich glaube, die AfD auch, oder? Alle, die es betrifft, ein bisschen. Es ist aber jetzt als gemein, oder? Was? Ja, es ist doch so. Die AfD, ich habe es gerade gelesen, die ärgern sich ja wahnsinnig darüber, dass sie jetzt. Meine Kritik an Geheimdiensten basiert in der Tat daraus, weil ich habe mich mit Leuten unterhalten, die in der SED waren und die dort auch am Ende mit der Stasi zusammengearbeitet haben. Und da gab es ganz üble, aber es gab auch Leute, die mir erzählt haben, wie man in sowas reinschlittern kann. Und für mich ist meine grundsätzlich kritische Haltung zum Verfassungsschutz, egal ob der Freunde, Feinde beobachtet, ich habe aus den Fehlern und aus dem großen Verbrechen von Sozialisten, Sozialisten eine grundsätzlich kritische Haltung zum Geheimdienst und nicht zu sein, lass mich da jetzt nicht in eine Kiste mit der AfD stecken. Die muss man nicht teilen, die Position, zu der ich gekommen bin. Für mich ist sie eine Auseinandersetzung mit linker Geschichte und ihren Fehlern in der Vergangenheit. Wo man sieht, es ist total sensibel, wenn man in eine Kiste gesteckt wird, wo man nicht hingehört. Ja, na klar. Merken Sie gerade, ne? Ja. Ich habe ja keine Kiste, ich habe einfach nur gesagt, da gibt es einfach trotzdem, eine Symmetrie. Sie hat es jetzt so empfunden, sie wird mit der AfD in eine Kiste geschickt. Nee, ist ja das, nicht dieselbe Kiste. Wenn einem das passiert, findet man das ziemlich ätzend. Nein, natürlich sind Parteien, die vom Verfassungsschutz sind. Ich wollte da gerade nochmal spiegeln, dass mir das auch schon öfter so gegangen ist. Da war Ulf Poschert dann auf meiner Seite. Das ist ja dann auch eine Verharmlosung. Man kann sie auch kritisieren, ohne sie mit der AfD in eine Kiste. Aber ich wollte Sie dann doch fragen, Frau Kipping beschreibt das jetzt gerade. Kann man ein Verfassungsschutz, eine Diktatur? War die DDR eine Diktatur? Ich finde, es war ein Staat, in dem es viel Unrecht gegeben hat. Ich würde sie nicht in Gänze als eine Diktatur bezeichnen. Ich kenne noch, also man ist nicht ein bisschen schwanger, man ist auch nicht ein bisschen nicht Diktatur. Ist es eine Diktatur? Natürlich war es eine Diktatur. Es war eine Diktatur, die hier an der Mauer Unschuldige erschossen hat, die in die Freiheit wollten. Das ist das Freiheitsthema. Deswegen ist dieses Haus hier und deswegen ist das andere Haus auf der anderen Seite. Wir waren mit dem Unternehmen bewusst an den Ort gegangen, weil das sozusagen das Ende der Freiheit. Hier endete der Westen und die Freiheit und da begann die Diktatur. Und natürlich, Unrechtsstaat war es sowieso, aber wer Menschen sozusagen die Bewegungsfreiheit nimmt, in der Art und Weise, wie die
sogenannte DDR das gemacht hat, ist natürlich eine Diktatur. Was soll daran nicht diktatorisch gewesen sein? Wir sind eingestiegen in dieses Gespräch mit dem Thema Sprechverbote. Seitdem ich mich entschieden habe, in der Partei wie der PDS politisch aktiv zu werden, erlebe ich, dass es ein Gesprächgebot gibt. Es gibt zwei Begriffe, zu denen ich mich immer bekennen soll. Nämlich DDR war ein Unrechtsstaat und DDR war eine Diktatur. Und ich darf nichts Abweichendes sagen. Sofort wird Nein, es ist die Erwartungshaltung, wenn du als Linke Politik machst, das wird mir... Hier darf ich das, aber die Erwartungshaltung, die seit zwei Jahrzehnten an mich herangetragen wird, ist, bitte verneige dich vor dem Begriff Unrechtsstaat. Nein, überhaupt nicht. Und wenn ich sage, ich kritisiere total viel, da gab es Verbrechen, da gab es sozusagen keine gelebte Demokratie, da gab es keine Pressefreiheit, ich war heilfroh oder ich bin heilfroh, dass diese Mauer gefallen ist und. All das wird sozusagen nicht akzeptiert, sondern es das heißt sofort, Sie müssen sich vor diesem Kesselhut verneigen. Nö. Und das sage ich, das mache ich nicht. Aber Frau Kipping, ich habe doch wirklich, wie Sie wissen, zu einer Zeit, als Sie noch gar nicht, ich habe Ihren Prager Frühling gelesen, als ich wahrscheinlich die wenigsten Journalisten für das interessiert habe. Und ich habe das, und das wissen Sie ja auch, von Anfang an sehr genau wahrgenommen, was Sie gesagt und geschrieben haben. Das ist vollkommen klar. Aber Sie müssen mir erlauben, dass Sie mein Blick auf die DDR einer ist, der so klipp und klar und auch unmissverständlich ist. Und ich finde, wir könnten jetzt über Hubertus Knabe, den Umgang von Lederer mit ihm sprechen. Wir können all das. Kurzum, die Aufarbeitung dessen, was diese Diktatur angerichtet hat, auch an kulturellen Zerstörungen, an Biografien, die zerstört sind. Wenn man Leute kennt, die in der DDR als junge Leute im Gefängnis waren, weil sie anders waren, weil sie frei leben wollten. Aber das geht nicht darum, Ihnen irgendwas... Ich finde, so wie Sie es gesagt haben, das ist Ihr Take und ich respektiere den. Okay, das und ist mein, der Punkt. Sie können das gerne anders bezeichnen. Sorry, das ist ja nicht nur jetzt eine persönliche Diskussion, sondern wir reden über Freiheit und wir reden über Diktatur und wir reden, wann ist eine Demokratie da. Also, das können wir auch in anderen Staaten diskutieren. Die ehemalige DDR, Meinungsfreiheit, wenn du eine andere Meinung hattest, warst du in der Regel nicht nur sozial, nicht nur in deiner Lebensbiografie bedroht, sondern du konntest auch ins Gefängnis wandern. Bewegungsfreiheit. Wir reden ja über Freiheit. Bewegungsfreiheit. Es gab keine Bewegungsfreiheit. Es war ein Privileg und es war immer so, wer raus wollte, großes Problem und die Familien waren bedroht. Ulf Poschardt hat das Beispiel genannt mit, man erschoss Menschen, die ihre Bewegungsfreiheit trotzdem frei entwickeln wollten. Freie Justiz, also Rechtsstaat, gehört auch zum demokratischen Freiheitsstaat. Es gab keinen Rechtsstaat, der unabhängig die Justiz von der Politik war. Ich will das nur mal aufbröseln, weil wir sonst in so eine Verschiebung kommen, die auch in unserer Gegenwart ja eine Rolle spielt. Ist jetzt Russland eine Diktatur oder nicht? Bewegt sich jetzt Ungarn und Polen in Richtung weg von der Demokratie oder nicht? Die Einordnung der Deutschen Demokratischen Republik hat ja auch etwas zu tun mit unserem Blick in der Gegenwart. Deswegen frage ich Sie, Herr Palmer, weil Sie sich doch dazu nicht äußern konnten. Wir haben jetzt die Diskussion gerade geführt. War die DDR eine Diktatur? War sie. Und trotzdem finde ich das total interessant, was Frau Kipping gerade gesagt hat, wie sie sich dagegen auflehnt, dass sie bestimmte Dinge, die letztlich Gewissenserforschung sein sollen. Nein, das diskutieren wir doch heute hier nicht so. Aber ich darf doch auch was interessant finden an dem Tisch. Weil ich das, was sie da sagt, selber in anderen Kontexten genauso erlebe. Ja. Und aber die Sensibilität haben wir ja alle. Ja, aber die Gemeinsamkeit hier einmal noch mal über den Tisch zu sagen, Frau Kipping, das verstehe ich total, dass Sie sich nicht zwingen lassen wollen, sagen zu müssen, das war aber eine Diktatur. Aber niemand zwingt hier niemand. Sie beide tun das nicht, aber sie hat beschrieben, dass ihr das immer wieder vorgehalten wurde, der Stock. Und ich kenne das, ich habe das auch in Talkshows gesehen, dass man als Linke sich da zumindest in den 90ern Rote Socken-Kampagne immer rechtfertigen musste. Aber sagen Sie erstmal, es war eine Unrechtsstaat und eine Diktatur, sonst dürfen Sie nicht mitreden. Aber das hat sie doch gerade so geschildert, dass sie das so erlebt hat. Zuschreibung. Und ich wollte ihr einfach nur beispringen und sagen, das verstehe ich total gut, weil mir in anderen Kontexten das Gleiche passiert. Darf ich mal einen Diskurs? Und trotzdem sage ich natürlich, war eine
Rechtsstaat und eine Diktatur. Ich möchte mal ein Diskursproblem dieser Republik beschreiben. Oh, endlich. Helfen Sie mir. Ja. Jeder hat irgendwann jetzt so ein Beispiel, wo er erzählt, ja, ich werde gezwungen, irgendwas zu sagen. Wenn ich was sage, gibt es einen Shitstorm. Ja. Ja. Und damit werden Fragen und Antworten immer wieder markiert und konnotiert nach dem Motto, also ich lasse mich nicht zwingen oder ich werde gleich verfolgt, wenn ich was sage. Ja. Nein, wir haben hier, und das will ich nur betonen, wir versuchen hier eine Frage zu beantworten. Sie haben sie beantwortet, wie Sie es getan haben. Mhm. Weder ist hier Gewissensforschung entstanden, noch ist deswegen Frau Kipping außerhalb der Gesellschaft jetzt. Hier nicht. Ja, aber wir sind jetzt hier. Ja. Und ich bestehe darauf, wir haben ja auch gemeinsam diesen Raum Welt geschaffen, damit man hier erstens lange, ausführlich, differenziert diskutieren kann und diese Klischees nicht immer wieder reinbringt, um aus dem Thema wieder wegzurutschen. Aber mein Thema ist Freiheit und Diktatur. Ja, aber man nimmt, also ich habe jetzt was verstanden und ich bin Ihnen auch dankbar, dass Sie es so klar gesagt haben. Und was Boris Palmer darauf geantwortet hat, ich weiß nicht, welcher englische Philosoph gesagt, esse ist percipii, sein ist wahrgenommen werden. Und wenn man das Gefühl hat, und wie gesagt, ich habe leider all diese Gefühle nicht, mir ist egal, was die Leute über mich denken, mir ist auch egal, was sie von mir wollen, I don't care. Und auch die Zuschreibung ist mir alles wurscht. Aber ich finde, und das habe ich jetzt gerade gespürt, um es jetzt mal so hippie-mäßig wie in der WG zu sagen, dass da eine Je Zuschreibung... Je länger man diskutiert, umso mehr wird ja das raus. Ja, das ist so, dass so eine Zuschreibung, die Freiheit des eigenen Entwurfs, der einem wichtig ist, nehmen kann. Und wenn es eine Zuschreibung ist, die, und das habe ich jetzt Ihrer Reaktion entnommen, einfach mehr als ein Dutzend Mal so passiert ist, dass man sich dagegen verwahrt, finde ich, ist ein gutes Recht auf Freiheit. Und ich finde, das ist ja auch ein Thema von Boris Palmer, dass er sich eigentlich dagegen verwahrt aus einer Partei, die, wie man jetzt an so einem längeren Abend, ich glaube, wenn sich die Grünen mal für was anderes als die Seite 3 der Zeit interessieren würden, dann könnten sie mit Boris Palmer jemanden kennenlernen, der so ein richtiger Grüner ist. In allem, in der kompletten Mischung aus sozialer Empathie, aus einem linken Umverteilungsgedanken, aus einem pragmatischen Gestalt. So. Und jetzt nochmal, und vielleicht ist es ja wirklich ein interessantes Ergebnis von so einer längeren Diskussion, dass es den Raum nicht mehr dafür gibt, zu erkennen, dass hinter den Personas, die sich auch selber, man kann sich auch gut hinter einer Persona verstecken, eben auch noch andere Sachen zu entdecken sind, die es dann schwieriger machen mit den Zuschreibungen. Und da wird es dann eigentlich spannend, weil man dann entdeckt, wenn man hinter diese Personas gucken kann, dass da viel mehr verbindende Möglichkeiten entstehen, weil es komplexer ist. Und ich glaube sozusagen, wenn Freiheit etwas ist, was Komplexität ermöglicht, dann ist sie dadurch wahrscheinlicher geworden. Also ich glaube, wenn wir nur mit diesen ritualisierten Zuschreibungen, Identitäten und Karikaturen, die Leute gerne aus einem machen wollen, jeder hier ist unterschiedlich betroffen, ehrlich gesagt, auch Michel Friedmann logischerweise. So, und dass mein Begriff von Freiheit natürlich auch einer ist, der mit Individualität zu tun hat. Und Ayn Rand, diese große, große Philosophin, und hat ja gesagt sozusagen, die kleinste Minderheit ist das Ich, ist das Individuum. Und wenn wir da gemeinsam Zeugnis davon ablegen, dass wir darauf bestehen, auf unsere ganz individuelle Identität, die eben nicht mit ein paar Begriffen und Klischees und Totschlagargumenten und Schubladen, wie man es auch alles nennt, sozusagen zu fassen ist, sondern so mitbekommt, dass Menschen multidimensional und auch widersprüchlich und all das sind, dann haben wir schon ganz, ganz viel gewonnen. Weil ich glaube, deswegen leide ich auch so viel an den Debatten, weil ich so finde, da ist so unendlich viel verschenkt. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt verraten darf, aber es gibt ja sozusagen, deswegen habe ich mich so extrem gefreut, als irgendwann mal vor ein
paar Jahren ein Anruf kam und sagt, ja, Herr Poschert, können Sie sich vorstellen, zum 40. Geburtstag eine Laudatio zu halten oder einfach einen kleinen Gruß. Laudatio war natürlich... Das war ein bisschen großes Wort. Ne? Ja, ein kleines Grußwort. Und es war mir eine solche Ehre. Und das ist in so heutigen... Ich glaube, das wäre heute undenkbar. Und ich glaube, warum, das ist warum, schade. Warum, Herr Poschert? Weil sich die Dinge so verändert haben. Es ist eine Giftigkeit und Galligkeit. Als wir uns noch gekappelt haben, das waren ganz andere. Also da, ich meine, Sie erinnern sich, da war es. Das sieht auch so kulturpessimistisch. Ja. Ich komme mal kurz, das war so ein Schimmer, wir waren bei Iron Rant. Ja. Mit die größte oder Minderheit ist das ich. Jetzt würde ich gerne als Ostdeutsche nochmal auf Iron Rant mit Christa Wolf antworten. Die Autorin, die ich in meinen Jugendjahren verschlungen habe in allen Varianten und die eine ganz faszinierende Ehe mit ihrem Mann, der Verleger war, geführt hat. Und ich war auf mehreren ihren Lesungen und er war dann immer mit und so. Und es war so, also wir waren irgendwie verliebt in dieses Paar als, während meiner Abi-Zeit. Und sie hat irgendwann über ihre Beziehung gesagt, das Faszinierende daran ist, dass das Streben nach Autonomie des Einzelnen und das Streben nach Gemeinsamkeit bei ihnen kein Widerspruch ist. Und wenn man jetzt das, was Christa Wolf über ihre Beziehung sagt, mal auf Gesellschaft aufbringt, weil das ist es, eine Gesellschaft, in der man ohne Angst anders sein kann und seine Selbstbestimmung ausleben kann und es zugleich Gemeinsamkeiten gibt, das ist, glaube ich, das Schwere, also was schwer zu machen ich ist. Ich muss ein Spielverderber sein, auch was diese WG-Atmosphäre angeht, weil es gibt ja noch eine andere Perspektive, auch von Millionen Individuen, die, wie Sie behaupten, unter dieser DDR-Diktatur furchtbare Lebensbiografien erlebt haben. Okay, dazu kann ich und auch ich was will, sagen. Nein, ich, noch einmal, das, auch wenn ich das jetzt hier diskutiere, diskutiere ich es nicht nur mit Ihnen, ich diskutiere es mit uns, weil die Verdrängung von politischen Diktaturen hat ja in diesem Land eine große Tradition. Also, es gibt in der Biografie, da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Poschert, ein Anspruch sogar darauf zu sagen, respektiere meine biografische Erzählung. Das gilt für alle und reduziere mich nicht. Das gilt übrigens auch für Muslime und für Migranten, für alle. Reduziere mich nicht auf etwas. Auf der anderen Seite sind wir alle in einem politischen Kontext. Und in diesem politischen Kontext ist es mir doch noch mal wichtig, und deswegen bin ich Spielverderber, mir die Frage zu stellen, die Einordnung von politischen Systemen in der jeweiligen Gegenwart zeigt ja auch, in welchem Zustand die jeweilige Gegenwart ihre Werte formuliert, also auch Freiheitswerte. Und wenn wir, noch einmal, Sie sind eine von uns Vieren, über die ehemalige DDR sanft hinweggehen, deswegen musste ich noch mal die Opfer nehmen, ich rede nicht nur von denen, die erschossen wurden, ich rede wirklich von Millionen. Also ich fand mich jetzt gar nicht so sanft. Aber ich würde gerne nein, ich will das nur erwähnen. Wir sind doch heute in unserer Gegenwart auch mit diesem Dilemma beschäftigt. Wie ordnen wir Freiheitsgegner ein? Oder wie ordnen wir Länder ein? Und das hat ja was immer auch mit uns zu tun. Wie Ungarn, wie Polen oder auch wie Russland. Venezuela finde ich ein gutes Beispiel. Auch ein Beispiel. Aber bleiben wir auf diesem Kontinent. Was ist Demokratie denn mindestens? Und ab wann ist Demokratie nicht mehr Demokratie? Das ist doch etwas, worüber man sich auch in die Verhandlung begeben muss, wenn man weiß, es gibt eine Partei, wir haben sie schon angesprochen hier in Deutschland, die immerhin auch jetzt, wo sie ihr Schafspelz ausgezogen hat, wieder zweistellig ist. Es gibt Länder in Europa, in der Europäischen Union, in denen Rassismus zum Bestandteil der Regierungsrhetorik gehört. Es gibt Entwicklungen vom Populismus, die erfolgreich sind. Also wo ist da die rote Linie, auch der Meinungsfreiheit? Wann muss man sagen, jetzt passiert was? Das wird ja andauernd gesagt. Sie haben jetzt ganz viele Töpfe aufgemacht. Vielleicht gehen wir noch mal. Also ich würde ausdrücklich sagen, mir ist es wichtig, niemals sanft hinwegzugehen über die Fehler und Verbrechen, die im Staatssozialismus begangen wurden. Ganz im Gegenteil, die muss man gründlichst analysieren, auch um die richtigen Lehren zu ziehen, auch als Linke. Ich habe immer für mich gesagt, eine Lehre ist, dass sozusagen Freiheitsrechte und Grundrechte niemals auf dem Alter eines vermeintlich höheren Zieles geopfert werden dürfen. Das habe ich in den 90er Jahren, als man sich dafür rechtfertigen musste. Daher folgt dann auch meine Kritik zu Geheimdiensten. Das ist ein Punkt. Das andere ist, finde ich, wenn man sich jetzt die Situation in Ungarn oder Russland anschaut,
in Weißrussland zum Beispiel meine Genossen, mit denen ich per Zoom und so oder per Videokonferenz unterhalten habe, die wären dort ins Gefängnis gesteckt in Weißrussland. Und auch mit Blick auf Russland muss man sagen, natürlich sozusagen ist das aufs Schärfste zu kritisieren, was an Menschenrechtsverletzungen stattfindet. Was ich gut fände, wenn wir in eine Situation kommen, wo, das sage ich in alle Richtungen, macht man sich mal bei den einen unbeliebt, mal bei den anderen, dass man sagt, dass nicht so eine Gewichtung gibt. Bei den einen werden die Menschenrechtsverletzungen ganz groß zu Primetime behandelt, bei dem anderen eher so unter der Hand und dann gibt es trotzdem weiter eine wirtschaftliche Zusammenarbeit. Eigentlich müssten wir zu einer Situation kommen, dass es gleichermaßen mit den gleichen Regeln behandelt wird. Und jetzt erlebe ich in der politischen Debatte oft jeweils eine antithetische Fesselung. Das ist so reflexartig dann, weil die einen immer nur nach Russland und China schauen, aber gegenüber, also nicht Herr Poschert, aber bei, gegenüber die Bundesregierung, gegenüber Türkei und gegenüber Saudi-Arabien, da gab es dann sehr lange eine enge Zusammenarbeit, gibt es dann wiederum teilweise von links einen Reflex, wiederum dann die zu verteidigen. Ich finde das falsch. Also es gibt nur eine Grundregel, Menschenrechte gleichermaßen überall und jede Menschenrechtsverletzung an zu kritisieren. Ach, und noch ein Punkt wegen Demokratie. Ganz offensichtlich, das, was wir zentral gelernt haben, entscheidend ist, dass die Person demokratisch gewählt ist, reicht als einziges Kriterium nicht. Nö. Weil wir haben ein paar Leute, also Erdogan, verheerend, ja. Natürlich mit der Person, ist aber mehrheitlich gewählt. Ja. Und selbst wenn man jetzt sagt, also die haben schon auch bei den Wahlverfahren und so Repressionen gehabt, der hätte wahrscheinlich ein schlechteres Ergebnis gehabt. Aber also in Istanbul hat das jetzt dreimal probiert und am Ende hat sich doch praktisch, ja. Egal wie der gegängelt wurde. Putin gewählt, ja. Natürlich mit Unterdrückung auch von Gegenkräften. Trotzdem die Prognose war, auch wenn die alle hätten normal antreten können, womöglich wäre er trotzdem gewählt worden, was verheerend ist. Aber so, ne, in anderen Ländern, Orbán, Ungarn ist erstmal demokratisch aber gewählt egal, worden. Egal wer gewählt verheerend. Wird, die entscheidenden. Nee, das heißt, wir brauchen aber weitere Kriterien, ja, aber für die Bestimmung. Ich will mal noch mal in Deutschland sein. Egal wer jetzt gewählt ist, welche Partei. In Ostdeutschland haben wir auf die Frage, ist Demokratie für Sie etwas Gutes? Eine mittlerweile nicht mehr kleine Minderheit, die sagt, nee. Aber auch in Westdeutschland haben wir auch Zahlen, die weit über ein Viertel der Bevölkerung gehen. Wenn wir diese Freiheitsdebatte haben, wenn wir über all das reden, was wir heute reden, ist die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland stabil? Ja, ich glaube, sie ist stabil und wir dürfen sie auch nicht kaputt reden. Und deswegen, egal wie sehr man gewisse Dinge highlighten muss als problematisch, muss man sagen, im Großen und Ganzen funktioniert das parlamentarische System, so wie wir es erleben, gut. Und ich finde auch, so sehr ich mich ärgere, warum bin ich so leidenschaftlich und bin dann leider impulsiv und so, das bedauere warum ich auch. Leide? Naja, ich will nur sagen, weil mir das was bedeutet. Ja. Ich mir bedeutet diese Gesellschaft und ihre Liberalität sehr viel. Und mir bedeutet sehr viel, dass wir in Europa seit 1945 de facto Frieden haben, andere Situationen im Osten Europas. Aber ich finde, da lohnt sich's dafür, zu streiten und zu kämpfen. Ich bin auch nicht kulturpessimistisch, sondern ich glaube, wir müssen uns als vier Privilegierte, die hier am Tisch sitzen, darüber klar werden, dass diese Transformationsprozesse und das Disruptive, was wir im Augenblick erleben, die Jobs verändern sich. Sie haben ein riesiges Thema angesprochen. Elon Musk, der auch bei uns hier im Haus war. Klima, ist das die größte Katastrophe? Er sagt, nee, das kriegen wir hin. Das größte Katastrophe ist AI. Vor dem hat er richtig Angst. Wenn die Computer sich so weiterentwickeln. Also, was ich damit sagen will, die Menschen spüren, dass die Dinge ganz schnell ganz anders werden. Und diese Kurven der Veränderung, Weimarer Republik, man muss sich ja hier nur am Ruppenhorn mal die Häuser von Anker und Luckert angucken. Da haben sich jüdische Intellektuelle, Ärzte Häuser gebaut von Architekten, die heute noch unfassbar modern wirken.
Und gleichzeitig jemand, der im dritten Hinterhof ruft, der guckte sich das an und sagt, die leben in einer anderen Zeit als ich. Der Spread, den wir haben zwischen Leuten, die ganz digital in der zeitgenössischsten Innovationsavantgarde angekommen sind und denjenigen, die schon Schwierigkeiten haben, das kleine 1x1 eines Smartphones zu verstehen, das reißt eine Gesellschaft auseinander. Dann gibt es kulturelle Veränderungen. Ich will damit sagen, ich glaube, diese Demokratie ist auch deshalb gefordert und deshalb auch die Intellektuellen und die Medien gefordert, diese Sorgen der Leute, die manchmal was ganz Diffuses und Ungenaues haben, aber sagen, mir geht das alles zu schnell, warum soll ich jetzt anders sprechen? Ich wollte die Migration nicht, ohne Nazis zu sein, aber das, ich will das so nicht. Ich möchte dazu noch mal einen anderen Standpunkt einnehmen. Ich glaube, dass sich die Dinge in der Globalisierung schnell stark verändern, dass das in tendenziell eher mehr wird und dass in so einem Prozess die Modernisierungsverlierer immer eine Neigung haben, einfache Erklärungsmuster und Feindbilder zu schaffen, um ihr Verlieren in der Modernisierung mit einem Milieu oder einem Sündenbock zu verbinden. Ich wollte gerne Ihre Frage, ist Demokratie stabil? Ich muss nur noch mal was sagen. 49%, also ich meine, man muss die Zahl mal hören, nach dem ARD-Deutschland-Trend. 49% der Menschen in Ostdeutschland sagen, dass sie mit der Demokratie wenig oder gar nicht zufrieden sind. Wir wollen jetzt die Demokratie und die Stabilität gar nicht schlecht reden. Ich will dazu ergänzen, 31% sagen das auch im Westen der Bundesrepublik. Das sind doch, das mag eine Begründung haben. Eine haben Sie geliefert. Das mag eine Momentaufnahme sein. Aber solche Zahlen, da kann man, finde ich, wenn man über Freiheit redet und Demokratie ohne Freiheit ist undenkbar und Freiheit ohne Demokratie, behaupte ich, ist undenkbar. Also ich kann mir nicht Freiheit in der Diktatur vorstellen. Gibt's auch nicht. Außer einer individuellen Nische, die man sucht. Aber vielleicht irre ich mich. Also, wenn da fast die Hälfte und da fast ein Drittel der Bevölkerung so etwas ausdrückt, wie steht's mit der Freiheit? Ich meine, auch man könnte ja auch antworten, ich hole mir mehr Demokratie, anstatt zu sagen, ich bin nicht zufrieden. Was passiert da gerade? Ein Motiv haben wir gehört, aber das Motiv ändert nichts am Ergebnis. Ich hätte Ihre Ausgangsfrage, ist die Demokratie stabil, auch ein bisschen anders beantwortet. Tun Sie es. Und zwar, also, sie ist noch stabil, aber es ist keine Selbstverständlichkeit, dass das so bleibt. Und aus der Klimaforschung gibt es ja diesen Punkt, wo man sagt, da gibt es kein Zurück mehr. Also wo es steigt kontinuierlich und kontinuierlich steigt der Meeresspiegel und irgendwann gibt es einen Punkt, wo es komplett umschlägt. Und meine Beobachtung ist, es gibt auch sozusagen aus sozialen Verwerfungen heraus, aus Modernisierungsskepsis und immer mehr eine wachsende Skepsis kontinuierlich. Und dann kann es auch irgendwann so einen Punkt geben, wo es umschlägt und nur noch bedingt handhabbar ist. Deswegen sage ich, es gibt ökologische Kipppunkte wie soziale Kipppunkte. Vielleicht aber sind diejenigen, die sich kritisch äußern, auch gar nicht alle, dass sie sagen, sie sind per se gegen Demokratie, sondern nur die jetzige Form stört sie. Also dahinter könnte ja auch ein tiefes Sehen nach viel mehr gelebter Demokratie sein. Also dass sie das, woraus sie wirklich beeinflussen können mit demokratischen Entscheidungen, ihnen nicht wirklich reicht. Also ich würde nicht die 49% im Osten und die 31 im Westen, würde ich nicht alle, das sind alles Feinde der Demokratie sagen, sondern vielleicht ist es nur eine Unzufriedenheit mit dem, wie sich demokratische Teilhabe für sie darstellt. Deswegen würde ich sagen, die Frage ist nicht nur, ist Demokratie stabil, sondern was können wir tun, um sie zu vervollkommnen? Mehr direkte Demokratie, da gibt es tolle Initiativen jetzt durch die Bürgerräte, wo also auch Menschen, die zufällig zusammengewählt werden, Sachen entwerfen. Die Fortsetzung von demokratischer Mitbestimmung in Betrieben durch Ausweitung der Mitbestimmungsmöglichkeiten und. Und wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie durch ihr eigenes Handeln einen Unterschied machen, kann die Begeisterung für Demokratie niemand auch wieder wachsen. Niemand hindert in einem freien Land freie Menschen, das alles zu tun. Naja, aber die Existenzangst zum Beispiel.
Wenn ich einen Betriebsrat gründe in so manchem Unternehmen, muss ich damit rechnen, es gibt viele Fälle für Betriebsratsbusting, rausgekickt zu werden. Das heißt, der Einsatz für Demokratie im Betrieb kann ganz schnell zum existenziellen Problem werden. Aber orthodox links kann man sich jetzt nicht darüber beklagen, dass eine Linke sowas sagt. Ich würde aber auch noch auf diese Frage der Stabilität der Demokratie noch eine tagesaktuelle Antwort geben. Weil diese Diskussion über Politikverdruss oder Staatsverdruss in der Demokratie, das ist auch nicht ganz neu. Also da kann ich mich erinnern, das habe ich vor 20 Jahren auch schon mal mit anderen besprochen. Das ist das Schicksal älterer Leute. Sie haben irgendwie alles schon mal gehört und gesehen. Ne? Ich habe auch die grauen Haare jetzt schon. Kommt einem alles vertraut vor. Aber es gibt was Neues, das ich vor einem Jahr noch nicht kannte. Und das ist doch die Beobachtung, dass es autoritäre Systeme gibt, China, die in der Lage sind, eine Pandemie auszutreten. Und die jetzt wesentlich mehr Freiheiten für ihre Bürger zur Verfügung stellen können, als wir. Die Grundrechtseingriffe dort sind jetzt in vielen Bereichen geringer als bei uns. Aber zwischendurch waren aber hallo, ja, natürlich. Also in aber China. Keine Frage, aber jetzt, Herr Friedmann, lassen Sie gerne mal, Sie dürfen ja gleich, dann ist alles Quatsch. Mir ist es auch aufgefallen, aber ich gehe jetzt mal in den Waschbecken. Aber jetzt muss ich gleich mal Boris Palmer verteidigen. Haut der ab. Nein, er haut dich ab. Er benennt ein Problem. Ich will den Gedanken nur, ich habe ihn noch nicht hinreichend erklärt. Der eine geht, der andere schon verstanden. Also eine habe ich schon, die Sie versteht. Die Effizienz der Pandemiebekämpfung in autoritären Systemen ist offenkundig sehr viel besser als bei uns, weil sie nicht gehemmt ist durch Grundrechte, um es mal ganz nüchtern zu beschreiben. Wenn der Staat so zuschlagen kann, wie China das kann, und die Leute aus der Familie rausnehmen, wenn irgendein Verdacht auf Infektion ist, und wegstecken 2 Wochen in den Quarantänekrankenhaus, kommt bei uns doch keiner auf den Gedanken, sowas zu machen. Und wenn der Staat sagen kann, hier geht jetzt 2 Wochen keiner mehr vor die Tür, und wenn doch, dann aber Gefängnis und so, ja, das kann der chinesische Staat, dann ist es offensichtlich möglich, auch in einem sehr dicht besiedelten Land Corona auszutreten. Die haben das Problem gelöst. So, und wenn man die Frage, ob demokratische Systeme in Gefahr geraten, diskutiert, dann muss man, glaube ich, auch die Ergebnisse des Regierungshandelns mit einbeziehen. Weil Menschen messen leider nicht nur Freiheit und Grundrechte und Verfassung, sondern sie sagen auch immer, was liefert eigentlich dieses System für mich? Und die Dysfunktionalität, die wir da gerade alle jetzt miteinander in Europa erleben, dass Europa so vergleichsweise schlecht durch diese Krise kommt und so wenig Effizienz zeigt in der Pandemiebekämpfung, macht mir große Sorgen vor dem Hintergrund der Frage, was wählen die Leute nachher am Ende? Weil es gibt mehr Leute, da machen wir uns mal nichts vor, mehr Leute, als wir uns wünschen, die am Ende sagen, wenn ich wählen muss zwischen ein bisschen mehr Unfreiheit und dafür mehr Ergebnisqualität des staatlichen Handelns. Das ist eine Gefahr, klar. Dann entscheide ich mich besser für die Qualität des staatlichen Handels. Das funktioniert hier. Und ich nehme ein bisschen Unfreiheit in Kauf. Und das ist eine große Gefahr, weil ich würde niemals diese Wahl treffen. Ich verstehe aber den Punkt. Ich denke, dass viele Leute da in der Gefahr sind. Ich verstehe den Punkt. Und deswegen, letzter Satz, meine ich, dass wir uns echt darüber unterhalten müssen, wie man unter demokratischen Bedingungen Pandemien effektiver bekämpft, als wir das getan haben. Ich würde nur gerne Ihre Erzählung, Ihre Sprache noch mal aufgreifen. Ja. Ein bisschen mehr Unfreiheit. Reden wir von ein bisschen mehr Unfreiheit oder reden wir von einer der härtesten Unterdrückungsdiktaturen, die es überhaupt für Menschen gibt, nämlich China? Also auch da passiert doch was mit uns, wenn wir sagen oder nicht dafür werben, zu sagen, es mag sein, dass es bei uns länger dauert. Es mag sein, dass wir nicht effizient sind wie so eine Diktatur. Aber wollt ihr wirklich deswegen diese Demokratie mit der chinesischen Diktatur tauschen? Also meine Frage ist, vielleicht müssen wir mehr werben für unser System, statt zu sagen, die Chinesen haben mit ein bisschen weniger Freiheit. Ich glaube, das ist nicht das Thema. Ich glaube, wir müssen unser System effektiver und besser machen. Aber die Diktatur Chinas als effizientes Beispiel, würde das jetzt bedeuten, dass, weil Diktaturen effizient sind, wenn man in dem Land besser lebt, Kann man besser leben in einem Land, wo man sich nicht verwirklichen kann? Also in China lebt man ja nicht besser. Man muss ja noch die Arbeitsbedingungen in den Fabriken anschauen. Die Leute, es gibt Menschen. Aber das war nicht sein Punkt. Die Chinesen, er hat ja eine Gefahr beschrieben. Ich verstehe die Gefahr. Die Chinesen haben keine Mauer um ihr Land gebaut. Und da wird auch niemand erschossen, der raus will. Und das ist natürlich etwas, die Chinesen sind stolz auf ihren Erfolg. Die kommen von nirgendwo. Die Chinesen haben aber eine große Tradition.
die sind sozusagen Hochkultur gewesen, als wir es erkennbar noch nicht waren. So. Und der chinesische Weg ist in der Tat auf vielen Ebenen eine große Herausforderung. Also, wie ich zu China stehe, ist vollkommen klar. Das ist eine Diktatur, das ist eine der gefährlichsten Diktaturen, weil sie geschafft haben, sozusagen gefährliche Mischung aus Kommunismus und einem ruchlosen Kapitalismus. Und Imperialismus. Ja. Und Imperialismus sowieso. Sie sind und Patriarchal. Und Patriarchal sind sie sowieso. Die sind alle. Und Kolonialismus. Ja. Und alles, ja. All das. Aber um denen auch den Punkt zu geben, Stichwort AI, wir haben immer wieder, oder logischerweise als Journalist spricht man natürlich auch mit chinesischen Unternehmern. Und dessen so einer der großen Tech-Unternehmer, da gibt es ja so ein chinesisches Silicon Valley. Und der war auch hier und guckte sich hier so die Arbeitsgepflogenheit der jungen Menschen hier an. Und hat mal so erzählt, wie es in dem chinesischen Silicon Valley ist, wo die um 5:30 da reingehen ins Büro und abends um 1 nach Hause gehen. So. Und der sagt es nur so, die wollen das, die wollen Aufstieg, die wollen, dann ist die zweite oder dritte Generation sozusagen seit Mao. Und die sagen, wir wollen die Nummer 1 werden. Alle haben auf uns runtergeguckt, wir waren arm, die Leute sind verhungert und so weiter. Und dieser Ehrgeiz und gleichzeitig die Brutalität, diesen wirtschaftlichen Machtapparat so anzufüttern, sind eben für viele Leute Argument genug zu sagen, es gibt so einen Weg zu breiterem Wohlstand. Es gibt immer noch unendlich viel Menschen, die in Armut leben und so weiter. Das ist vollkommen klar. Arbeitsbedingungen, ne? Also Arbeitsbedingungen steigen langsam, aber für uns. Das heißt, und da hat Boris Palmer, glaube ich, einen guten Punkt zu sagen, das sollte sagen, guck mal, es geht auch anders. Wir haben in Deutschland, nicht nur im Osten, aber da ganz besonders, eine Putin-Verehrung. Die gibt es bei der AfD, die gibt es bei der SPD, die gibt es stark auch bei der Linkspartei. Und muss selbst der sächsische Ministerpräsident antizipiert gerade Putin. Aber die gibt es vor allen Dingen in der Bevölkerung. Ja, ich sag ja, ich will ja nur sagen, der Putin wird von den unterschiedlichsten Milieus, ja, guck doch mal an. Also jetzt guck mal, da gibt es keine Diversität und da wird ein CSD noch richtig zusammengeprügelt und so. Naja, ich will nur sagen, was bedeutet das für uns? Es gibt andere Entwürfe und ich finde, da dürfen wir nicht defensiv sein und da bin ich auch ganz bei Palmer. Wir müssen besser werden und wir müssen besser und attraktiver und moderner. Und diese vergangenen 14 Monate haben deutlich gemacht, dass wir es nicht sind. Und haben deutlich gemacht, was wir besser machen müssen. Und um jetzt nochmal zur Gesprächskultur und all den Sachen zu kommen. Und da sind alle gefragt. Und wenn wir da einen Prozess mit du bist böse, du bist gut, mit dem rede ich, mit dem ich rede, wenn wir separieren und ausschließen statt integrieren und möglichst viele mitnehmen, dann wird es nichts werden. Aber ich traue es uns zu, hoffentlich. Also es gibt ein paar Dinge, wo die Krise aber auch gezeigt hat, die hier richtig gut funktionieren im Vergleich zu anderen Ländern und wo man eher ausbauen muss. Das ist zum einen, dass fast alle eine Krankenversicherung haben, dass man nicht eine Situation hat wie in den USA, nur wenn du Glück hast, wirst du überhaupt versorgt. Oder wie in Indien oder Brasilien, wo es faktisch kein Gesundheitssystem gibt und die Leichen sich am Ende stapeln. Also die Bilder aus Indien vor den Krankenhäusern sind ja verheerend. Im Übrigen finde ich auch, dass die Pandemiebekämpfung hier besser funktioniert hat als in Russland. Also ich habe Berichte gehört aus Sibirien, nicht nur aus Moskau, wo vielleicht die Kameras waren. Also nee, wo haben die Leute auch teilweise uns. Also ne, das ist, was da passiert ist, ist verheerend. Obwohl die viel aggressiver auf die Handys zugegriffen haben. Und jemand, der in Quarantänebestimmung war, wenn der noch mal schnell zum Büro ist, um was abzuholen, hat sofort eine SMS bekommen und so. Also die hatten allen Datenschutz ausgesetzt und hatten trotzdem verheerende Krankheitsfälle in Sibirien. Und ich finde das Kurzarbeitergeld. Also dass man schon mal sagen kann, es gibt ein paar Errungenschaften, die haben gut funktioniert.
Krankenversicherungspflicht, Kurzarbeitergeld. Es gibt andere Sachen, da hat unser Sozialsystem eine totale Lücke. Selbstständige, kunstschaffende Honorarkräfte, für die gibt es für so eine Situation keine Lösung. Laptops für die Kinder, die es brauchen. Und Digitalisierung. Und also das habe ich, das ist so da, was große Scheitern. Wir haben ein Bildungs- und Teilhabepaket. Das ist ein Fonds, wo jeder, der in Hartz IV ist, weiß, wie man einen Antrag stellen muss. Habe ich einfach gesagt, einfach sicherstellen, sofort Laptop mit SIM-Karte rein, jedes Kind. Es musste ein total komplizierter Weg über die Schulen gegangen werden. Also da hast du dann auch Zweifel. Ich will das Thema nicht verlieren. Sie müssen mir da noch mal helfen. Wir haben es ja gerade diskutiert. Wir sind in dieser Umbruchsphase. Wir sind in einer Zeitenwende. Wir sind eigentlich in Europa 20 Jahre hinter dieser Zeit. Und wir erleben, dass es eine Nostalgie, eine Sehnsucht gibt nach dem starken Staat, dem starken Mann in der Regel. Das sind alle populistischen Bewegungen, die wir gesehen haben. Es gibt sogar eine Nostalgie zu sagen, in Russland, da ist noch Ordnung. Apropos Ordnung. Oder in China, guckt ihr an, wie die das machen. Das ist ja die Kerndebatte, die wir auch hier führen. Nämlich, ob eine Gesellschaft sich eher verlässt auf den mündigen Bürger, Herr Pöschert, den mündigen Bürger, der sagt, wir sind selbstverantwortet und schaffen das, oder ob das Vertrauen von Bürgern eher in Richtung, einer muss es regeln, einer muss es führen, autoritäre Strukturen auch ausgrenzen, das haben wir auch in der Demokratie in Amerika mit Trump erlebt. Wo befinden wir uns eigentlich auch in diesem Land? Einerseits wird immer von der Spaltung gesprochen. Ist das Land gespalten? Einerseits wird immer diskutiert, man kann gar nicht mehr diskutieren. Kann man wirklich nicht mehr diskutieren? Einerseits wird erzählt, wir wollen den mündigen Bürger. Andererseits sehen wir, es gibt so eine diffuse Sehnsucht, und zwar in allen Parteien sichtbar, differenzierte Betrachtungen, dialogische Betrachtungen werden immer schwerer. Also wo befinden wir uns? Wie weit ist denn dieser mündige Bürger, die Bürgerin im Mittelpunkt? Und wie setzt sich das um? Also mein Ausgangspunkt war ja China. Und ich glaube, dass wir alle miteinander in der Zeit des Systemwettbewerbs, als Sie noch auf der anderen Seite der Mauer lebten wie ich, dass wir die Gewissheit hier im Westen hatten, nur mit dem mündigen Bürger, mit Demokratie und mit Freiheit ist auch der Erfolg verbunden. Der wirtschaftliche Erfolg, der Erfolg des Systems, das andere System taugt nichts. Das war unser Selbstbewusstsein in der alten BRD. So sind wir doch alle miteinander aufgewachsen. Und deswegen war doch auch lange für uns klar, dass China gar kein ernsthaftes Konkurrenzmodell sein kann, weil niemals werden Menschen, die so unfrei leben, ich weiß nicht, was Sie vorher für Begriffe über China verwandt haben, die waren ziemlich hart, werden doch niemals erfolgreich sein können, gegen uns im Wettbewerb bestehen. Und die Herausforderung, die wir jetzt sehen, ist, dass diese Annahme nicht zwingend richtig sein muss, sondern dass es offensichtlich Menschen gibt, die auch mit weniger Freiheit extrem wettbewerbsfähig und extrem erfolgreich sein können. Und noch schlimmer, die uns jetzt in manchen Bereichen vormachen, wie ein Staat super effizient Probleme lösen kann und du dich dann echt fragst, würde ich vielleicht bereit sein, da im Moment gerade zu leben, wäre das nicht besser? Und um es noch schlimmer zu machen, also ich unterstreiche alles, sind alles positive Aspekte, die Sie Kurzarbeitergeld angesprochen haben, aber ich glaube, wir müssen die Probleme schon ernst benennen, um zu sehen, warum das auch Krise unserer Demokratie bedeuten kann. Also wenn ich in den Staat möchte, der das wirklich ausradiert hat, muss ich nach China gehen, die haben das im Griff. Wenn ich in den Staat möchte, der es mit moderner Hightech-Kontaktverfolgung macht, muss ich nach Südkorea oder Taiwan. Hier gibt es das alles nicht. Wenn ich in den Staat möchte, der es wegimpft, dann muss ich vielleicht in das populistische Johnson Großbritannien oder in das schlimme Netanyahu Israel sehen, aber bei uns jedenfalls nicht. Wenn ich in den Staat möchte, der warum das mittlerweile das schlimme Israel sag ja nur, ne, wegen Netanyahu. Nein, Sie sagen nur, warum? Weil Netanyahu hier ja so irgendwie schon irgendwie das war, mal als, das war ein Anführungszeichen. Ne? Okay, so, weil Netanyahu ja, ist ja, Netanyahu. Ja, so, aber der Netanyahu wird ja nicht als großer Freiheitsregierungskünstler bei uns bewertet. Aber er steht vor einem Strafgericht. Das würde in China so nie passieren, dass Xi bei einem Strafgericht war. Also ich wollte es nur sagen. War ein Anführungszeichen. Gut. Oder ich muss, wenn ich ein ziemlich offenes, freiheitliches Leben mit der Pandemie haben möchte, dann muss ich nach Schweden ziehen. Und wenn ich in Länder ziehen möchte, die mit
hocheffizientem Testen die Sache in den Griff bekommen wollen und wo man oft in der Außengastronomie im April sitzen kann draußen, dann muss ich nach Österreich oder in die Schweiz. Naja, Österreich war nicht so effizient. Ja, also, Entschuldigung. Die österreichische Kurve. Die Testen, die machen das gerade schon. Die machen das gut mit den Tests. So, jedenfalls, egal wie, wenn ich irgendeine Lösung haben will, die nicht in Grundrechtseinschränkungen besteht und nicht Lockdown-Politik als Antwort auf alle Fragen der Pandemie ist, dann muss ich dieses Land verlassen. Und es ist doch logisch, dass das dazu führt, dass wir Erschütterungen in der Tektonik erleben, dass Menschen fragen, ist diese Demokratie, die ich immer verteidigt habe, ist die noch das, was ich haben möchte? Und deswegen ist diese Effizienz- und Erfolgsfrage so wichtig. Deswegen müssen wir mehr Regierungskunst erwarten. Und deswegen ist es so wichtig, dass einer wie der Poschardt sich da vor einer Stunde aufgeregt hat darüber, wie schlecht dieses Pandemiemanagement in Deutschland das letzte Jahr gewesen ist. Es war einfach katastrophal schlecht. Und es ist Demokratie erschütternd, was wir da erlebt haben. Ich will es nur einmal sagen. Ich komme ja, wie gesagt, aus Frankreich. Es gibt eine Streitkultur in Deutschland, die versucht, Emotionen überhaupt nicht in einen Streit einzuführen. Ich finde, das ist eine Unterdrückung und eine Pseudorationalität. Emotionen, bei mir ist es kokett, wenn ich sage, weil ich leider nicht anders kann. Man darf ja auch emotional streiten, man sollte nur nicht persönlich werden. Richtig. Die Differenzierung, ich würde mir wirklich manchmal wünschen, dass Menschen auch ihre Emotionen in Diskursen zeigen, aber deswegen nicht persönlich werden. Das haben wir ja heute gemacht. Genau, ich wollte es nur noch mal sagen, weil ich finde, das gehört dazu. Aber ich würde gerne noch mal zu diesem Systemwettbewerb. Die Globalisierung heißt auch, es gibt ein hohes Wissen und eine Transparenz über das, was in anderen Ländern passiert. Und um das nochmal mit harten Fakten zu unterfüttern, wir haben so viel Abgriffe wie noch nie auf Auslandsberichterstattung, was passiert in anderen Ländern. Also das schwedische Modell war etwas, was uns fasziniert. Ich glaube, wir haben bis hin auf den Staatssekretär im schwedischen Gesundheitsministerium wirklich mit allen Leuten Interviews gemacht. Wir haben den spanischen Weg, wir hatten Reportagen von Tim Röhn, der in Madrid lebt, teilweise. Wir hatten Reportagen aus allen Ecken und Enden der Länder. Es gibt eine Neugier und das ist ja schon mal was Gutes. Ich glaube, dass wir in der Tat einen Wettbewerb haben und da schneiden wir, was das Handling der Corona-Politik betrifft, nicht gut ab. Zumindest nicht für das deutsche Selbstverständnis. So ein bisschen wie im Fußball, wo wir sagen, also wenn wir nicht im Halbfinale sind, dann können wir eigentlich gleich nach Hause fahren. Und wir sind jetzt eher so Mittelmaß. Dieser Ehrgeiz in Deutschland hat ja auch was Gutes. Ich finde, er ist viel zu verkniffen und protestantisch und nicht so lebensfroh wie in anderen Ländern. Das bedauere ich sehr. Ich würde aber gerne noch mal die Politik und ihre Verantwortung ansprechen. Die Merkel-Jahre waren Jahre einer Kanzlerin, die überhaupt kein Gespür für die emotionalen, kulturellen und jetzt mal im unpolemischen Sinne identitären Herausforderungen ihrer Bürger hatte. Also ich verstehe es nicht, wer Merkel mal off the record erlebt hat, die lustigste, klügste, pointierteste Frau, die man sich vorstellen kann. Ihre hageren, wahrscheinlich mit 5 Referenten abgestimmten Reden geben den Menschen so gut wie nichts. Ich finde ihre Talkshow mit Anne Will eine Sprache, die gewissermaßen so eine Karikatur einer Sprache geworden ist, die nichts mehr mitteilt. Jetzt haben wir auch einen Bundespräsidenten, der, und den finde ich auch sehr sympathisch, ein wunderbarer Mensch, dem ist aber jetzt auch nicht die große Gabe gegeben, so Reden zu halten, wie sie jetzt ein Richard von Weizsäcker zum Beispiel oder ein Roman Herzog oder ein Joachim Gauck halten könnte, um die Menschen durch so eine Phase durchzutragen. Und ich glaube, das sind dann auch so wichtige Momente. Ich meine, jeder, der den Churchill-Film gesehen hat, es gibt halt den Moment, wo der Politiker in so einer maximalen Herausforderung mit den Nerven am Ende, und ich will nicht bagatellisieren, dass Frau Merkel Tag und Nacht arbeiten muss und die Belastung von sich sind. Ich will nichts davon relativieren. Aber es gibt dann so Momente, wo der Kopf eines Staates oder die Führung, die gewählte Spitze, die Menschen damit durchtragen muss. Und das Kabinett hatte jetzt auch nicht so viel Leuchten, die da geholfen haben. Und das ist ein Thema, wo ich glaube, wir sind auch da nicht, die politische Führung hat auch auf dem Level enttäuscht.
Und jetzt komme ich noch mal, weil das Thema macht mich wirklich fassungslos, das Scheitern der Intellektuellen, der öffentlich-intellektuellen, vieler Künstler. Jetzt ist Jan-Josef Liefers nicht mein Liebling, aber der hat zumindest mal einen Punkt gemacht. Und aber auch ein bisschen naiv. Jetzt kein Ja, ich will damit nur sagen, auch da war jetzt niemand, der das Format und die Statur hatte, um das, was in der Bevölkerung auch an, da hören wir jetzt mal zu, oder das gibt uns was, oder das verbindet uns mit dem Wunsch nach einer besseren Gesellschaft oder einem besseren Handling und das kann daraus entstehen. Kurzum, das wurde auf all diesen Ebenen nicht bedient. Und wenn das zu lange ausbleibt, dann entsteht da ein Sinn und auch so ein Ansprachevakuum, das gefährlich ist. Und eine Frage noch, weil Sie nach dem mündigen Bürger gefragt haben. Ich finde, wir haben kein Ideal des mündigen Bürgers. Ich finde, der Bürger wird nicht in seiner Eigenverantwortung ernst genommen. Ich finde, nimmt er sich selbst ernst? Ich finde viel zu wenig. Ja, aber ich glaube, das ist das Ergebnis auch von einem viel zu heroischen Staatsverständnis. Und die Rolle der Staat ist überall. Und das hat verhindert, dass wir wirklich eine intakte oder auch nur einigermaßen intakte Vorstellung vom mündigen Bürger haben. Jetzt haben wir ganz schön viele Töpfe aufgemacht und es ist nachts um 2. Wollen wir jetzt wirklich noch alle Regierungsvarianten abarbeiten? Deswegen will ich mal einen Blick nach vorne schauen, weil die Merkel-Jahre sind vorbei. Ja. Wird denn Frau Baerbock, wenn sie die Kanzlerin wäre, für Sie die sein, die Ulf Poschardt erwartet? Na, die Ulf Poschardt erwartet sicher nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass er die haben will. Nein, ich habe Sie gefragt, ob Sie jemand wäre, die dann den Impuls setzt, den er beschreibt. Nein, kann die nicht. Und dann interessiert mich, weil wir müssen darüber dann doch, was Freiheit angeht und weil wir bei den Grünen sind, über etwas reden, was das erste Mal und wirklich faszinierend. Bitte? Arbeiten wir wirklich noch so viele Zettel? Nein, machen Sie keine Sorgen. Das ist unsere Schlussrunde. Nein, ich will ja nur sagen, einer muss morgen zum 1. Mai. Bevor wir auseinandergehen, muss ich etwas mit Ihnen diskutieren und über etwas nachdenken, wo der Begriff der Freiheit in einer Art und Weise, wie es noch nie war, im Bundesverfassungsgericht zu einem Kernpunkt wurde. Das stimmt. Zu einem Kernpunkt wurde, wie es noch nie in dieser Republik war. Das ist doch ein super Abschlussthema. So, und da ging es um Folgendes. Das Bundesverfassungsgericht sagt, Herr Palmer, die Klimagesetze reichen nicht. Die Richter sagen, wir müssen verzichten, also auch verbieten, um künftige Freiheit zu erhalten. Das Klimagesetz, alles, was an Klimapolitik bisher gestaltet wurde, ist nicht von der Verfassung gedeckt, weil die Freiheit der zukünftigen Generationen dadurch in Frage gestellt wird. Begrüßen Sie das Urteil? Ja, eindeutig. Also juristisch kann ich es nicht bewerten, weil das habe ich nicht studiert. Das scheint mir der Fall zu sein, wo das Verfassungsgericht sagen wir mal, die Rechtschreibung fortschreibt. Ja. Also was Neues in die Literatur einfügt, das wahrscheinlich im Grundrechtskommentar 1949 noch nicht drin stand. Aber ich begrüße es und ich will auch gerne nochmal erläutern, warum. Denn der Gedanke, der dahinter steht, des CO2-Budgets, der ist, glaube ich, physikalisch-naturwissenschaftlich nicht wirklich bestreitbar. Da gibt es eine Atmosphäre, die kann bestimmte Mengen an Abfall aufnehmen, an fossilen Brennstoffen und deren Resten aufnehmen. Und die Wissenschaft kann ungefähr beschreiben, nicht auf die Tonne, aber ungefähr beschreiben, wie viel man da noch zur Verfügung hat, bevor es kritisch wird und die Kipppunkte halt kippen, über die wir vorher mal kurz gesprochen haben. Und wenn das stimmt, also nehmen wir mal an, diese wissenschaftliche Erkenntnis ist einigermaßen belastbar, dann ist es schon so, dass es problematisch ist, wenn wir sagen, naja, wir schöpfen in den nächsten 10 Jahren dieses Budget mal zu 90% aus. Und dann können die danach uns kommen, können gucken, wie sie mit den restlichen 10% noch klarkommen. Die werden das schon irgendwie lösen, das Problem. Das scheint mir logisch zu sagen, dass das ein übergriffiges Handeln ist und Freiheiten da gar nicht so weit entfernt liegenden Generationen, der Fridays for Future, die heute mit 18 auf der Straße sind, über die Maßen beschneidet. Und jetzt den Schritt noch zu machen, da müssen dann auch mehr Einschränkungen damit verbunden sein, den halte ich insoweit für logisch, als ich aus meiner kommunalen Praxis, die ich da wieder beisteuern kann, Folgendes berichten möchte. Nämlich,
wenn ich mir die Frage stelle, wie kriege ich das in den nächsten 10 Jahren hin, die CO2-Emissionen meiner Stadt möglichst auf null zu bringen, dann werde ich das allein mit Appellen sicher nicht erreichen. Also das können wir uns, glaube ich, darauf einigen, das wird nicht funktionieren. Mit Preissignalen kann ich es nicht, weil mir dann die Linke zu Recht ins Gesicht springt und sagt, dann werden ja die Armen da unnötig also damit belastet. Also bleibt Ordnungspolitik übrig. Verbote nennt man das. Ja, aber wenn man so in der Ordnungspolitik, das erinnert mich an Baerbock bei Anne Will, als ihr gesagt wurde, Verbote, sagt sie Regeln. Ja, ist gut, Verbote und Gebote sind auch dabei, aber es ist Ordnungspolitik und ich sage es ganz konkret. Ich habe in meinem Gemeinderat dafür geworben und wir haben das beschlossen, dass wir über Anschluss- und Benutzungszwang alle fossilen Heizungen in der Stadt in den nächsten 10 Jahren rauswerfen. Die muss jeder abschalten, sobald die Stadt es geschafft hat, die Leitung mit der Wärme aus erneuerbarer Energie, die Wasser-, Heißwasserleitung, also Fernwärme, ans Haus zu legen. Denn, und jetzt Freiheit, ich halte die Freiheit, weiterhin eine Fossilheizung zu betreiben und damit der nächsten Generation diese Abgase hinzuwerfen, wenn ich eine Alternative vor der Haustür habe, die fossilfrei ist, die absolut klimaneutral ist, die halte ich dann nicht mehr für vertretbar. Da halte ich den Einsatz des Zwangs, um diese Freiheit der nächsten Generation zu erhalten und es, die Heizung auszutauschen, für absolut begründbar. Viel Freiheit und Zwang in einem klimapolitischen Satz. Das ist faszinierend, weil ich musste dauernd daran denken, Sie setzen eine Prämisse. Diejenigen, die sagen Lockdown, weil wenn dann, sagen auch, es ist zwingend, wenn man die These hat, Menschen sterben, Lockdown zu machen. Sie sagen, es ist zwingend, Freiheitsrechte müssen eingeschränkt werden. Aber kann man es nicht erhalten? Ja, ja. Angesichts der Zeit kann ich es jetzt nur schlaglichtartig machen. Und da ich gerade darüber ein ganzes Buch geschrieben habe, muss ich mich jetzt auch echt hart begrenzen. Aber ich würde noch mal sehr dafür werben, dieses Urteil muss man sehr ernst nehmen. Es macht einen total wichtigen Punkt. Und nicht nur wir, die wir Kinder haben, sondern ich glaube, alle haben ein Interesse, dass es eine Zukunft des Planeten gibt. Zugleich musst du an die Sorgen der Menschen denken, die nicht wissen, wie sie über den Monat kommen. Und jetzt mein großes Plädoyer, das Ganze nicht nur unter der Maßgabe von Einschränkungen wieder eher im Privaten zu denken, sondern das Ganze viel größer zu denken. Es gab schon mal eine Krise, der man sich stellen musste. Roosevelt und Francis Perkins haben damals einen New Deal gestartet. Wenn man das zeitgemäß übersetzt, ein Green New Deal als Zukunftspakt, wo soziale und ökologische Wende zusammengehen, dann könnte es als was rüberkommen. Ja, da müssen Sie stillen, das wird Ihnen auch nicht gefallen. Aber da also den Bütikofer 2008. Nein. Green New Deal hat Bütikofer 2008 auf dem Parteitag gesagt. Ja, es gab zig Versuche, Green New Deal als eine verharmlose, ein bisschen sozusagen, wir machen uns das alles nur ein bisschen grüner und so ein bisschen an der Oberfläche. Wenn man das ernst nimmt, das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, brauchst du richtig grundlegende Wenden. Und damit das nicht zu massiven sozialer Spaltung und zu sozialen Protesten führt, geht das nur in Form einer sozial-ökologischen Wende, wo man richtig reingehen muss und wo die Leute auch mehr an Lebensgenuss haben können. So ein Beispiel halt, indem man 4-Tage-Woche einführt, indem man alle vor Armut schützt und indem du zum Beispiel die Verkehrswende nicht nur ausgestaltet. Das kann ich gerade nicht folgen. Was hat die 4-Tage-Woche mit dem Klimaschutz zu tun? Entschuldigung, es gibt ernsthafte Untersuchungen, die besagen, wenn du Arbeitszeitverkürzung einführst, gibt es eine deutliche sozusagen Einsparung an Energien und CO2-Emissionen. Wird von Friday for Future deswegen ganz stark ins also Gespräch Verkehrswende, gebracht. Also Verkehrswende, Energiewende, Agrarwende, so schnell Bauwende. Geht das mit der Freiheit, wenn man mit Leuten nein, sitzt? Die Moment, Bauwende nein, kann doch mehr Freiheit bedeuten. Ja, aber trotzdem, erst einmal geht es um Einschränkung. Nicht bei meiner. Also kann man nachlesen. Also, Herr Poschardt, dieses Urteil ist im Raum. Ist dieses Urteil, ich meine, das Bundesverfassungsgericht schützt eigentlich die Freiheitsrechte. Hier wird deutlich gesagt, in der Projektion zukünftiger Generationen, ich sehe jetzt schon Begründungen von Politikentwürfen immer mit die zukünftigen Generationen. Ja. Was bedeutet das für das die Freiheit? Ich glaube, dass wir betreten den 3- bis 4-dimensionalen Raum des Freiheitsbegriffs und das finde ich gut. Besser und als der eindimensionale Mensch, oder? Absolut. Ich finde, dass das an einem Urteil richtig ist. Wir haben bei uns sehr ausführlich geschildert, warum die naturwissenschaftlichen Grundlagen, die da bemüht werden, also der klassische Worst-Case-Fall sind. Das kann man auch ein bisschen anders sehen. Aber die Diskussion, da wären wir bis morgen um 6:30 noch da. Und da müssen wir duschen. Ja. Da müssen wir duschen und Zähne putzen. Ich muss zurück nach Tübingen. Also was ist mit der Freiheit Ich will nur sagen, Urteil? Ich glaube, mein großes Problem ist nicht das Urteil,
sondern auch hier die Ableitung. Und es war so, wie ich es mir vorgestellt habe, all die Leute, die immer schon Verbote wollen, die haben praktisch nur auf diesen Moment gewartet. Und es kam, kann man ja alles googeln, die Litanei, all der Dinge, die sie, egal was es ist, immer fordern an Verboten. Und dem Palmer, weil er ein freier Mensch ist, nehme ich das ab, dass er das sein Impuls nicht ist. Wir mögen über x Sachen anderer Meinung sein, aber ich würde ihm nie unterstellen wollen, dass er es mit der Freiheit nicht ernst nimmt. Und das finde ich ein totales Asset. Und bei vielen anderen Grünen, von den AktivistInnen ganz zu schweigen, denen glaube ich ihr Interesse an der Freiheit weder im Hier und Jetzt noch für künftige Generationen. Das ist denen vollkommen, es ist überhaupt keine Kategorie, die für sie relevant ist. Und macht aber auch nichts. Das ist ein großer Erfolg für die Bewegung, für die Professionalität, auch für die Lobbys, die dahinter stehen. Und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Nutzt man das und sagt, wir stellen die Freiheit über alles und wir haben jetzt ordoliberal einen Rahmen, der diese CO2-Bepreisung so vornimmt, dass das ist der Deckel, den wir haben und alles in diesem Rahmen wird mit Innovation privatwirtschaftlich geregelt. Und wenn man Und die Frage ist ja die Koalitionsfrage, die hier am Tisch sitzt. Es gibt zwei Arten, es zu lösen. Es gibt eine marktwirtschaftliche, die auf Innovation setzt. Wir werden erleben, Elon Musk, wenn man ihn so hört, wir werden CO2-konsumierende Technologien bekommen. Da wird technologisch viel passieren. Ich bin dabei. Wir können mit 3D-Druck Mobilität verringern. Wir können richtig städtebaulich wohnen und arbeiten, weniger pendeln. Bauhaus wir können abbauen. 2.0. Ja. Bauwende ist Bauhaus 2.0. Bin ich bei allem dabei. Wenn das Narrativ ist, ein freies, wohlhabendes, innovatives, schönes Deutschland, was daraus entsteht, bin ich dabei. Es wird es nicht werden, wenn wir eine grün-rot-rote Regierung haben, sondern es wird Leute, die viel Geld verdienen, die jetzt schon sozusagen ganz viel schultern müssen, brutal treffen. Dann wird man deren Lebenswelt noch an vielen Punkten abräumen. Das wird eine, und ich will es gar nicht abwertend meinen, das wird sozusagen so eine ökomoralische Umerziehungsregierung, vor der mir graut, weil alle Akteure, die dort versammelt werden, werden sozusagen mit ihrem moralischen Umerziehungskram für eine Stimmung sorgen. Weil ja die Union und die FDP, die ja Ulf Poschert in der Regierung gerne sehen würde. Absolut. Genau, um das jetzt mal festzuhalten, wo der parteipolitische Dissens ist, auch deutlich machen, natürlich jede Regierung, wo die CDU oder die FDP drinne wäre, würde verhindern, dass die notwendigen Kosten von den Reichsten, von den Millionengewinnen genommen werden, sondern die würde maximal zur Folge haben, dass wenn es den Grünen gelingt, irgendwas Ökologisches durchzusetzen, wird das immer auf dem Rücken der Beschäftigten und ich würde das ganz gerne. Ich würde ein soziales Projekt bitte, die Verkehrswende sozial. Was soll ich denn sagen, was das heißt? Ich würde es gerne sagen. Ja. Ich würde sagen, sagen Sie, was wir können für den Sie Stau. Für Sie. Ich würde den Stau marktwirtschaftlich ausknipsen, indem man Road Pricing macht. Ja, indem dann man sagt, Mobilität für die Reichen, das ist doch das ist dann wirklich Eingrenzung auf die Bewegungsfreiheit. Wirkliche weil Mobilität. Eine Straße hat nur dann einen Preis, wenn alle sie wollen. Da muss man halt vorher oder später fahren. Such is life. Und man würde sogar hinbekommen, dass man den öffentlich-rechtlichen Nahverkehr. Das heißt Vorfahrt für Reiche, heißt was nicht Sie wollen. Jetzt ist nochmal schön der Dissens zwischen uns auf den Herr Punkt gebracht. Nein, das ist wer kein sich's leisten nein. kann, darf auf ich der Autobahn fahren. Wunderbar ich will Bus und Bahn für Kosten. Alle und ja, am besten bin ich dabei. Und wir finanzieren sie, so wie wir wissen. Eh alles Herr finanzieren. Poscher, bei allem Respekt vor diesem Konzept, aber die Freiwilligkeit des mündigen Bürgers, ja. Die Freiwilligkeit des mündigen Bürgers hat keine wirklichen Impulse gesetzt, was Umweltschutz angeht. Doch. Die Effizienz all dieser Freiwilligkeiten, da muss man jetzt weder grün noch sonst was sein, ist jedenfalls nicht optimal. All diese Bewegungsfragen, auch welche, für die Sie dann stimmen, haben etwas auch mit Verbote zu tun. Also schon Bismarck hat gesagt, es braucht Gesetze für diese Freiheit. Und
jeder sucht sich so ein bisschen sein Feld aus und dann würden Sie bestimmt auch Felder finden, wo Sie sagen, nee, das muss man verbieten. Also ich wollte nur noch mal mit dieser Umwelt kommen und mit Ihnen darüber diskutieren. Über Jahre wird es über Freiwilligkeit diskutiert, auch weil Sie es jetzt selbst angesprochen haben, dieses Thema mit Fahrrad und Autos und all diese Dinge. Wir haben viele Bewegungen, die dann politisch wichtig waren. Sie sprachen von der sozialen Marktwirtschaft. Das waren Gewerkschaften, die entstehen mussten, Betriebsräte, das waren Kämpfe, das waren Auseinandersetzungen. Warum ist dann bei Themen wie Klimaschutz die Frage, muss man dem nachhelfen, politisch legitimiert, falls es soweit dann soweit kommt? Warum ist das eine Verbotspolitik? Warum ist es eine Verbotspolitik zu sagen, Vorfahrt für Fahrräder oder beispielsweise, was die Grünen ja auch fordern wieder im Programm, 130 bei Autobahnen und auch in den Städten immer mehr Geschwindigkeitsreduktion. Was ist daran ein Problem für die Freiheit? Ja, jede Einschränkung, also Tempolimit ist natürlich sozusagen, wenn man symbolisch Freiheit einschränken will, dann ist natürlich dieser eine Ort in Deutschland, wo Deutschland nicht das meistregulierte Land ist, sozusagen, das ist echt ein Freiheitsexzess, die Autobahn. Dieses Schild mit den durchgestrichenen Streifen ist so ziemlich das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Bis ein Stau oder ein Unfall kommt. Nö, ja, das gehört ja auch alles zum Leben dazu. Und die Frage ist, ob wir es besser organisieren können. Und natürlich gehören Verbote immer dazu und Gebote auch. Die Frage wird ja nur sein, welches Menschenbild liegt einer so großen Transformation, ob es dann eine linksökologische wird. Und ich glaube, es läuft darauf hinaus, dann wird von Freiheit nichts übrig bleiben. Weil weder die Grünen haben ein wirkliches Verständnis von Freiheit, noch die Linke, noch die SPD, so wie sie im Augenblick auftaucht. Und dann wird man, also ich richte mich mental schon drauf ein. Und ich glaube, dass es Grün, Rot, einfach, Rot? Ja. Echt? Ja. Und ich glaube, dass das wird ein Horror werden. Ich bereite das auch gedanklich vor. Aber ehrlich gesagt, was Sie das wird sozusagen der Abschreiben von Freiheit an jedem denkbaren Ort. Das wird einfach sozusagen ein Exzess an staatlichen Übergriffen. Ganz konkret. Ich habe vorgestern mit der Betriebsrätin einer Firma, die Aufzüge herstellt, 50.000 Beschäftigte in 100 Ländern aktiv, die haben recht hohe soziale Standards eingeführt, freiwillig. Und wenn es Umweltstandards gibt, würden die das auch in diesem Unternehmen, glaube ich, recht gut, weil die haben eine gut organisierte Belegschaft dort. Und die hat mir Folgendes gesagt, die sind überall, wo sie weltweit im Einsatz sind, stehen sie natürlich in Konkurrenz mit Unternehmen, die nicht die sozialen Standards einhalten. Und das Unternehmen, Beschäftigte wie Unternehmensleitung, wollen gerne hohe soziale Standards einhalten, geraten immer wieder in den Wettbewerbsnachteil, weil es halt die mit Unternehmen konkurrieren, die Sozialdumping machen. Das könnte man jetzt auch auf die Ökologie übertragen. Das geht also gar nicht darum, zum Beispiel diesem Unternehmen was vorzuschreiben, sondern einfach Unternehmen, die, und es gibt ja einige, die freiwillig von sich aus hohe Ökostandards, hohe Sozialstandards eingehalten haben, die sogar weltweit, die haben jetzt sogar ein Abkommen gemacht, um weltweit in den Lieferketten Menschenrechte durchzusetzen. So. Und ich finde, diese Unternehmen, diese Startups, aber es gibt auch große Unternehmen, wie gesagt, 50.000 Beschäftigte weltweit, die das bereits machen. Und diese Motoren des Wandels muss man schützen. Und dazu gehören dann eben auch gewisse Vorgaben von Sozial- und Umweltstandards, die alle einhalten müssen. Herr Palmer, wenn die Grünen regieren, ist das ein Exzess an Freiheitsreduktion? Nein, das ist es nicht. Ich lebe ja in einem Land, wo, noch schlimmer, ich lebe in einer Stadt, wo der Oberbürgermeister Grüner ist, wo die weitaus stärkste Fraktion die Grünen sind, stärker als CDU und SPD und FDP zusammen, und wo der Ministerpräsident ein Grüner ist. Naja, und ist das ein Grüner? Sind Sie ein Grüner? Ja, natürlich ist er ein Grüner. Wenn es einen Ort der Unfreiheit in Deutschland geben könnte, dann müsste es Tübingen sein, weil schlimmer ist es nirgends. Ja, nö, habe ich ja gerade gesagt. Ja, aber noch grüner. Aber auch er will Fahrrad. Noch, auch er will noch, eine andere Umwelt- und Klimapolitik. Politisch noch grüner, mit grüner Ministerpräsident, grüner OB, grüne Gemeinderatsmehrheit werden Sie in Deutschland nicht finden. Und ich kann Ihnen sagen, es ist eine freie Stadt. Und also Sie würden das so auch auf der Bundespolitik so
erklären. Und jetzt würde ich sagen, es scheint also von bestimmten Randbedingungen abhängig zu sein. Ja, grün heißt nicht automatisch Unfreiheit. Und das hat was mit Personen zu tun. Ja, können wir uns auch darauf einigen. Sie wollen doch auch die Einschränkung auch des Verkehrs. Sie wollen doch auch für die Umwelt, Sie sagen es doch selbst, natürlich. Verbote. Aber also jetzt nicht so tun, als ob das so harmonisch nur wäre. Ja, auch gar nicht. Aber es ist trotzdem eine freie Stadt. Und das beschreitet ja keiner, um Gottes Willen. Ja, aber es ist klar, ja, so wie die Grünen regieren, ist Exzess der Unfreiheit. Nö, darf ich so antworten. Von Bundespolitik ist ja was anderes. Und jetzt will ich auf die Bundespolitik überleiten und sage, es hängt also von Randbedingungen ab. Und es wird schon die Frage sein, welche Koalition. Also ich gebe gerne zu, dass ich zwar nicht ganz so intensiv, aber doch erhebliche Bedenken gegenüber Grün-Rot-Rot hätte. Muss ich ehrlicherweise schon sagen. Identitätspolitisch befürchte ich da Schlimmes. Das ist eigentlich das Feld, wo ich am meisten befürchte. Da ist bei den allen drei Parteien, haben die Identitätspolitiker bereits die Hegemonie in der Partei übernommen. Und lassen, auch bei den Grünen. Auch bei den Grünen und lassen Widerspruch kaum noch zu. Das halte ich für das größte Problem. Denk nur an die Thierse-Debatte. Fand ich ja unglaublich, was da abgelaufen ist. Wirtschaftspolitisch habe ich größte Sorgen und von daher kann ich das nachvollziehen. Wenn es aber zu meiner Wunschkoalition kommt, nämlich Grün-Schwarz wie in Baden-Württemberg, glaube ich, dass es einen dialektischen Ausgleich geben wird. Und bei Schwarz-Grün sind Sie dann auch noch glücklich? Auch für Schwarz-Grün ist in Ordnung. Einen dialektischen Ausgleich geben wird, der das Gute der Grünen, und da ist für mich die Ökologie eben an erster Stelle, mit den Poschardtschen Freiheitwünschen kombiniert. Und in der Konstellation, bevor wir schlafen, in der Konstellation, glaube ich, kann man, in der Konstellation kann man gut und ruhig schlafen, auch als Ulf Poschardt. Bevor wir schlafen gehen, Frau Kipping, Herr Poschardt und Herr Palmer, was würden Sie sagen, ist jetzt das Wichtigste, was geschehen muss, um diese Idee des mündigen Bürgers und der Freiheit gegen all das, was Herr Palmer jetzt gerade auch noch gesagt hat, also Identitätspolitik, ein bisschen mehr auch autoritäre Politik bei Rot-Rot-Grün, ne? Zu verhindern? Oder ist das... Ich teile ja nicht seine Analyse, deswegen verstehe ich das nicht. Also ich kann nur sagen, das Regierungsprogramm, was ich mitschreiben würde, ist eins, was darauf hinausläuft, dass alle garantiert vor Armut geschützt sind, die Mitte besser gestellt ist. Und sowohl die Menschen keine Sorgen mehr haben müssen, über den Monat kommen zu können, wie dass die Sorge um die Zukunft des Planeten genommen wird. Und in der Tat, dass auch dafür gesorgt wird, dass alle ohne Angst vor Diskriminierung, Repression oder Angriffen anders sein können. Herr Poschardt. Würde ich zum Beispiel den letzten drei Sätze absolut unterschreiben. Alles finde gut. Ich absolut auch für mich ein Ziel. Freiheit muss Freiheit für alle bedeuten. Universalistisches Menschenbild heißt, dass egal welche Hautfarbe, ich muss es gar nicht sagen, weil wenn man liberal ist, dann ist das doch vollkommen klar. Der Mensch ist der Mensch und er meint alle Menschen und jede wie auch immer geartete Identität. Wir haben ein wichtiges Thema nicht gestreift. Und das würde ich zum Abschied nur als auch eine deutsche... Na, mach es auf! Freiheits... Thema. Ich wollte nur... es ist ja die Schlussrunde. Und ich würde... Wir haben uns ja wirklich auch... wir haben uns ja wirklich viel erzählt. Aber eine der schönsten Freiheitsgesten ist der Humor. Und was ich als ein Antifreiheitsindikator in Debatten wahrnehme, ist, wenn der Humor komplett verschwindet. Und das ist übrigens zum Beispiel bei den Grünen ihr schlimmster, die machen radikale... Machen jetzt eine Abschlussrunde, jeder ja. erzählt ja, als ob die Liberalen... Die FDP hat auch nicht viel Humor. Nee, aber... Ja, er muss es wissen. Ja. Oder? Also mit CDUlern kann man ehrlich... Also die Grünen und das grüne Milieu ist das humorloseste Milieu, das ich mir vorstellen kann. Und ich finde zum Beispiel mit Marxisten kann man gut lachen. Ja, Claudia Roth ist aber auch eine Ausnahme. Also mein Vorschlag wäre, wenn die Kameras aus sind, können wir uns dann unsere Lieblingswitze erzählen. Ich habe nur ganz zynische, düstere Witze. Aber erst wenn die Kameras aus sind. Ja. Ich muss dann aber auch noch einen Satz zum Humor sagen. Ja, okay. Also ich wollte nur sagen, die Freiheitsgeste des Humors. Ich finde es wunderbar. Und wir haben im Augenblick in vielen Debatten also. keinen guten Humor. Und das, auch, dass man was sagt. Ich meine, ich habe so viele Pointen. Ich bin leider so. Und meine Idole Ari Gold bei Entourage ist ein richtiges Schandmaul, würde man in Franken sagen. Und er redet nur politisch unkorrekten Humor. Wirklich schlimmen
politisch, und den gab es wirklich, das ist der Bruder von Rahm Emanuel, Ari Emanuel, und das ist mein großes Idol. Aber du kannst so einen Humor, das geht alles gar nicht mehr. Du kannst solche Witze nicht, du kannst diesen Humor nicht. Und wenn wir den Humor verlieren, um jetzt mal so blauer Bockmäßig zum Ende zu kommen, dann verlieren wir ganz viel. Und das ist so eine Freiheitsmelodie, die ich in vielen ernsten Debatten so, das ist irgendwie triste. So. Gefällt mir. Mir ging gerade durch den Kopf, man muss ja nicht nur Humor haben, indem man Minderheiten und politisch in Anführungsstrichen unkorrekt Humor hat. Doch, der korrekt muss düster sein. Also ganz ehrlich gesagt, auf Kosten meiner Minderheit habe ich ganz bestimmte Witze nie besonders gemocht. Moment, ich wollte es ja nur sagen. Und das gilt für andere Minderheiten eigentlich auch. Und das hat jetzt nichts mit Humorlosigkeit zu tun, sondern weil ich weiß, wie diese Witze so entstanden sind. Ich wollte. Okay, gut, dann streich das. Dann nein, machen Humor wir auch das. Aber wir müssen auch über Humor aber streiten können. Ja, oh Gott. Ja, ich weiß nicht. Ja. Nee, ich weiß nicht. Oh nee, ich weiß nicht. Ja, es tut mir leid. Ich weiß ja nicht, welche Witze er gemeint hat. Ari Gold, aber, der Größte. Nee, aber zu Humor, gehört. Ja, ich Freiheit finde auch. Und Humor, also vor allen Dingen im Privaten, muss jetzt echt nicht durch einen PC-Test oder so. Ich finde ja die Witze besonders gut, wo Mario Barth rot wird, so ganz im Privaten. Aber ich finde, ich hab auch als Frau erlebt, dass der eine oder andere Mann dachte, Humor ist, wenn man über seine schlechten Witze lacht. Und zu Humor gehört halt auch, dass man manchmal sagen kann, ey, Alter, halt die Fresse. Nice try, aber das ist na, jetzt. Ob das jetzt liberal war. Ja. Doch, das kann man sagen. Bin ich total dabei. Nichts schlimmer als. Also sowas sag ich ja nicht, ne? Ja. Was? Halt die Fresse. Würde ich auch nie sagen. Ich habe nur gedacht, in Anführungszeichen. War echt? So, wie würden Sie es elegant formulieren? Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt richtig witzig war. Gut, also. Haben Sie noch eine Formulierung für Halt die Fresse, die politisch in Ordnung ist? Im Schwäbischen heißt es, hätte der Gorsch kalt, hätte der Bursch palde. Können Sie mir das, also, da ich ein eingewanderter Migrant bin und Flüchtling, was heißt das auf Hochdeutsch? Der Bursch war ein wichtiger Arbeitgeber, immer schon im Württembergischen. Und da galt halt auch eine gewisse Arbeitsdisziplin. Und wenn man da im Betrieb gemeint hat, man müsse jetzt irgendwie hier linken Gewerkschaftsprotest reintragen, dann ist man halt rausgeflogen. Und deswegen gibt es den schönen Spruch, also, Steigosch kalte, hätte der Bursch palte. Wir haben drei Stunden. Deswegen Stärkung der Betriebsleitung. Genau. Also, bin ich übrigens auch dafür, Wir vier haben 3 Stunden und 48 Minuten nicht die Fresse gehalten. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar und bedanke mich, dass wir den Abend miteinander verbracht haben. Herzlichen Dank bei Ihnen drei. Vielen Dank. Wir können gehen. Gut. Die Rechnung. Die Rechnung, genau. Wir machen aber die Technik ab, oder? Doch, das machen wir draußen.